Parker und Schlenske. Der queere Rückblick mit Jessica Parker. Ja, das bin ja ich. Hallo. Und Margot Schlenske. Damit dürfte dann wohl ich gemeint sein. Und von uns gibt's jetzt was auf die Ohren. Ja. Hast du es mit dem Fuß gemacht? Ich habe es mit dem Fuß gemacht, Jessica. Ja. Es war heute aber ein bisschen krampfig, muss ich gestehen. Warum denn? Ja, weil ich sitze heute anders. Ja, stimmt, wir sitzen andersrum. Ja. Wir sitzen heute andersrum. Erzähl mal, warum, Margot. Weil ich fühle mich so ein bisschen beobachtet, denn... Von mir? Von dir. Mhm. Es fängt noch nicht an, du hast schon Lipgloss wieder an in den Händen und schmierst es ja, dir auf die Lippen. Ja, ich habe vergessen, den aufzutragen. Ach, du hast vergessen, den aufzutragen? Ja. Aber wir sind doch ein Podcast, das sieht doch eh keiner. Nein, das ist aber heute ganz anders, weil wir starten ja heute unseren Videopodcast. Also derselbe Podcast wie immer, liebe Zuhörer. Ah, nein. Aber plus Video. Oh mein Gott. Das ist der neue Trend. Am Markt. Oh, ja. Und wir sind ja up to date und sind da ganz vorne mit dabei. Da freue ich mich tierisch drüber. Aber ich habe eine leichte Rückkopplung, höre ich gerade. Das ist nicht so schön. Hörst du dich auch gerade? Nö. Nein, okay, gut. Ich steuere das noch ein bisschen für mich aus. Okay. Ich steuere mal für dich aus. Margot, ich bin sehr gespannt, wie das so ist, weil wir haben ja noch nie einen Videopodcast gemacht. Nein. Und das ist alles Learning by Doing jetzt. Wir werden, glaube ich, in den nächsten Monaten noch ganz, ganz viel dazulernen. Ja. Was wir besser machen können, das ist der erste Videopodcast unseres Lebens und wir versuchen toll zu werden. Wir sind toll. Wir sind bitte toll, ja. Dich, natürlich. So. Toll siehst du aus, Margot. Ja, also herzlich willkommen bei Parker und Schlenske. Ja. Jetzt nicht nur Ton, sondern auch mit Bild, wenn ihr wollt. Aber uns gibt es auch ganz klassisch weiterhin natürlich nur auch als Ton. Und da sind wir dann wieder nackt. Da sind wir wieder nackt. Wir zeichnen immer zweimal auf jetzt im Podcast. Ja, natürlich. Ja, immer zweimal. Die Nacktaufzeichnung kommt direkt danach. Ich freue mich. Klausi hat gleich gefragt heute, ob wir dann nackt sind oder wie wir es dann machen mit dem Nacktsein. Ja. Naja, wir haben ja was sehr, sehr, ich sag mal, man sieht ja kaum, dass wir was anhaben, oder? Es ist ja eigentlich schon sehr... Hat das David Schwanow sehr hautfarben. Die Farbe gewählt? So eine Nude Illusion Farbe? Verstehe. Ja, also es ist sehr hautfarben. Von daher, wir sehen fast aus in die Nacht. Ja. Okay. Ich freue mich drauf. Es wird schön und bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast. Folge 47 haben wir mittlerweile und... Jessica. Ich bin gerade, ich habe gerade überlegt, wie alt du bist und wollte gerade sagen, so wie dein Alter, aber du bist älter als 47. Ne? Also ich würde ja immer schon raus. Bist du nicht 48? Ich bin 25. Oh, Margot, bitte. Was wird denn das für ein Mobbing hier? Das ist ja unverschämt. Ach, ich bitte dich, jetzt sag mal, wie alt bist du? Ich bin 25. Wir machen jetzt mit dem Podcast weiter. Wie du nervst. Ja, genau, okay. Richtig. Und wir haben ja was ganz, ganz Süßes jetzt seit kurzem, seit einer Folge und wir haben einen kleinen Sponsorling für unsere Hanky-Code-Farbe. Ja. Und da hau ich mal nochmal rein. Die Henkelcode-Farbe des Monats wird präsentiert von Tisk Berlin. Deine Adresse für Leder auf Maß. Prinzregentenstraße 9, 10717 Berlin. Und im Netz unter tisk.berlin. Margot, welche Farbe haben wir denn heute im Angebot? Du, wir haben uns was Schönes ausgesucht, beziehungsweise hat Tisk darum gebeten, dass wir mal Oliv besprechen sollen. Oh, Oliv. Das ist nämlich die Farbe von seinem Logo. Ja. Und also Tisk Berlin, muss man mal sagen, nicht? Und Oliv, wofür steht Oliv? Für Military, Margot. Oh. Military Fetisch. Mhm. Das ist ja wirklich, also ich meine, findest du auch so Bundeswehr-Jungs, findest du die auch sexy? Es kommt oft auf den Inhalt an. Ja. Also es aber Polizisten sind ja eigentlich immer sexy. Auch da kommt es auf den Inhalt. Wobei ich habe jetzt in diesem Sommer sehr, sehr viele sehr viele sexy Polizisten bei Gelegenheiten gesehen. Ach, war schon. Diese Uniformen machen was mit einem. Uniformen machen was mit das einem. Das ist schon... So wie ein Anzug auch. Weil Anzüge sind nicht sexy, finde ich zum Beispiel. So Krawatten und nee, also so kann Anzüge. Kann ich auch. Gibt es auch als gibt's Fetisch? Ja, auch einen Fetisch. Ja, gibt es auch als Fetisch, aber es ist nicht aber meins. Null. Also nein. Wirklich, also da ich zieht sich mein Penis nach innen. Ne? Ist wirklich also, nein. Überhaupt nicht sexy. Nee, also so Militäruniformen, die haben ja schon eher was so. Da gibt es ja dieses, ich sag mal, Bundeswehr. Also für das Grüne, wenn du so irgendwie durch den Wald robben musst irgendwie. Das kann was Schönes haben, aber auch natürlich ganz klassisch unsere Seejungs irgendwie von der Marine. Matrosen. Ja. Ich glaube, das ist auch was, die Uniform, die tragen müssen, da war ein schwuler Designer dran, oder? Ja, Guido Maria Kretschmer wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch, ja. Aber Margot, jetzt warte mal. Also wenn man es links trägt, dann ist man top. Wenn man es links trägt, ich nie lernen. Genau, ich glaube, dann trägt man selber gerne Uniform und wenn man es rechts trägt, dann
steht man auf Uniform? Okay, verstehe. Ja, ich vermute mal, irgendwie so wird es wieder sein. Es ist ja links ist immer aktiv, rechts ist immer passiv. Wann hast du denn letzte Uniform getragen, Marvin? Ich habe keine Uniform. Du hast keine Uniform? Nein, doch, ich habe ja mal in einem Kaufhaus am Wittenbergplatz gearbeitet. Da den KDW fragen, ja. Uniform und die war auch grün. Und liebe Zuhörer, war sehr hässlich. Margot Schlönske hat nicht nur in der Teeabteilung gearbeitet, sondern auch am Nussstand. Und das ist eine, also wirklich ein Puzzleteil ihrer Persönlichkeit. Ich durfte das ja erst vor ein paar Wochen erfahren, als wir im Backstage saßen, der Golden Gemälde. Und du von der Nuss, Nussbar. Nussbar. Das war die Nussbar. Und ich stelle mich dir immer noch manchmal vor, wie du in dieser Nussbar stehst und die Nüsse verkaufst. Ja, die Nussbar gibt es nicht mehr und ich musste dort damals zwangsläufig stehen, weil das war der Tag, an dem sie irgendwie die komplette Gemüseabteilung entlassen haben. Und dann musste spontan Personal zusammengekratzt werden. Lange Geschichte. Lange Geschichte. Ich kenne sie komplett, diese Geschichte, Margot. Ja. Kannst du einen eigenen Podcast drüber machen? Auf jeden Fall, sehr gerne. Ja. Inside KDW oder so. Geschichten aus dem KDW. Jetzt mit Margot Schlönske. An der Nussbar. An der Nussbar. Und sexy ist. Also, Margot, lass uns wieder zurück zum Thema kommen. Sehr gerne, wir waren ja gerade beim Fetisch. Ja. Aber haben wir auch abgehakt jetzt, oder? Haben wir abgehakt. Ich finde Oliv auch eine scheiß Farbe, ehrlich gesagt. Ja, als Farbe ist es nicht meins, muss ich gestehen. Also, ja, wenn so grüne Uniformtypen, dann kommt ja mehr auf den Schnitt drauf, glaube ich, drauf an. Aber welche Uniform magst du denn eigentlich so am liebsten? Einige. Also ich, alles, was mit Polizei zu tun hat, Matrosen sind toll, Feuerwehrmänner sind auch toll. Ja. Da muss aber viel auspacken, weil die sind meistens sehr, sehr dick eingepackt. Ja, aber darunter, es lohnt sich ja, Margot. Ach so. Also meine beste Freundin, nennen wir sie mal Carmen, ja. Die ist ja bei der Feuerwehr. Ja. Und ich, also... Die machen lebt ja, im Paradies. Die lebt im Paradies. Und die haben ja auch in jeder Feuerwehrwache ein eigenes Fitnessstudio. Und dann gehen die immer pumpen. Oh. Und die sind alle gut trainiert, auch die über 50-Jährigen. Ach Mensch. Alle haben Bodies, ne? Ach Mensch. Feuerwehrmänner sind schon toll, Mann. Dann fange ich den nächsten bei der Feuerwehr nochmal an. Na, so. Wäre doch die Gelegenheit für mich. Ja. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Genau. So. Dann, liebe Jessica, haben wir natürlich aus unserer letzten Ausgabe wieder ein bisschen was zu korrigieren. Ist das so? Die geilsten Stellungen. Die Richtigstellungen. Ja, reichlich Richtigstellung, meine Liebe. Ja. Aber also die erste war zum Beispiel, also meine Wenigkeit, und zwar hatte ich dir erzählt von einem Japaner, der Deutsch mit unserem Podcast hört. Und du den Namen nicht wusstest. Wo ich den Namen nicht wusste, aber jetzt weiß ich, es ist Takahiro, beziehungsweise kurz Taka. Taka. Taka heißt er. Und den grüße ich ganz lieb an dieser Stelle. Von mir auch ganz Hallo, herzliche Taka. Grüße. Ja, Jessica ist nicht weiter wichtig. Dann hattest du ja behauptet, dass Bärbel Baas mit hoher Wahrscheinlichkeit lesbisch sei. Dein Lesbenradar ging da irgendwie los. Ja, wieso? Was hast denn du für Informationen jetzt? Ja, wir wissen, dass sie das nicht ist. Wer ist denn wir jetzt genau? Wir sind wir zwei. Wir zwei. Wissen das jetzt. Ich weiß davon noch gar nichts. Ja, wir wissen das jetzt. Okay, dann erzähl. Ja, also Bärbel Baas ist heterosexuell und war verheiratet, um Gottes Willen. Ja, aber die kann ja trotzdem lesbisch sein. Ja, aber nein, ist sie nicht. Eine Klemmlesbe? Nein, ist sie nicht. Na, ich glaube, nee. Bärbel Baas wäre keine Klemmlesbe. Die würde das aber sowas von öffentlich raushängen lassen. Hast du auch wieder recht. Das ist Bärbel Baas. Aber ich traue dem Braten noch nicht, meine Liebe, weil mein Gaydar ist eigentlich wirklich unfehlbar. Ach Mensch, okay. Gut. Ja, aber gut, dann mach weiter. Ja. Nee, dann erzähl uns was über die älteste Demokratie der Welt. Das habe ich ja behauptet, dass Amerika oder die USA die älteste Demokratie der Welt sind und du warst doch sehr skeptisch. Ich war sehr skeptisch, weil ich dachte, es sei Großbritannien, beziehungsweise England. Ja. Und ich hatte Unrecht. Du hattest Unrecht. Können wir dafür eigentlich meinen eigenen Jingle haben? Das lohnt sich nicht, weil wir brauchen ihn so selten. Aber wo ich dann so juble und du vielleicht einfach sagst, ach Mann, oder irgendwie so. Ja, komm, ist gut. Ja gut, okay, verstehe. Also ich hatte recht und du hattest Unrecht, Margot. Die USA sind die älteste Demokratie der Welt. Freue ich mich sehr. Die älteste noch existierende Demokratie, weil es gab natürlich noch die Griechen und sowas, die haben das ja aber... Ja, ist schon richtig so. Der Rattenfänger von Hameln, da habe ich gesagt, das ist eine Sage aus dem Jahre 1200, Schlag mich tot. Und du hast gesagt, das käme irgendwie bei den Grimms vor. Und, kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja. Und okay. Das Tolle ist, wir hatten beide recht. Ja. Ach, wie geht denn sowas? Es ist eine alte Sage, die aber auch die Grimms irgendwie mit verwurstet haben in ihren
Büchern. Also in welchem Kontext haben wir darüber gesprochen? Ich erinnere es wirklich gar nicht mehr. Der Rattenfänger von Hameln Geburtstag hatte. Ach so. Der ist irgendwie 800 Jahre alt geworden oder so. Nochmal, liebe Grüße gehen raus an den Rattenfänger von Hameln. Wir kennen ihn ja sehr gut. Ja, gute Freundin von uns. Aber sowieso, ja. Dann haben wir eine ganz, ganz lange Berichtigung, Margot. Und zwar Griechenland und der EU-Beitritt. Genau. Mach du das mal auch. Da hab ich Unsinn erzählt. Genieß es. Ein zweites Mal. Das im gleichen Podcast. Jessica. So, Margot, was ist denn auch also diesen Tag muss ich mir rot im Kalender anstreichen. Das ist ja toll. Ja. Die pullen mir fast ein vor Freude. Ich hatte erzählt, dass Griechenland beim EU-Eintritt ein bisschen an den Zahlen gemogelt hätte und das war falsch. Sie haben gemogelt, als es darum ging, den Euro einzuführen. Mhm. Da haben sie an ihren Wirtschaftszahlen ein bisschen was dran gedreht. Und wahnsinnig langweilig, Mann. Ja, ich weiß. Das ist wirklich fürchterlich. Ja. Also, liebe Zuhörlinge, wenn der Podcast manchmal langweilig ist, liegt es immer an Margot. Ach so. Ja, natürlich. Ah ja. Du bist ja fürs Wissen zuständig und ich für... weiß man eigentlich auch nicht so genau. Wo bist du eigentlich zuständig? Ich bin halt einfach nur da und fall dir ins Wort. Wollte ja gerade sagen. Weißt du, der Podcast wäre wahrscheinlich bloß 10 Minuten lang, wenn ich ihn alleine machen würde. Oh. Ist doch eine schöne Idee. So. So, ich stelle das hier hin. Das ja, ich dachte, aus optischen Gründen stelle ich die Gläser irgendwie hier in die Mitte. Es ist sehr ungewohnt. Es ist wahnsinnig ungewohnt. Ich merke auch gerade, dass du bist ein bisschen unsicherer als sonst und ich auch. Wir sitzen anders. Es ist alles ganz komisch gerade. Nee, aber wir fuchsen uns dann nochmal rein. Ja, klar. Und das wird sehr hübsch. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, genau. Und du hast geplempert, sehe ich gerade. Du hast ein bisschen was auf deinen Busen verschüttet. Ja, aber du, ich meine, ich schwitze ja auch wie ein Schwein gerade. Das ist auch wahr. Und du fächerst dir ständig mit Luft irgendwie zu, weil dir ist sehr, sehr heiß. Gar nicht so. Ist es so heiß? Mir ist heute heiß, ja. Du, da habe ich gleich eine gute Nachricht für dich, aber erstmal jingeln wir uns in die nächste Rubrik. Mhm. Danke, Ampel. Was hast du nicht aufgeschrieben, Margot? Was ich nicht aufgeschrieben habe, ist, dass der August nicht der wärmste August aller Zeiten war. Nein. Nein. Ach so. Ja. Komm, erzähl mir alles. Es war nur der zweitwärmste. So. Und ich rede gerade Unsinn. Ich rede natürlich vom Juli. Okay. Ja. Ach, wir sind ja... Ja, wir sind jetzt, der August ist ja noch nicht zu Ende, wenn wir jetzt hier aufnehmen. Wir haben ja noch ein paar Tage. Ja, aber für den Juli gilt, es war nicht der heißeste Juli aller Zeiten, sondern nur der zweitheißeste. Sag mal, Margot, kurze Zwischenfrage. Ja. Woher hast du mal diese Informationen? Wetterbericht. 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 Kachelmann.de. Ich weiß nicht, ob es die Domain gibt, aber. Kachelmann.de. Gibt es den eigentlich noch, den Kachelmann? Ist bei Insta und so, ist er sehr, sehr aktiv. Ach. Ja, richtig. Ja, ja. Okay, gut. Und ich glaube, der ist jetzt irgendwie im Hintergrund sehr, sehr. Als Produzent wahrscheinlich und sowas. Also der macht immer noch unglaublich viel. Okay. Gut. Genau. Also vielen Dank, Margot, für diese Information. Also beide Informationen. So, dann auch ganz süß. Wir haben neue Panda-Babys bei uns im Berliner Zoo. Ja. Und ich mag Pandas. Das Süße ist, ich hatte am Anfang aufgeschrieben gehabt, unser Möng, glaube ich, heißt unser Panda-Weibchen. Keine Ahnung. Vielleicht ist aber auch das Männchen. Ich komme da durcheinander. Und mir ist es ja auch vollkommen egal. Vollkommen egal. Und da hieß es von wegen, ja, die ist wahrscheinlich trächtig und bekommt, also wir wissen noch nicht, ob und so weiter und so fort. Und dann später hat sich herausgestellt, ja, also sie ist schwanger. Da sind wahrscheinlich zwei Pandas unterwegs. Die Möng, ja. Und ja, und innerhalb der letzten 4 Wochen. Und dann kamen die auch schon gleich auf die Welt. So. Das ging wahnsinnig schnell. Also das heißt, sie haben viel zu spät mitbekommen, dass die schwanger ist. Das dauert offensichtlich gar nicht so lange bei Pandas. Wie 4 Wochen, das kann nicht sein. Ja, ich weiß es nicht, aber ich habe es aufgeschrieben, habe die Nachricht dann noch korrigiert. Margot, ich würde sagen, in den nächsten Richtigstellungen, nächste Folge, werden wir das dann erörtern. Ja, vielleicht war es auch eine Frühgeburt. Die Schwangerschaft dauert bei Panda-Bären, bei Möng Möng. Und die Bären heißen, die haben irgendwie keine, weil ich habe es in der Abendschau gesehen natürlich. Also die haben jetzt schon Namen, die Panda-Bärchen, die neuen, oder wie? Warum denn nicht? Ich dachte, es dauert immer so ein bisschen. Okay, erzähl mir was. Ja. Oder wurden noch andere Tiere geboren im Zoo? Weil ich habe nämlich einen Bericht über neugeborene Tiere im Zoo. Das können ja nur die Pandas gewesen sein, oder? Na, wir hatten letztens, glaube ich, ein Nilpferd, was geboren ist. Ach ja, stimmt, ist. Das kleine. Und das hat einen Namen bekommen. Das hat einen Namen bekommen, ich weiß ihn aber jetzt auch nicht mehr. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Nach einem Fußballspieler, glaube ich. Ach ja, stimmt, Boateng, Jérôme. Nee. Jérôme Boateng. Nee. Ist ja auch egal. Margot, wir verzichten. Du solltest dich in Sachen Fußball und
Natur und Natur überhaupt, wenn es darum geht generell zu reden, solltest du es eigentlich lassen. Das ist das Maul halten einfach. Das wäre besser. Ja, wäre besser für alle. Ja. Wir reden aber nachher noch ganz viel über Sport, wenn wir zu den Olympischen Spielen kommen. Oh ja, da gibt es sehr viel zu besprechen. Gut, also Panda-Bären sind jetzt da. Margot, ja. Wann warst du das letzte Mal im Zoo? Ich glaube, als die letzten Panda-Bären geboren wurden. Und das war wann? Ich glaube, es war kurz vor der Pandemie. Ach so, das ist noch gar nicht so lange her. Nein, das ist noch gar nicht so lange her. Also die sind ja schwer zu züchten und Berlin hat mittlerweile schon den zweiten Wurf hingekriegt mit den beiden. Aber warte mal, Marvin, wo war denn das? Ach nee, China hat doch die Panda-Bären aus den USA zurückgeholt, ne? Ja, ich glaube aus Washington, glaube ich. Ja, da war was, genau. Weil China macht ja Politik mit Panda-Bären. Wenn sie dich mögen, dann kriegst du ein paar Panda-Bären für deinen Zoo, aber auch nur als Leihgabe. Das Eigentum wird nicht. Ne? Und wenn sie dich nicht mögen, dann fordern sie die wieder zurück. Das macht ich finde, man sollte es auch im normalen Leben einfach mal einführen, Margot. Ja. Wollen wir uns Panda-Bären schenken gegenseitig? Nein, du kriegst keinen Panda-Bären, weil ich mag dich ja nicht. Gut, Margot, ich werde mich über den Schlaf heulen, aber das ist dann, bist du ja gewöhnt. Ich wollte gerade sagen, das ist doch wie immer. Das ist doch wie immer. Welcome to my life. Apropos heulen, genau. Margot, was hat geschlossen? Ja, das Lafayette hat jetzt geschlossen. Nee, auf das Mensch. Lafayette, das Luxuskaufhaus schlechthin in der Friedrichstraße. Naja, also warst du einmal in deinem Leben privat in den Galerie Lafayette einkaufen? Ja, war ich ganz am Anfang. Ja. Dann dachte ich mir so, okay, vor 29 Jahren. 29 Jahren. Dann dachte ich mir so, ja, das ist jetzt nett, aber ich meine, warum? Also erstens, KDW ist deutlich näher. Und zweitens, ich habe auch nicht irgendwie das vorgefunden, was ich jetzt so erwartet hatte. Aber ich weiß auch nicht, was ich erwartet hatte, muss ich gestehen. Es ist halt einfach nur ein Kaufhaus halt auch. Es ist ein Kaufhaus. Ja, aber ich war ja jahrelang immer engagiert bei der Peep Shopping Night. Genau. In der Galerie Lafayette. Warst du auch mal engagiert? Da war ich auch einmal engagiert, ja. Ja, der rutscht immer so nach vorne. Ja, ach Mensch, ja. Ich war da auch, du siehst gut aus. Ja, wir tragen ja heute, liebe Zuhörlinge, zum ersten Mal die Kopfhörer und darunter befindet sich Zweiter. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen auch so. Genau, das ist ein Gewöhnungsbedürftig. Aber, so. Nee, also ich war auch mal dieser Peep Shopping Night und sollte dann da plötzlich Karaoke moderieren. Mm. Lief auch nicht so gut, muss ich gestehen. Muss an dir gelegen haben, Margot. Ja, wahrscheinlich. Ja, das war aber auch irgendwie, also es war ein sehr, sehr merkwürdiges Booking, muss ich gestehen. Und ich weiß aber, Kolleginnen, so wie du zum Beispiel, haben ja jahrelang ihren Sommer damit bestritten, ne? Du hast mit dem einen Booking. Und so gut war das nicht bezahlt. Ja, eben, das war halt der Punkt. Ich dachte, für so wenig Geld und dann so ein Luxustempel irgendwie, das möchte ich nicht. Ja, aber es hat viel Spaß gemacht, tatsächlich. Hat das, hat mir wirklich immer viel Freude. Also, liebe Zuhörlinge, ich habe immer draußen vor dem Haupteingang gesessen auf einem Thron und hab, das gefällt dir, ja, das kann ich mir vorstellen, da wo ich hingehöre, meine Liebe, und hab halt einfach die Marktschreien gemacht und die Leute halt reingelockt mit ausgedachten Geschichten. Ich habe immer erzählt, 100 Stockwerke und man kann ja auch Reisen zum Mond buchen und sowas habe ich halt immer erzählt und das hat sehr viel Freude gemacht, tatsächlich, ja. Und wie viele Jahre warst du da gebucht? Bestimmt 10. Wann das letzte Mal? Letztes Jahr war ich noch. Da habe ich aber nicht mehr die Marktschreierin gemacht, weil irgendwie diese Stelle, also diese Position wurde gecancelt. Und dann durfte ich, Margot, auf irgend so einer scheiß Verkaufsfläche an so einem Aufstelltisch, so einem Klapptisch, da waren total geckig so Dildos aufgestellt. Und da mussten die Gästinnen und Gäste mit so Ringen die Dildos treffen. Oh Gott. Und dann dachte ich mir so, oh Gott. Sehr lustig. Wir machen was Schwules. Oh Gott. Dann haben wir Dildos dann auch. Oh Gott. Mega peinlich, ganz ehrlich. Also. Das war wirklich, also, nee, dann hat es auch zurecht geschlossen, wenn es so eine Aktion macht. Aber das ist wirklich sehr, also wirklich. Warum haben die jetzt geschlossen? Sind die auch insolvent oder was ist da los? Weiß man jetzt? Ich habe es nicht so richtig mitbekommen. Okay. Was kommt da jetzt rein? Ja, was weiß man noch nicht. Weiß man noch nicht. Ja, es gibt die Überlegung, dass die Landesbibliothek da reinkommt. Und, wo sind die jetzt? Wir haben ja noch keine so richtige. Ach so. Ja, es ist ein bisschen verteilte Flächen, aber es soll dann die eine große zentrale Landesbibliothek, die soll da rein und mal gucken. Lügst du mich gerade an, Marvin? Nein. Es kann doch nicht sein, dass Berlin keine große Landesbibliothek hat. Nein, wir haben große Bibliotheken. Wir haben zum Beispiel die Staatsbibliothek und wir haben zum Beispiel die amerikanische Gedenkbibliothek. Wir haben viele Bibliotheken, aber die große Landesbibliothek, die muss halt noch gebaut werden. Margot, bist du Bibliothekengängerin? Selten. Ich glaube, ich war das letzte Mal in der Bibliothek zu Schulzeit. Studium. Ja. Jetzt mittlerweile gibt es Internet und. Ach ja, stimmt. Ja!
Auch ja. In deiner Nähe, Margot. Auch. Okay, also wir warten ab, was mit dem Lafayette passiert oder auch nicht mehr passiert. Ja, da gibt es eigentlich gute Nachrichten. Ein anderes Kaufhaus, eine andere Kaufhauskette hat jetzt die Insolvenz abgeschlossen. Ach süß. Und existieren immer noch. Ja. Genau, ja, du weißt ja, Karstadt, Galeria, Kaufhof, Hertie Wertheim GmbH, Cook AG und Flop-Gesellschaft hat jetzt... Schön gesagt, Margot. Da ist alles drin mittlerweile. Alles sind da drin aufgegangen. Ich glaube auch Bilka. Bilka? Die gibt es auch nicht mehr, ne? Nein, Bilka. Schon lange nicht mehr. Ja. Nein, schon seit waren die nicht früher am Cottbusser Damm, an diesem Eckding, wo jetzt so ein Fitnessstudio drin ist? Das kann sein. Ich kenne Bilka halt nur da, wo lange Zeit Karstadt Sport war. Das war unser ist Bilka. Ja auch nicht mehr da, ist Karstadt Sport. Da. Ne? Nein, ist ja alles aufgegangen jetzt. Und also nach der neunten Insolvenz, es ist jetzt die neunte Insolvenz, die dieser Laden hinter sich gebracht hat, heißt es jetzt nur noch Galeria. Ach so? Ja. Alles andere ist gestrichen. Ach, das ist ja hochinteressant, ja. Margot. Wirklich? Ja. Aber ich meine, da freuen sich ja die LogodesignerInnen, weil dann können sie was Neues machen. Richtig, da wird wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben. Toll. Und die nächste Insolvenz ist praktisch vorgegeben. Das ist schon gleich einprogrammiert, ja. Ja, ich würde sagen, mit der 10. gibt es eine Medaille oder so. Ne? Wie viele Insolvenzen hattest du schon, Margot? Keine einzige. Gar keine einzige. Nein. Meine Güte, ich auch nicht. Nee, das ist auch in der Tunden... Gesellschaft. Nicht so weit verbreitet tatsächlich. Ja. Ich kenne wirklich viele, die schon Privatinsolvenz hatten. Ja, also und eine mindestens. Und das ist ja auch jetzt überhaupt nicht schlimm. Es ist, Nein. Aber ich möchte trotzdem einfach auch, ich möchte es gerne vermeiden. Genau. Das also Gott sei Dank gibt es ein Insolvenzrecht, dass man halt auch rauskommen kann, wenn man dann jetzt irgendwie so gar nicht läuft. Ja. Und dann, dass er halt irgendwie dann erhobenen Hauptes rauskommt, finde ich gut. Das ist von deiner Ordnung. Ja. Margot, weißt du, und du verwirrst mich halt auch, weil du das andere Haar trägst. Ja. Das verwirrt mich auch, Margot. Ach, das verwirrt dich. Ja. Du trägst halt auch anderes Haar. Nö, das habe ich. Ich habe nur zwei Haare, die ich trage. Die kennst du alle schon und auswendig. Nee, aber weil du so jung und frech und keck aussiehst mit dieser Brünetten. Ich bin jung, frech und keck. Ja, Margot, das stimmt aber nicht. Das ist, wie dem auch sei. Ich habe noch einen kurzen Fun-Fact zu dem Logo-Design von Galeria. Ja. Fällt mir jetzt nämlich gerade ein, weil als ich in den Niederlanden war, im Zuge meiner Kreuzfahrt, über die erzähle ich später noch. Ja. Da habe ich mir Zigaretten gekauft und in den Niederlanden sind die Zigarettenschachteln mittlerweile komplett ohne Gestaltung. Also da darf nichts mehr draufstehen. Kein Logo, kein Design der Firma, sondern steht nur noch so ein Areal. Gauloise Blond Red. Ach. Und Grau. Und dann natürlich diese schlimmen Bilder mit den Lungenflügeln und weißt du so? Ja. Aber und da, glaube ich, haben ganz, ganz viele DesignerInnen ihre Jobs verloren in der Zigarettenindustrie, weil die Packungen nicht mehr designt werden müssen. Ne? Und da habe ich wirklich ein bisschen Mitleid, Margot. Aber das Neue muss ja auch irgendjemand designen, oder ist das? Das macht man mit Word, glaube ich, das kann auch die Praktikantin machen. Ne? Und welche Schriftart? Comic Sans? Comic Sans. Margot, das fand ich so toll, dass es dein Namensschild da Comic Sans war. Ja, darüber reden wir dann später. Reden wir später auch noch, ja. Nicht, ja. Lass uns noch bei weiteren guten Nachrichten bleiben. Gerne. Also Karstadt bleibt auf jeden Fall. Was nicht bleibt, ist Esprit. Esprit schließt alle Filialen in Deutschland. Eieiei. Wann warst du das letzte Mal bei Esprit einkaufen? Ich glaube, ich war noch nie bei Esprit einkaufen. Wirklich, ich wüsste gar nicht. Das ist halt so ein... Das ist halt so eine Modekette für so die gut besser situierten mittelständischen Frauen ab 40, 50. Okay. Die auch gerne ein bisschen sportlich sind. Ja, also ich war das letzte Mal in den 90ern da einkaufen. Da warst du auch noch sportlich, ne? Ja, das war, bevor es praktisch irgendwie H&M in dieser Masse gab. Das stimmt. Das gab ja, es gab ja so Zeiten, dann ist dann, da sind alle zu H&M gegangen, dann gab es Zeiten, da sind alle zu Wee gegangen, dann gab es Zeiten, da sind alle zu New Yorker gegangen oder halt auch eine Zeit lang zu Esprit. Und jede Kette hatte so ihre Zeit. Ja, also Esprit ist, das hat bei mir das war vor deiner Zeit. War weit vor meiner Zeit. Du warst halt immer, du warst zwar nicht insolvent, aber du warst knapp kurz vor der Insolvenz und konntest dir halt niemals Esprit leisten. Das stimmt, Margot, ja, das wird daran liegen, ja. Du warst dann halt eher bei New Yorker, wo es halt... Da war ich tatsächlich auch nie, Margot, weil mir New Yorker war damals bei uns in der Schulzeit, auf der Oberstufe war New Yorker sehr verpönt. Ah ja. Weil da halt nur die Tussen einkaufen. Ja, dann weiß ich schon, welche Zeit das war, das kann ich sehr gut verstehen. Ende der 90er. Wo warst du denn? Warst du bei Brenningmeier? Ja, und eben
natürlich. Brennigmeier. Das ist C&A. Ne? Das ist C&A, genau. Meine Oma hat immer noch Brennigmeier gesagt. Ne? Ja. H&M war ganz schick. Also als der erste H&M in den Gropius-Passagen in Buko eröffnet hat. Und Gropius-Passagen ist ja auch, also das ist ja so die Adresse. Die Hölle auf Erden tatsächlich. Ja. Aber ich habe da tatsächlich Jahre meiner Jugend verbracht in den Gropius-Passagen. Und da waren H&M, Margot. Und wir sind da jeden Tag rein nach der Schule. Ne? Mensch, also es war. Und dann immer wieder gucken, was haben sie Neues? Und es ist ja so bei H&M wirklich, du musst ja nur einmal raus und wieder reingehen. Die haben ja völlig alles komplett ausgetauscht in der Zwischenzeit. Ne, von 10 Minuten haben die wird nicht, die Ware ausgetauscht. Haben die jetzt nicht jede Woche eine Kollektion? Oder gefühlt, was? Ja. Ne, aber es war früher war das ja noch ganz anders, Margot. Da gab es ja noch kein Fast Fashion. Damals, ja. Hat auch meistens noch ein bisschen länger gehalten. Ja. Habe ich das Gefühl. Ja. Aber gut. Ja. Gut. Was auch nicht lange gehalten hat, ist der Vorsitzende, die Vorsitzende der Linkspartei, nämlich Wissing und Schirdewan. So. Ja. Also Schirdewan, der war bei dir mal im Schattenkabinett. Ja. Ne? Genau. Können wir offen über ihn sprechen oder bist du befangen? Wir können da sehr offen über ihn sprechen. Der war ja recht spröde, ne? Ja. Okay, gut. Aber nett. Ja, also ihn haben sie zum Vorsitzenden gewählt und ich saß da und wusste ganz genau, mein Gott, du weißt gar nicht, was jetzt alles auf dich zukommt. Ja. Und also ich hätte nicht erwartet, dass das jetzt so enden wird dann irgendwie, aber ich dachte mir so, eigentlich, der ist auch nur noch eine Notgeburt gewesen. Notgeburt, gibt es das Wort überhaupt? Ja, okay. Weiß ich nicht. Sie hatten keinen anderen. Wann war denn das? Letztes Jahr? Vor zwei Jahren. Okay. Gut, also liebe Margot, das ist der Mann mit den Koteletten. So habe ich mir den immer gemerkt. Stimmt. Der einzige Politiker mit so langen Koteletten. Der hat sehr sozialistische Koteletten. Sozialistische Koteletten, genau. Könnte mein Vater auch gesagt haben, gerade diesen Satz. Und mal gucken, was er jetzt macht. Vielleicht macht er eine Umschulung zur Bäckerei-Fachverkäuferin oder kann ja auch sein. Ja, ich bin gespannt, ob die Linke überhaupt noch jetzt Vorsitzende wählt oder ob sie sich das jetzt... notwendig. Also die beiden sind nicht zurückgetreten, aber sie treten bei der nächsten Wahl jetzt im Herbst nicht mehr an. Und die Partei dann auch nicht mehr wahrscheinlich. Die Partei ist irgendwie auch... Ich habe schon die ersten Prognosen gesehen, wo sie halt nicht mehr auftauchen, weil sie unter Sonstiges subsumiert werden. Bitter. Ja. Ja, gut, was soll man machen? Alles falsch gemacht, aber wer auch alles falsch macht, ist Olaf Scholz, liebe Margot. Ja, aber der hat versprochen, dass er bleibt. Ja, der macht einen auf Joe Biden jetzt, ja? Oder? Ja. Das also Margot, ich habe ja, unlängst habe ich Ihnen einen Podcast gehört, da war der zu Gast beim Hotel Matze mal wieder. Ja. Und Olaf Scholz geht mir so wahnsinnig auf die Nerven, weil der auf keine einzige Frage kann der einfach mal eine richtige Antwort geben. Woran liegt denn das? Ich weiß es nicht, aber was hat er denn, so, weißt du, dann wird er gefragt, mögen Sie lieber grün oder blau, jetzt mal ganz blöd gesagt, und er antwortet dann beides. Ja, also immer so dieses Diplomatische, wo du so denkst, ach halt doch einfach die Fresse. Egal, Olaf Scholz möchte weitermachen. Olaf Scholz möchte eine zweite Amtszeit als Bundeskanzler und Wir können ja viel möchten. Was ich lustig fand, Christian Lindner wurde letztens in einem Interview gefragt, ob er denn unter einem Kanzler Habeck Finanzminister bleiben würde. Und daraufhin hat er gesagt, nein, auf gar keinen Fall würde er unter einem Bundeskanzler Habeck Finanzminister sein. Daraufhin hat man Habeck gefragt, was er denn dazu sagte. Und er sagt nur ganz freundlich von wegen, ja, da sind wir uns mal einer Meinung. Unter mir als Bundeskanzler wird es keinen Finanzminister Christian Lindner geben. Also, das fand ich sehr schön. Weil ich kenne nämlich nur das Zitat von dem Habeck. Ich wusste nicht, dass es da schon eine Vorgeschichte gibt. Es gibt eine Vorgeschichte dazu. Hochinteressant. Und die macht es ja erst so richtig lustig. Ja, okay. Ach ja, die beiden auch. Ne? Ich glaube, die sind auch ein bisschen traurig, wenn sie nicht mehr zusammen regieren müssen. Weil irgendwie ist es auch so eine Hassliebe, glaube ich, bei den beiden. Ja, habe ich das mal erzählt. Ich habe ja interne Infos. Bumsen die? Nein, solche Infos habe ich nicht, also ich weiß es nicht. Nein, ich habe und zwar aus dem Kabinett. Also wirklich, wenn alle Ministerien zusammensitzen. Aus dem Kabinett? Da sind mir Infos zugespielt worden. Von einer Person, die jetzt nicht genannt werden darf? Sowieso irrelevant. Erzähl. Und zwar mittlerweile von zwei Seiten bestätigt, daher weiß ich das jetzt. Erzähl's jetzt endlich, Margot. Christian Lindner monologisiert sehr, sehr gerne. Ja. Wenn er seinen Punkt gemacht hat, stellt er auf Durchzug und egal was für sachliche, faktische Argumente noch hast, es interessiert ihn überhaupt nicht mehr. Der hört überhaupt nicht zu. Und er geht auch überhaupt nicht mehr drauf ein. Und wenn man ihm sagt, von wegen, das geht laut Grundgesetz gar nicht, weil hier, das hört überhaupt nicht zu. Das machen wir so, Punkt, fertig.
Das widerliche Schwein. Ja, also das ist sehr, es ist schon sehr, sehr interessant, mit dem, glaube ich, in einer Regierung zu sitzen, muss wahnsinnig anstrengend zu sein, wenn das nur ein Mensch ist, der nur sendet, aber für keinerlei Empfang irgendwie bereit. Aber das merken wir ja im Endeffekt auch so ein bisschen an dem, was da so passiert. Von daher, ich kann nur hoffen, dass sich diese Partei demnächst auch ihm in seiner Person entledigt und sie sich einen neuen Vorsitzenden geben. Ich sage, FDP ist ja aktuell gerade wirklich nicht meine Partei, ist glaube ich kein Geheimnis, aber ich wünsche mir für die deutsche Demokratie eine liberale Partei, die auch wieder eine liberale Politik macht, aber nicht das. Liebe Grüße an deinen Nachbarn, Margot. Ne? Ja, das auch, das auch, das auch, sprechen, das auch, das ne? auch. Ja, die Ferengis. Ja, die Ferengis. Ja, natürlich. Aber Margot, jetzt mal, lass uns doch mal so ins Blaue hinein fantasieren. Wen gibt es denn da in der FDP, der irgendwie Vorsitzenden Strack- Zimmermann? Keine Ahnung. Die ist doch im EU-Parlament. Ja, die kann ja wieder zurückkommen. Kann die wieder zurückkommen? Ja, natürlich. Ja, die Strack-Zimmermann, ist ja kein Gefängnis. Die Leute lieben die ja. Ja. Ja, das wäre natürlich gut für die FDP. Das wäre gut für die FDP. Ich weiß nicht, wie gut sie als Parteivorsitzende ist, weil im Endeffekt Parteivorsitzende, da musst du ja auch so deine Strippen überall haben, deine Handlanger, die alles für dich machen, damit du halt auch Parteivorsitzende wirst, aber auch bleibst. Die müssen ja die Leute alle... Margot, also ich finde, also du hast schon wieder so tolle Inside-Infos aus der Weltpolitik. Ja. Du betörst mich heute mit deinem Wissen. Wie immer. Ja, wie immer eigentlich. Mit meinem Wissen und meinem jugendlichen Aussehen. Wie alt sehe ich denn heute aus? Wir hatten 48 vorhin schon. Das ist jugendliches Aussehen. Wir kommen zum nächsten Punkt. Gut, wo sind wir denn, Margot? Wir bleiben bei den Ferengis. Ach Gott. Mhm. Ach, der Wissing. Ja. Der Wissing. Also der wird auf keinen Fall Parteivorsitzender. Nein. Der ist viel zu dumm dafür. Bitte nicht. Dumm nicht. Der ist ziemlich raffiniert, würde ich sagen. Ach so? Ach, geht's schon wieder auch um E-Fuels? Ja, also nicht so richtig direkt. Nein, also es gibt jetzt, der Wissing hat eine Kampagne unterstützt, bei der er CO2-armen Sprit propagiert hat. Aus diesen ganzen Lebensmittelresten. Aus diesen Lebensmittelresten. Was ich eine tolle Idee finde. Das ist auf dem Papier eine tolle Idee. Ach so. Und ist auch gar nicht so verkehrt, dass man diese Lebensmittelreste entsprechend transformiert und in sogenannte E-Fuels, oder E-Fuels sind es nicht, aber in klimafreundliches Fuel umwandelt. Das ist super, grünes Fuel. Das ist toll. Schwierigkeit ist halt, du wirfst es auf einen Markt, wo es eine absolute Mangelware ist und er lässt das jetzt Ganze an die Tankstellen bringen, anstatt das in die Schiffe reinzupumpen oder in die Hubschrauber, in die Flugzeuge, da wo es wirklich dringend notwendig ist, dann landet es halt nicht. Hm. Und das ist wieder so, Und dafür hat das Ministerium wahnsinnig viel Geld ausgegeben und jetzt ist herausgekommen, dass das Ministerium ohnehin mit diesem gesamten Wirtschaftsbereich doch sehr, sehr eng verflochten ist. Ja, das sind keine große Überraschung. Ich sag mal, Habeck sollte zurücktreten, weil irgendein Mitarbeiter dort seinen Schwager eingestellt hat. Ja, auch schon lange her. Schon lange her, aber dass hier Wissing direkte Kontakte und hier Lobbyarbeit und keine Ahnung was macht und das alles direkt nachgewiesen, das irgendwie nicht. Nein. Margot, als ich in Belgien war und in den Niederlanden. Ja. Du kannst es dir nicht vorstellen. In Belgien stehen Windräder direkt neben Wohnhäusern. Das geht nicht. Und ich meine, das geht doch nicht. Das geht nicht. Das kann man nicht machen, weil die Leute sterben ja dann, wenn ein Windrad da steht, weil woran stirbt man dann? An Elektrosmog, an Infraschall, an abfallenden Flügeln. Die fallen ja ständig ab, die kippen um. Also reihenweise. Hast du gerade Infraschall gesagt? Ja. Gibt es das Wort wirklich? Ja, Infraschall gibt es wirklich. Was ist denn Infraschall, bitte? Infraschall. Gott, du gehst mir heute schon wieder so auf die Nerven. Ne? Google ist einfach. Ja, es ist auch scheiße. Egal. Ich sag nur Fledermäuse, die fliegen mit Infraschall. Natürlich. Also das ist doch Ultraschall. Nee, Infraschall. Gut, liebe Margot, jedenfalls. Ultraschall? Infraschall? Ich habe das Wort Infraschall noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Aber wir googeln das. Es ist ja noch was Schönes für die Korrektur. Ich liebe es. Die nächste Folge ist schon wieder voll. Infraschall und Ultraschall. Also Ultraschall ist hier. Ja. Ja, genau. Aber Infraschall, glaube ich, gibt es auch. Jetzt verunsicherst du mich gerade. Ja, das ist ja meine Kernkompetenz, Marvin. Das kannst du wirklich gut sichern. Ja, ich schreibe das schon mal auf. Ja, gut. Also jedenfalls Windräder. Und da stehen die direkt neben Wohnhäusern. Ja. Und keiner stört sich daran. Ja, und weil die schon alle tot sind. Weil die alle schon tot sind. Und auch die armen Vögel, die da jetzt dann sterben natürlich auch, weil die Windräder stehen. Ja, natürlich. Ne? Ja. Du wirst ja auch meistens von einem Vogel erschlagen, der vorher vom Windrad erschlagen worden ist. Immer. Der Vogel fällt dann auf dich drauf, piekt dir ein Auge aus, dann liegst du da. Das ist ganz schrecklich. Das ist wirklich ganz schlimm. Also
Gott sei Dank können wir keine Windräder in Deutschland bauen und schon gar nicht in Bayern. Ja, dann schön ist es, ja genau. Unsere Ferengi-Partei hat ja noch was Schönes gemacht. Die war sehr aktiv. Waren sehr aktiv und zwar, sie möchten die komplette Verkehrswende von der Verkehrswende. Kurz vor den Landtagswahlen jetzt, ich sag mal ganz banal, im Osten, möchten Sie jetzt, dass man mehr Autos in die Innenstädte wieder reinbekommt? Das ist unfassbar. Mehr Autos in Innenstädte. Was würdest du sagen, wenn hier bei uns in Berlin in der Innenstadt noch mehr Autos sind? Noch mehr. Das ist ja schon, ich meine, die Stadt ist ja komplett überlastet mit Autos. Also ich sag nur eine kleine Anekdote von meinen Eltern, liebe Margot. Weil Eltern haben ja grundsätzlich, wenn sie in die schlimme Innenstadt fahren müssen, ja immer Angst, dass sie keinen Parkplatz bekommen. Ja. Mein guter Freund Timmy musste neulich sein Auto direkt extra in die Tiefgarage fahren, weil seine Mutter zu Besuch kam und die wollte nur kommen, wenn er in die Tiefgarage fährt, damit sie dann Parkplatz findet. Also alte Leute haben immer Angst vor Parkplatz. Egal. So. Und von der noch mehr Autos in der Innenstadt, würde ein Kollaps bedeuten. Ist doch eine super Idee. Naja, sie haben auch die Idee, wie das natürlich schaffen. Da muss natürlich Platz gemacht werden und zwar deshalb sollen weniger Fußgängerzonen. Achso, und weniger Radwege. Wollen weniger Radwege. Muss man sich erstmal vorstellen. Aber kostenloses Parken. Sie wollen so eine Art Deutschland-Ticket fürs Parken, dass du einmal im Monat was zahlst, dann darfst du überall parken, wo du willst. Soll ich dir was sagen, Margot? Ja. Also mein Vater würde jetzt hier einen Freudentanz aufführen. Das glaube ich diesem, auch. Bei diesem aber Bericht. Aber ne? Ich weiß nicht, ob dein Vater auch das nächste so toll fände, weil es heißt dann auch begleitetes Fahren bereits ab 16 Jahren. Ist dein Vater so ein großer Freund davon, wenn ganz junge Leute am Steuer sitzen? Ich habe mit ihm, glaube ich, noch nie über dieses Thema gesprochen. Okay. Tatsächlich, weil ich auch Gespräche über Autos vermeide. Okay. weil mich Autos überhaupt nicht interessieren. Dafür möchten sie aber das Bürgergeld senken. Das ist wichtig, um das Ganze gegenzufinanzieren. Die Einsparungen übrigens sind ungefähr 600 bis 700 Millionen Euro. Ist gar nicht viel, oder? Nein, nicht wirklich. Gar nicht so viel. Ist gar nicht mal so viel. Okay. Aber es rechnet sich auch nicht. Aber ich meine, jetzt sind wir mal auch ganz ehrlich, von der FDP erwarten wir nicht, dass irgendwas wirklich gegenfinanziert wird. Das ist ja nur... Die machen doch, Margot, ich meine, bitte berichtige mich, sollte ich Scheißes erzählen. Nein, ich lasse das so stehen. die machen doch jetzt gar ganz knallharte Klientelpolitik, weil die Wähler davon schwimmen. Und jetzt wollen sie die alten Leute mit Autos ansprechen, oder? Die wollen oder? Irgendwas noch schnell ein paar Stimmen haben. Damals in Berlin haben sie es ja auch, obwohl sie es besser wussten, eigentlich haben sie ja auch für den Erhalt vom Flughafen Tegel gekämpft, vermeintlich, haben damit auch wirklich Prozente bekommen, weil die Leute dann glauben, ja, dann wird die FDP wird uns den Flughafen Tegel retten. Dass das rechtlich gesehen gar nicht machbar war, hat halt keinen interessiert. Aber Hauptsache erstmal wieder Stimmen für die nächsten 4-5 Jahre. Und was danach ist, interessiert ja keinen. Und wo ist der Flughafen Tegel? Genau, geschlossen. Überraschung. Ja, Mensch. Und es gibt immer noch Leute, die ihm nachtrauern. Ne? Ja. Wobei, ja, die größte Fanin war ja die Stöckel. Ja. Mit der habe ich mich gestern getroffen und die hat gesagt, sie vermisst den eigentlich gar nicht mehr. Mir ist gerade der Lipgloss runtergefallen. Die ist gerade der Lipgloss runtergefallen. Vielleicht hat man es gehört. Dezent. sie vermisst ihn nicht mehr. Nein, sie vermisst ihn nicht mehr. Das siehst du mal. Aber was hat die ein Theater gemacht auf Social Media? Ach, Tegel wird geschlossen und das ist mein West-Berlin und nur die großen Divas sind dort abgeflogen. Typisch Stöckel halt. Die wirklich großen Diven sind ja eigentlich alle von Tempelhof. Alle schon tot. Alle von Tempelhof geflogen. Ja, weil der redet doch mal von seinen ganzen Diven. Die alle sterben. Liebe Grüße, Julian Stöckel. Meinst du, der hört unseren Podcast? Bestimmt? Ja. Der hat doch keine Zeit. Nein, hört er auch nicht. Na dann. Wo waren die? Ist Tegel ja auch viel drin? Zu lang. Der hat ja eine Aufmerksamkeitsspanne von 3 Minuten. Da sind wir bei unserem Podcast. Das schafft er gar nicht. Hat er Burnout danach. Podcast ist auch zu anspruchsvoll. Das ist er auch. Ja. Zu intellektuell. Ja, zu faktenbasiert auch. Man nennt uns ja auch eingeweihten Kreisen, nennt man uns ja auch das Titel Thesen Temperamente der Podcasterie. Ich dachte die FAZ der Podcasts. Mhm. Nein. Ich finde Titel Thesen Temperamente ist noch sperriger. Das finde ich Titel Thesen TTT. TTT, genau. TTT. Gestern lief das wieder und ich habe es zum Einschlafen geguckt. Das ist hervorragend. Es ist ja auch so ein leichtes, gängiges Ding zum Einschlafen, ist ja ganz nett. Wie heißt nochmal der Moderator mit diesem riesigen Max Kinn? Max Moor, dieses riesige Kinn. Der sieht immer aus, als ob der von jemandem von Switch gespielt wird und das eine Verkleidung ist.
Jedenfalls. Und da waren wieder Berichte, Margot, also ja, wirklich von einer virtuosen Geigerin, die aber auch währenddessen also Clownerie mit der Geige macht. Also so sehr spezielle Themen, ja, die so ganz, ganz kleine Grüppchen von Menschen interessieren. Ja. Das TTT. Ja. Margot, was ist deine Lieblingsfernsehsendung neben TTT? Ja. Ich wollte gerade sagen, TTT, die ist es ja. Nein, und was gucke ich denn ansonsten noch ganz? Das Wort zum Sonntag, sehr gern, ist ein absoluter Favorit. Wird ja bald abgeschafft, oder? Ja, soll irgendwie, soll zumindest reformiert werden, heißt es, ne? Weil es ja nicht nur Christentum, sollten auch andere Religionen jetzt auch zu Worte kommen, die es ja auch in Deutschland gibt. Das haben wir auch mal berichtet. Ich muss nur mal kurz gucken, ob die Kamera noch aufnimmt, aber sie nimmt doch auf. Ja, okay. Alles klar. Ich muss aber mal dieses PayPal-Ding da weg. Wir bleiben noch bei spannenden Dingen, weil ich wollte jetzt ein bisschen beim Verkehr noch bleiben. Die Deutsche Bahn. Du kennst die Deutsche Bahn? Wir lieben sie. Ja, wir lieben sie sehr. Ja. Das Schienennetz der Deutschen Bahn ist so marode, dass Fahrpläne mittlerweile nicht mehr errechnet, sondern nur noch geschätzt werden können. Das ist nicht dein Ernst, Margot? Oder das kann sich doch keiner ausdenken. Kommt aus internen Kreisen der Bahn, wurde von der Bahn offiziell nicht bestätigt. Interessanterweise aber auch nicht dementiert. Und dann sagt eigentlich auch schon wieder alles. Das ist so. Ja, ja, was willst du machen, ne? Ich war unlängst in London, Großbritannien. Ja. Da ist die Bahn. London liegt in Großbritannien. Ja, aber ich war halt nicht in London, ich habe das Stonehenge gesehen. Ach, Margot, ja. Ich dir nachher auch noch erzählen. Ja. Jedenfalls, und da ist die Bahn auch relativ ähnlich unpünktlich und scheiße wie bei uns. Ja. In Großbritannien. Ach, ja. Das hat mich doch ein bisschen erfreut, ja, und auch beruhigt, dass wir das einzige Land sind. Ja, aber die haben wenigstens die Ausrede von wegen, sie sind jetzt raus aus der EU und haben deshalb kein Geld mehr für irgendetwas. Hm. Wir haben diese Ausrede nicht. Ja, stimmt. Ja. Unsere EU-Nachbarländer kriegen das leider alle so richtig gut hin. Ja, mit sind der auch Bahn. Kleiner, die Länder. Frankreich. Polen. Gut, lass einfach weiter mutmaßen. Okay, alles klar. Ja, nein, also lass uns zur Umwelthilfe kommen. Das passt ja auch so ein bisschen ökologisch. Die Umwelthilfe hat einen Teilsieg vor Gericht errungen. Und zwar musste die Ampel das Luftreinhaltegesetz nachschärfen, mhm, weil es zu schwach ist. Mhm. Interessiert dich wie Sau. Ich merk's, das interessiert mich überhaupt nicht, Margot. Besonders, weil ich auch nicht wusste bislang, dass es ein Luftreinheitsgesetz gibt. Ja. Was besagt denn das Luftreinheitsgesetz wohl? Also, nein, pro Kubikmeter der Luft. Luftreinhaltigkeitsgesetz. Nein, also nicht Reinheitsgesetz. Muss das ach, Reinhaltigkeitsgesetz. Ja, genau. Also die Luft muss schon sehr sauber. Du darfst halt nicht irgendwie zu viel in die Luft reinpumpen. Das ist ja praktisch, es ist ja Müll, den wir da produzieren, nur in Form von Gasen. Den, ja, Hausmüll, den stellst du ja auch nicht einfach auf die Straße oder kippst ihn auf die Straße. Na, du wahrscheinlich liegen schon. Schon, aber ja, den kippen wir nicht auf die Straße und lassen ihn da liegen, sondern wir lassen ihn abholen, müssen dafür auch bezahlen. Und bei Gasen ist das halt so, die kannst du halt einfach so rausschicken und das interessiert dann, ja, halt keinen mehr groß. Nur dann gibt es halt unterm Strich irgendwann ein Problem. Hast du mal illegalerweise einen Kühlschrank auf die Straße gestellt? Nee. Nein, noch nicht. Nein. Nein. Das war ein schönes Erlebnis für mich, muss ich sagen. Also, ja, das war sehr, sehr ist aufregend. Ist ein Hobby, ja, ja. Das ist ein Hobby von mir. Ja. Aber jetzt lass uns mal auf die Luftreinhaltigkeit kommen. Ja. Das Wort Reinhaltigkeit, möchte ich sagen, ist so wie Infraschall ein Wort, was ich noch nie gehört habe, ja, und es wahrscheinlich auch gar nicht gibt. Ja. Margot, vielleicht ist das eine Autokorrektur. Unsere Gesetze sind aber auch sehr, sehr gerne sehr, sehr lang. Sperrig auch, ja, ja, stimmt, ja. Na gut, wir bleiben dran, ja, liebe Zuhörlinge. Danke für diese sehr, sehr langweilige Meldung, Margot. Gerne doch. Ich fand das spannend. Ja, gut, du kannst ja gerne mal referieren. Ja, nö, ich bin durch. Nein, okay, dann können wir weitermachen. Lass uns doch zum CSD Berlin kommen, ja, meine warst liebe du Margot da? Beim CSD Berlin. Ich bin kurz überlegen. Ja, na klar war ich da. Ich, ja, habe doch die Hauptbühne moderiert. Oh. Das ist schon wieder so lange hergefühlt. Ja, ich musste, ne, wirklich gerade überlegen, was ich da gemacht habe. Ich habe die Hauptbühne moderiert tatsächlich. Das war ganz toll. Ja. Aber auch sehr, sehr lang. Ja. 12 Stunden, ja, war, ja, ich dort vor Ort. Und einmal reicht dann auch. Einmal reicht dann auch. Ja, es hat halt auch in Strömen geregnet. Ja, und ich, war das wirklich, ich habe dich nicht benieden und ich habe auch mitbekommen, ihr habt das zu viert, glaube ich, moderiert. Benieden. Ihr wart vier Leute bei der Moderation, wo ich dachte, boah, da lassen sie es ja echt auch mal ordentlich krachend, vier Leute gleich dorthin zu stellen, das zu moderieren. Ja gut, die vier Leute waren ja alle sehr schlecht bezahlt. Ja. Und ich war die Einzige, die wirklich moderieren konnte. Also von daher. und liebe Margot, oh mein Gott, ich habe Amanda Lepore
Ja, hast du live gesehen. Angekündigt und live gesehen. Ja. Und ich fand ja Emmanuel Lepore schon immer extremst unheimlich. Ja, die ist, und, ist gruselig ein bisschen. Und sie ist, jetzt wo ich sie einmal echt gesehen habe, muss ich sagen, sie ist einfach wirklich sehr, sehr unheimlich. Sie ist wirklich eine wächserne Mumie, die, wo ich wirklich glaube, dass die, vielleicht wird die einfach nur hingestellt, die schläft eigentlich, oder vielleicht wird die einfach narkotisiert und dann wird die einfach so durch die Weltgeschichte geschoben. Ja. Und dann, also so wirkt die und ich meine, ich habe mich gefreut, dass sie da war und dann sagen sie ein Lied und dann ging sie ab und das war's. Und dann dachte ich mir so, ernst, ihr habt jetzt wirklich für ein Lied hier auftreten lassen? Ja, ich würde halt gerne wissen, was die an Gage bekommen hat, die Emmanuel Lepore. Na, mehr als du, da kannst du sicher sein. Das ist auch nicht schwer. Ja. Aber CSD, lass uns beim CSD bleiben. Ja. Du hast ja Herbert Grönemeyer auf der Bühne gehabt. Ja. Ja. Ich habe mit ihm nicht persönlich gesprochen, weil er auch viel zu spät kam, wie eigentlich alle großen Stars grundsätzlich 20 Minuten zu spät kommen. Und Margot, und wenn du halt, ich hatte super viele Grönemeyer-Fans im Publikum, die nur auf ihn gewartet haben, so. Und dann habe ich dann den Grönemeyer anmoderiert und alle sind schon ausgerastet. Und dann gehe ich von der Bühne runter und dann wird mir gesagt, dass der noch gar nicht da ist, der Grönemeyer. Und dann dachte ich, und dann bin ich wieder zurückgegangen und jetzt sag mal so einem aufgewühlten Publikum, dass ich gerade Scheiße erzählt habe. Ja. Das war ganz schlimm auch alles. Das glaube ich. Und das war mir so unangenehm alles. Und dann ist er aber aufgetreten, im strömenden Regen ist er aufgetreten. Ja. Und die Leute haben ihn sehr geliebt, muss ich sagen. Also ich wusste gar nicht, gefühlt kenne ich, glaube ich, 2,5 Lieder von Herbert Grönemeyer. Ja. Er hat eine tolle Rede auf jeden Fall gehalten. Ja, na, der war schon immer ein Ally. Ja. Hat, glaube ich, als einer der ersten mit Rosa von Braunheim Projekte gemacht, damals in den frühen 80er Jahren. Das weiß ich nicht. Habe ich gelesen. Okay. Von daher, also der ist einer von den sehr guten, der Herbert Grönemeyer. Wir mögen den sehr. Ist aber auch mittlerweile wirklich ein alter Mann. Ja, aber er hat ja auch gesagt, von wegen, also er hat sich gefreut, als die Anfrage kam, aber hat auch sinngemäß gesagt, ich glaube, er versteht auch nicht so richtig, warum man hier jetzt auf die Bühne vom CSD einen alten, weißen, heterosexuellen Cis-Mann stellt. Das Gleiche habe ich mich auch gefragt. Das sagte mir, aber er weiß es wenigstens. Ja. Und das ist schon viel wert. Das ist wirklich schon sehr, sehr viel schlauer wert. Mann und ich glaube auch einer, der fit im Kopf bleiben möchte und modern sein möchte. Das ist auch das A und O bei alten Leuten. Ja. Ja, also Herbert Grönemeyer, genau, haben wir damit. Ich war ja auf dem CSD-Wagen der Ministerien. Ach du wieder, Margot, bist du wieder in der Weltpolitik unterwegs? Mit Lisa Paus und Sven Lehmann und also mit den ganz Großen war ich da. Ja. Und ich hatte ja lange Zeit überlegt, mache ich das nicht, möchte ich mich da irgendwie in Anführungsstrichen vereinnahmen lassen von der Regierung oder nicht? Und habe dann doch gesagt, von wegen, es ist wahrscheinlich auf Jahre, vielleicht sogar noch länger hinweg, die queerfreundlichste Regierung, die wir haben. Und dann mache ich das jetzt, weil ich kann diese Politik wesentlich mehr unterstützen, als das, was da ansonsten jetzt gerade mehrheitlich sich als zusammenbraut. Ja, dann zeige ich da ein Statement und dann stehe ich auch hinter dieser Regierung. Wurdest du dafür kritisiert, dass du auf diesem Wagen bist, weil du dich gerade so rechtfertigst? Nein, das wurde ich nicht. Nein? Nein. Nein. Aber ich dachte mir, ich äußere das, weil ich möchte mich eigentlich parteipolitisch nicht so unbedingt vereinnahmen lassen. Aber an der Stelle habe ich gesagt, ich unterstütze das jetzt einfach mal. Die aktuelle Bundesregierung macht vieles nicht richtig, aber einige Sachen macht sie dann deutlich besser als die bisherigen Bundesregierungen. Und nächstes Jahr sind Bundestagswahlen. Und dann wird es garantiert keinen CSD-Wagen mehr von den Ministerien geben. Da kannst du sicher sein. Wahrscheinlich schon. Ich meine, der Söder hat doch jetzt gesagt... zumindest keinen Wagen, auf den ich dann draufgehen würde. Ja. Ach, so ein schöner bayerischer CSD-Wagen. Aber der Söder hat doch jetzt schon so durch die Blume gesagt, er überlässt Merz den Kanzlerkandidatinnenposten, oder? Er hat gesagt, das entscheidet als allererstes natürlich die CDU und die CSU gemeinsam, aber CDU hat natürlich das Vorschlagsrecht. Große Schwesterpartei. Aber es geht natürlich auch nicht ohne die Stimmen der CSU und er stünde aber auch bereit. Also steht zur Verfügung, Er könnte sich das auch so ein bisschen vorstellen. Der Markus, der Süder. Der weiß aber auch nicht, was. Warte eine Woche, dann ist es wieder anders. Das wechselt bei ihm ja auch nochmal. Lass uns ganz beim CSD noch kurz bleiben. Ja, bitte gerne, Margot. Weil der CSD, da waren ja ungefähr 250.000 Besuchende dieses Jahr mit dabei. So wenig? Ja, relativ wenig. Sehr wenig. Was wirklich wenig. Schon mal eine Million. Bei dem Wetter halt auch. Das Wetter war wirklich wahnsinnig. Ja, also das mit der Million war auch, glaube ich, also
Naja, aus gelogen, meinst du? Ja, Marketing-Sprech, glaube ich eher. Also 750, 800.000, das wird schon eine Million. Ich glaube sogar anderthalb Millionen. Ja, ich glaube es ja auch gerne. Also von mir aus sehr gerne, warum nicht? Aber wer zählt das? Das ist die große Frage immer, ne? Ist ja eine Schätzung letzten Endes. Jedenfalls, diese 250.000 Leute sollten aufgemischt werden am Potsdamer Platz. Hat sich nämlich eine Gruppe Neonazis getroffen. Aha. 20 bis 30 Neonazis wollten den CSD aufmischen. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und, ja, war toll. Da hat die Berliner Polizei gesagt, so Jungs, ihr kommt jetzt mal alle mit auf unsere Wache. Da bleibt er bis Mitternacht und dann kommt er wieder raus. Finde ich toll. War die Sache erledigt. Hm. Aber das ganze Ding hat eigentlich, ich bin überrascht, dass du es nicht mitbekommen hast, doch große Schlagzeilen überall gemacht. Ja. Und ich glaube, es war so ein bisschen so die Blaupause für das, was dann in Bautzen stattgefunden hat. Was ist denn, was hat denn in Bautzen stattgefunden? Der CSD in Bautzen, da waren es dann irgendwie schon so 350 Neonazis, die so, am Bahnhof unlängst dann jetzt waren. Ja, ja, das war nicht so schön. Und den CSD eigentlich dann torpedieren und Anreisende dann irgendwie. Und auch, dann haben sie auch diese, ich habe sehr, sehr viele White Power Hans-Symbole gesehen. Ja, ja, da ging viel los. Auch sehr viel einfach wütende Menschen, die, die schimpfen die ganze Zeit gegen queere Menschen. Also so, aus, völlig, so völlig grundlos. Völlig. Und das bestürzt mich sehr, liebe Margot, aber da müssen wir nicht drüber sprechen, das wissen wir ja schon alle, dass uns das sehr bestürzt. Aber Einzelfälle, ne? Hoffentlich. Ja. Es gab auch viele kleine CSDs, die jetzt frisch auch dazugekommen sind zum Beispiel. Ja, also der CSD Bautzen zum Beispiel, der hat dann seine Abschlusskundgebung abgesagt aufgrund dieser Zwischenfälle. Und das ist natürlich dann auch etwas, wo ich sage, so, das kann jetzt nicht sein, wenn man das aus Sicherheitsgründen absagen muss. Da muss die Polizei einfach mal doch deutlich kräftiger nochmal eingreifen und diese Neonazis einfach mal zur Seite schaffen. So. So, Russland tauscht jetzt Gefangene aus oder hat Gefangene ausgetauscht, Margot. Zum einen ist zum Beispiel dieser Tiergartenmörder, wie er hinlänglich genannt wird. Ja. Der ist wieder zurück jetzt in Russland, wurde von Putin ja sehr herzlich begrüßt. Ja. Ja, er hat sich sehr gefreut, dass er wieder da ist. Also man muss dazu wissen, Russland hat immer gesagt, wir haben damit nichts zu tun, wir kennen den gar nicht und kaum kommt er an, wird er vom Präsidenten persönlich in Empfang genommen. Ja. Genau, und für seine Arbeit hat er auch gleich, für seine gute Arbeit in Deutschland hat er auch gleich einen Orden bekommen. Hat er auch einen Orden bekommen? Der hat einen Orden bekommen. Ach, toll. Also in Russland einen Orden zu bekommen, ist ja eigentlich auch eher eine Strafe, glaube ich. Aber gut. Ja, na gut. Die einen sagen so, die anderen so, liebe Margot. Und wer kam dann aus Russland zurück? Journalisten, politisch Gefangene und sowas alles. Es war ein Konglomerat an Russland, Ukraine, USA und Deutschland. Es war ein größerer Austausch. Ja. Da ging viel reihum. So, wir gehen ins Ausland, nämlich nach Bayern. Ja. Bayern, so ein schönes Bundesland. Ein schönes Land. Ja, der Freistaat. Ja, ja. Die Söderin. Ach, was hat sie denn? Die Söderin. Sie isst. Sie isst. Ja. Also sie isst nicht nur, sie isst auch. Sie zeigt sich bei Insta, wie sie isst. Die zeigt alles bei Insta. Also dass sie nicht noch das Handy mitnimmt zum Scheißen, das wundert mich ehrlich gesagt. Ja. Sie isst, sie zeigt sich, wie sie eine Schweinskeule isst. Sie zeigt, wie sie eine Bratwurst isst. Wie sie ein Jägerschnitzel isst. Oder was auch immer. Sie isst. Sie isst halt die ganze Zeit. Ja. Aber, der macht, aber der Söder, der macht das, sein Team macht es immer noch richtig. Ne? Irgendwas, ja. Die ist machen es im Gespräch. Richtig, ja. Er ist im Gespräch und der ist konstant, ist der halt auch präsent. Und ich habe neulich, habe ich ja ein anderthalbstündiges Interview mit Dorothee Beer genießen dürfen. Oh, ja. Die war auch sehr unheimlich. Unsere Flugtaxi-Expertin. Unheimliche Frau tatsächlich. Ja, die ist wirklich sehr. Sie möchte ja gerne die junge Wilde der CSU sein, aber sie ist definitiv das absolute Gegenteil. Weil als sie dann gleich erzählte, dass sie schon als 13-Jährige ein großer Fan von Edmund Stoiber war, dachte ich so, okay. Stoiber oder Strauß? Stoiber. Stoiber. Edmund Stoiber ist ihr Idol. Ach du. Und sie hat ihn dann, sie ist dann mit 15 in die CDU eingetreten. Dann ist die ja wirklich gar nicht so alt. Nö, die ist auf jeden Fall jünger als du, wirst auch nicht schwer, Margot. Oh mein Gott, die ist jünger als ich. Warum ist die dann so alt? Das ist halt so wie der Philipp Amthor. Ja. Ach Margot, zwei dumme Eingedanke. Der älteste 30-Jährige, den es auf der Welt gibt. Aber also, er hat Humor. Ja, ja. Das muss man ihm lassen, wenn er von der Heute-Show erwischt wird im Bundestag, ist der immer lustig, ne? Und nimmt sich mal Zeit. Egal. Jedenfalls, Dorothee Beer hat mich doch wirklich nachhaltig schockiert, meine Liebe. Ja. Und sie mag die Ärzte. Ja, das schockt mich. Das schockt mich auch. Das passt doch gar nicht. Das passt alles nicht zusammen. Eine unheimliche Person.
Aber Markus Söder ja auch. Ja, ja, ja. Markus Söder schockt uns auch. Es ist dann. Mit wem würdest du eher ins Bett gehen? Nein. Markus Söder oder mit Friedrich Merz? Nein, auf gar keinen Fall. Also auf jeden Fall Markus Söder. Also bevor, da hake ich mir aber alles ab, bevor ich mit Ach Margot, ich bitte dich. Nein. Ach komm, jetzt sag doch schon. Wirklich? Du musst jetzt auf diese Frage antworten, weil sonst beende ich diesen Podcast für immer. Auf gar keinen Fall. Oh Mann, Margot, es tut mir doch mal einen Gefallen. Markus Söder, Friedrich Merz, Jurassica Parker, das sind die drei Menschen in Deutschland, mit denen ich niemals bumsen möchte. Und es macht mich auch noch glücklich, ehrlich gesagt. Ja, das ist eigentlich... Also nochmal, liebe Zuhörlinge, der Gedanke, dass Margot und ich sexuell miteinander aktiv werden könnten, ist noch unheimlicher als Dorothee Bär. Ja, das glaube ich auch. Das ist ganz schlimm. Gar nicht. Gar nicht. Nein, oh, das ist fürchterlich. Naja, wobei wir ja unsere erotischen Momente miteinander auch haben. Ja, Margot, ja? Erotik also, ja, aber nicht bumsen miteinander. Das geht nicht. Erotik ist auch Erotik, so ein widerliches Wort. Wir haben ja bei den Golden Gnips eine schöne erotische Szene. Erotische Szene. Wir spielen übrigens bald wieder. Ja, ab dem 16. Oktober. Ja, über meinen Geburtstag. Bis zum 20. Oktober. Ja. Ich sag's schon mal gleich. Ja, 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 genau. Also merkt euch jetzt schon mal die Daten. Wir verlinken euch das natürlich auch in den Shownotes. Genau. Und ja, jetzt mache ich das, das mache ich wirklich. Guck nicht so dumm. Nee, ich wollte gerade was über die Niederlande sagen. Ja, bitte, sag was über die Niederlande. Hallo, Niederlande. Was heißt denn Niederlande? Das ist schwer auszusprechen. Die Niederlande. Die Niederlande. Sagen, weil die jetzt nämlich kommen, meine Liebe, aber da steht gar nichts bei den Niederlanden. Den Niederlanden, meine Güte. Doch, die kommen. Ach, die ESC-Disqualifikation. Ja. Das hatten wir doch letztes Mal schon. Das hat sich doch weiterentwickelt. Wir haben viele Sachen. Wir hatten auch schon Klimawandel im Podcast gehabt und trotzdem kommt es öfter vor. Ja, wir hatten auch die Söderin schon mal im Podcast gehabt. Wir hatten auch schon Olaf Scholz im Podcast, obwohl da eigentlich nie was passiert bei dem. Also die Niederlande. Erzähl uns was zu den Niederlanden. Was hat sich denn da jetzt getan? Wir sind beim ESC, liebe Margot. Es ging um die Disqualifikation der Niederlande. Und da wurden jetzt nämlich die Ermittlungen eingestellt und der zuständige Staatsanwalt Frederik Jonasson hatte nicht beweisen können, dass die Tat ernsthafte Angst hervorrufen konnte oder dass der Mann eine solche Absicht hatte. Ich weiß überhaupt gar nicht, worum es geht. Das merke ich gerade, während du es vorliest. Ja, worum geht es dann nochmal genau? Also, na, der hatte ja bei einer Veranstaltung des ESCs, hatte der Sänger, ist er von der Bühne runter, ich glaube, und hatte dann... der ist von einer Kamerafrau oder sowas, ist er verfolgt worden und es hieß, in einem gewissen Bereich würde nicht gefilmt werden, aber sie habe ihn wohl dort gefilmt und da gab es dann halt wohl Rangeleien oder Auseinandersetzungen und jetzt war halt die Anzeige, er wurde disqualifiziert, weil er vermutlich sie angegriffen hat, tätlich angegriffen hat und das war halt alles ein bisschen schwierig. Jetzt mittlerweile heißt es halt also, im Zweifel für den Angeklagten, es gibt nicht ausreichende Belege für diesen Vorwurf. Gut, ist ja ganz schön für den Angeklagten. Aber er war halt Favorit gewesen und deshalb ist das so ein bisschen, er hätte den ESC wahrscheinlich gewonnen. Schade, Schokolade. Ja. Aber so hat es Nemo getan. Das freut mich ja wiederum sehr. Falls ehrlich gesagt, gar nicht mehr wieder. Also, das war so ein Blonder mit so einem Romulaner-Frisur-Cut irgendwie. So sehen doch alle im Moment. Ja, ich fand ihn ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Auch gruselig. Wir haben heute sehr viele gruselige Menschen im Podcast. Ja, ne? Ja, aber auch faszinierend gruselig. Ah, okay. Ja, gut, keine Ahnung, wer das ist. Jetzt geht's nach Italien und da möchte ich ein bisschen mal kurz überraschen. Margot überrascht Jurassica. Die Überraschung kommt ganz unverhofft. Und Jurassica ist überrascht. Surprise, 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 surprise. Auf einmal ist der sonnenklar. Du hast dein Leben lang davon geträumt. Ja, und zwar, wir gehen nach Italien und zwar nach Monza in Italien. Das ist eine Region von Italien. Ja. Da gab es einen Carlo Acutis, geboren am 3. Mai 1991 und er lebte bis zum 12. Oktober 2016, ist also nur 15 Jahre alt geworden. Aber der hatte zu Lebzeiten eine Internetseite programmiert, auf der Wunder dokumentiert werden. Ach, geht das wieder los? Ja, er starb im Alter von 15 Jahren, starb er dann an Leukämie. Aber aufgrund seines Wirkens hat ihn die katholische Kirche bereits heilig gesprochen. Oh.
jetzt kommt's. Das Herz war nun auf Europa-Tournee. Das heißt, die haben aus seinem Leichnam das Herz rausgenommen. Und es war auch in deutschen Kirchen jetzt unterwegs, deshalb erwähne ich das Ganze auch noch. Die Katholik, es ist schon sehr morbide, aber es steigert sich noch, meine Liebe. Es wird noch schrecklicher. Also, das Herz haben die Katholiken jetzt hier in Deutschland von einer Kirche zur anderen gebracht, damit die Katholiken das Herz anbeten können. Jetzt hör doch mal auf zu spinnen. Ist das nicht irgendwie, also, ja, okay. Wirklich? Ja, sein Leichnam, der war nicht unterwegs, weil der ist einbalsamiert und liegt in einem Steinsarg mit einer Glasscheibe. Und dann siehst du dort einen jungen Mann in so noch relativ jungen Sportklamotten dort liegen. Der hat Sportklamotten, so zivile Sportklamotten hat er an, ja genau. Und wahrscheinlich wird er wird er 2024 nun heilig gesprochen. Damit könnte er der Schutzheilige des Internets werden. Die spinnen, die Katholiken, ganz ehrlich. Das muss sich doch irgendjemand völlig Wahnsinniges ausdenken, so eine das ist Scheiße. Ist das eine verifizierte Information? Ja. Das ist ja unfassbar. Das ist sehr verifiziert. Die leben halt echt immer noch ein paar Jahre. Du findest auch Bilder im Internet von denen. Es gibt auch Reportagen über ihn und auch noch ein paar Bewegtbilder von ihm, als er halt noch lebte. Und der ist jetzt heilig gesprochen worden, Webseite hat über Wunder. Er wird wahrscheinlich heilig gesprochen. Habe ich verstanden. Aber diese Webseite über Wunder, das war eine Auflistung der aktuellen wichtigen Wunder der Welt. Ja. Alles klar. Also er wird dann heilig gesprochen, weil angeblich hat irgendwie eine Frau hat für ihren Mann, glaube ich, gebetet und dann gab es eine Spontanheilung bei dem Mann. Ach so, ja klar. Und das muss irgendwie zweimal passieren und dann wirst du halt heilig gesprochen. Und dann wird einem das Herz rausgenommen und es kann dann angebetet werden. Das Herz ist ja schon rausgenommen, ist ja schon unterwegs, ist ja schon irgendwie. Ist das widerlich, Margot, ne? Ja, die katholische Kirche ist halt sehr widerlich. Das kann sich auch kein Horrorfilm ausdenken. Nee, also es erinnert mich tatsächlich ein bisschen an so Evita, die auch diese Einbalsamierte. Ja. Ich finde auch so Einbalsamieren finde ich ja auch widerlich. Wenn man immer diesen, ist es Stalin? Lenin ist es, ich verwechsel die beiden immer. Ja, nein, finde ich auch widerlich. Ich würde mir das nie angucken wollen. Nein. Ich finde es widerlich. Das ist wirklich sehr, es ist sehr, sehr gruselig. Ja, ja. Genau. Naja, gut. Ja, jetzt gehen wir mal, wir reden ja selten über den Ukraine, den Russlandkrieg auf Ukraine, auf den Krieg, den Russland der Ukraine aufgedrückt hat. So möchte ich das mal formulieren. Da reden wir selten drüber. Völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Ja. So sieht es aus, richtig. Aber dieses Mal sprechen wir mal drüber. Und zwar haben die Ukraine etwas ziemlich, ich weiß nicht, wie ich das, geil kann ich dir dazu sagen, aber ich denke irgendwie so, es ist schon irgendwie was Sensationelles. Die Ukraine haben das jetzt mal umgekehrt gemacht und sind jetzt mal auf russisches Gebiet vorgedrungen und dringen bis jetzt immer noch weiter vor. Und damit hat Russland und insbesondere Putin überhaupt nicht gerechnet. Putin hatte richtig schlechte Laune. Also bei diesen, es gibt ja manchmal so Übertragungen dann oder gestellte Szenen, wo er mit seinen Ministern zusammensitzt und dann was irgendwie erzählt und da war ordentlich. Also da hat er wohl. Also das hast du so lesen können in seinem Gesicht. Das hat man ihm angesehen, dass er wirklich schlechte Laune hat. Also wenn ich jetzt mal so im Nachhinein nachdenke, der wirkt auf mich halt eigentlich immer extremst emotionslos. Nein, und da hast du es wirklich gesehen. Ja, gut. Lass uns gute News zusammenbringen, liebe Margot. Ja. Lass uns in die USA wechseln. Das ist eine gute News für dich. Ah ja. Hast du es dir vorher mal durchgelesen? Nein, natürlich nicht. Natürlich, das hatte ich doch schon erst. 5 Minuten vor Abfahrt ausgedruckt. Harley Davidson, kennst du die Firma, ne? Natürlich. Ja, natürlich. Motorradfirma. Ja, genau. Die knickt jetzt vor den Rechtsradikalen ein und stoppt alle Diversity-Programme und alle Unterstützungen für queere Projekte, weil ein Rechtsextremist, Robbie Starbuck, 35, ein prominenter Konservativer, Angriff auf das Unternehmen geführt hat und dafür knickt dieses Unternehmen jetzt ein. Weil es einen riesen Shitstorm auf Harley-Davidson gab. Das finde ich wahnsinnig gefährlich, wenn irgendein Rechter so ein großes Unternehmen in die Knie zwingt und sie jetzt so Diversity-Programm und sowas deshalb beenden. Deine Good News aus den USA. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Ja, ich habe mich geirrt, Margot. Ich nehme alles zurück, meine Offensichtlich, Liebe. Offensichtlich, ja. So Harley-Davidson findet mein Universum halt so gar nicht. Ich hatte bislang überhaupt gar keine Ahnung, wie die Firma so tickt. Aber anscheinend...
Tickt sie anders, als wir denken, meine Liebe? Ja, naja, jetzt tickt sie so. Lass uns nach Botswana gehen, Margot. Ja, ich finde es eine gute News. Ganz süß, ja. Wie du Botswana geschrieben hast auf unsere Notizen. Ja. Oder wird das so geschrieben? Das wird so geschrieben. Nein. Zumindest aus der Quelle heraus wird das so geschrieben. Wirklich? Ja. Also Margot hat nämlich Botswana geschrieben, Botsuana. Ja. Wir googeln mal, wie das geschrieben wird. Die Quelle, woher ich das, ich habe das aus dem ZDF-News genommen und die haben das auch so geschrieben. Wirklich? Ja. Das ist jetzt eine neue Schreibweise. Vielleicht schreibt das ZDF das auch grundsätzlich anders, als du das schreibst. Das kann auch sein. Ich schreibe halt relativ selten das Wort Botswana. Ja, daran liegt es vielleicht auch. Ich sollte mir das mal angewöhnen, ja. Gut, Botswana. Weil ich hatte extra darauf Acht gegeben, dass, oh Gott, wie schreibt man das? Nee, ich kopiere das einfach gleich rüber. Ach, du bist so schlau schon wieder. Ich bin sehr schlau manchmal. Copy-Paste ist halt dein Hobby auch, meine Liebe. Ist dann durchaus, ja. Meine Liebe. Schwierig ist, wenn man die falschen Nachrichten copy-pastet und dann versendet. Hups, hoppla. Sollte nicht an dich gehen, Mutti. Sorry. Auch das Bild nicht. Das ist mir noch nie passiert. Mir auch nicht. Keine also Sorge. Gott sei Dank. Was ist denn da jetzt passiert? Also erstmal, Margot, wo liegt Botswana eigentlich genau? In Afrika? Ja, das weiß ich auch. Keine aber Ahnung. Mehr weiß man nicht. Nein. Bitter. So, ja. Und zwar, Margot. Jetzt halte ich fest, da wurde der zweitgrößte Transvestit. Der zweitgrößte Transvestit. Jurassic Parker wurde in Botswana entdeckt. Was geht manchmal in meinem Kopf vor? Also, das Margot, möchte kein Mensch wissen. Halt dich fest, Margot, in Botswana, in Afrika. Ja, erzähl mir was. Da wurde der zweitgrößte Diamant der Welt gefunden. Mein Gott, ich finde es wahnsinnig spannend, wenn du mir Nachrichten vorträgst, die ich schon seit Tagen kenne und du die jetzt erstmals gerade eben erst aber gelesen ich hast. Das total toll, oder? Wie viel Karat hatte der denn gehabt? Also, liebe Margot, das kann ich dir natürlich auch sagen. Und zwar 2492 Karat. Wahnsinn. Und wie viel Gramm sind das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Konzept von Karat noch nie verstanden. 2 Gramm sind 1 Karat. Aber warum sagt man da nicht einfach 2 Gramm? Keine Ahnung. Ist doch Unsinn. Ja. Nee, keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Also knapp 5 Kilo wiegt das Ding. Das ist ja ein... 5 Kilo? Brocken. Zu viel hat mein Hund gewogen. Ja. Putin. Putin? Ja. Ach, das ist aber nicht viel für einen Hund eigentlich. Ach, nee, Quatsch, ich lüge dich. 5 Kilo kann überhaupt nicht sein. Nein, der wird doch 12 Kilo oder was gewogen haben. Ich vergiss, was ich gesagt habe. Dann hat der Mangelernährung gehabt. Ich habe mich geirrt gerade, Margot. Ja. Also ihr Lieben, ihr seht, Jurassic Parker hat von wirklich gar nichts eine Ahnung. Und sie irrt sich gerne. Dann Botswana, wo liegt das? Karat, was sind News? Good News aus USA. Margot, halt jetzt einfach mal deine Klappe. Ich möchte gerne weiter über Diamanten mit dir sprechen. Ja, bitte. Besitzt du echte Diamanten? Nein. Nein, ich auch nicht. Aber ich finde Diamanten schon sehr schön. Aber ich habe mich jetzt eingeschrieben für diesen zweitgrößten Diamanten. Stellt sich jetzt mal an die Schlange an. Ja? Vielleicht kriege ich den ja. Mal gucken. Naja, warte mal, wer könnte sich den vielleicht jetzt eigentlich kaufen? Bestimmt irgendein durchgeknallter Milliardär. Ja, also man weiß noch nicht, was man mit dem machen möchte. Es ist ja auch noch im Rohdiamant. Das heißt, da ist der Schliff ja noch nicht dran. Beim Schliff geht ja noch wahnsinnig viel ungeschliffener Rohdiamant. Aber dazu musst du erstmal reingucken, was ist alles lupenrein, was ist nicht lupenrein, wo sind halt irgendwelche Einschlüsse mit drin, wo kannst du halt den größten vielleicht lupenreinen Brocken dann da rausbrechen. Margot, du bist welche schon Form hat er dann so? Ja, ich weiß. Du bist ja eine Meisterin der Fachsimpelei. Ne? Das ist unfassbar. Ich schaue halt auch ab und zu mal Bares für Rares, Dokumentation auf Phoenix. Ja. Wie gibt's das? Ich meine, heißt es eigentlich Einschlüsse oder Einschüsse? Das lerne ich nie, ne? Einschlüsse. Ist das so, ja? Ja, weil es wird ja nicht eingeschossen. Naja, aber... Nein, ein Diamant wächst ja. Ja. Und dann gibt es manchmal irgendwie so Verunreinigungen, die werden eingeschlossen und nicht eingeschossen. So wie die Mücke bei Jurassic Park. Genau. Immer wenn ich zu dir komme, wichse ich erstmal. Ja. 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 Und das finde ich, das ist eine schöne Tradition. Sehr schön. Das Tradition. Macht unsere Freundschaft auch aus. Ja. Weil du das auch mal so schön wegwischst dann später. Nee, ich schlabber das noch. Früher habe ich es mal weggeschlabbert, aber mittlerweile nehme ich Eintritt, weil die stehen Schlange. Ach so. Ja, also ich meine, mein Samen, der ist ja wirklich, das ist ja eine Wertanlage. Ja, Promi-Sperma wegschlabbern. Sperma. Ist auch eine schöne. Aber hier haben auch schon andere drauf gewichst. Du weißt ja, durch den Kochtalk hatte ich ja diverse Gäste hier. Hier ist schon viel passiert. Ach, du lässt auch von anderen wichsen? Ja, natürlich, muss ja irgendwie an Geld kommen. Ja, jetzt ja, klar. Bin ich aber sehr enttäuscht von dir, Margot. Ich habe gedacht, das ist was Exklusives. Nee, du bist nur eine von vielen. Du bist der einzige Transvestit. Na gut, ich bin jetzt sehr böse, aber lass uns einfach dann jetzt sofort zurück ins Programm interessiert gehen. Interessiert mich überhaupt nicht. Es gibt gute Nachrichten aus Afghanistan. Gott sei Dank. Das sind wirklich wieder gute Nachrichten aus Afghanistan. Ja, da hat ja die Taliban vor 3 Jahren die Macht übernommen.
Und dann dachte man, jetzt wird es alles ein bisschen schwieriger für den Frauenrechten und so was und so fort. Und Frauen dürfen wahrhaftig nur bis zur 6. Klasse zur Schule gehen. Danach dürfen sie nicht mehr zur Schule gehen. Das ist alles ein bisschen traurig. Aber die gute Nachricht, Frauen dürfen jetzt ab sofort auch erben. Also wenn der Mann stirbt, darf die Frau das erben. Das war vorher nicht der Fall. Und Witwen dürfen selbst entscheiden, ob sie nochmal heiraten wollen. Oh. Also wohlgemerkt, nur Witwen. Wenn du noch nie verheiratet warst, natürlich, dann macht das nach wie vor. Dann darf man das nicht selber entscheiden. Wir wollen ja mal nicht übertreiben, nicht alles auf einmal. Ja, also, das ist schon sehr progressiv, muss ich sagen. Ja, das ist schon wirklich. Und das haben sie als progressiven Fortschritt und Annäherung an den Westen praktisch verkauft. Und ich so, wow, das ist ja noch nicht mal Mittelalter. Das ist ja noch weiter. Noch nicht mal Mittelalter. Das ist eigentlich aus unserer Sicht irgendwie. Ja, die Frauen können einem dort wahnsinnig, wahnsinnig leid tun. Ja, na gut. Lass uns von Afghanistan nach Australien gehen. Wo auch gerade der Dschungel wieder nicht stattfindet, fällt mir auf, der ist in Südafrika. Ja. Guckst du? Ja, ich gucke Dschungel. Ja. Und der Dschungel war ja in Südafrika, genau, und ist vor 3 Monaten schon gedreht worden. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ist ja interessant. Ja. Ja, ich gucke das auch. Aber da waren wir jetzt gerade gar nicht. Nee, ich habe ihn auch gar nicht aufgeschrieben. Wollen wir noch über den Dschungel nachher reden oder möchtest du nicht? Ja, ich eigentlich nicht, oder? Nee, möchtest du was sagen dazu? Nee, irgendwie. Okay, dann lass das einfach bleiben. Nein, machen wir später vielleicht nochmal sowas. Wir gehen nach Australien. Und zwar, du kennst doch den schwulen Pinguin Sven. Ja, ich kenne ihn nicht, aber ich habe von ihm gehört tatsächlich dann auch. Ne? Der war im Zoo in Sydney und ist jetzt leider verstorben. Oh. Wie alt war der wohl? Ich glaube, 12 ist der geworden. Nee. Doch. So jung ist der gestorben? Ja. Wenn Pinguin wenn du einfach mal nach hinten auf die weiteren Unterlagen guckst, wo gestorben draufsteht, da steht dann nämlich mit Geburts- und Sterbedatum drauf. Sag doch nicht einfach immer nein. Ja, aber das ist so einfach, Margot, immer ich weiß, zu sagen. Ja. Er ist 12 geworden. Es steht in den Unterlagen drin. Alles klar. Wenn du sie wenigstens einmal vorher durch gelesen hättest. Ich lese sie sonst immer durch, Margot. Ich habe sie heute nicht durchgelesen. Und ich entschuldige mich dafür aufrichtig, Margot. Wirklich. Also es ist wirklich. Boah, ein Stress gerade. Ich komme gerade aus dem Urlaub, Margot. Ja. Du bist ja voll im Leben drin. Das ist wirklich voll im Leben. Ich brauche eigentlich Urlaub vom Urlaub. Wir reden über deinen Urlaub noch und du tust mir auch sehr, sehr leid. Das ist wirklich, wer glaubt, dass Urlaub immer entspannt ist, wird von Jurassica gleich erfahren, dass das alles andere als Entspannung sein kann. Nein, also der schwule Pinguin Spain ist gestorben im Alter von 12 Jahren und er hat allerdings mit seinem Partner hat er 2 Küken adoptiert und großgezogen. Ja, also das finde ich. Okay. Ja. Gibt es eigentlich auch noch andere Tiere, die schwul sind? Ja. Oder sind es nur Pinguine? Nein, ich glaube, das ist bei über 70 Tieren ist das schon mittlerweile nachgewiesen. Ich glaube, auch bei Walen, Delfinen gab es sowas auch schon. Ja. Schwäne, hast du auch recht, auch ein Leben lang bleiben wir zusammen. Ja, ja. Also das gibt es durchaus des Öfteren. Aber gibt es denn auch lesbische Schwäne, ist ja die Frage. Es wird immer nur von schwulen Tieren berichtet. Da hast du vollkommen recht. Ja, ich weiß. Falls ihr da Infos habt zu einem lesbischen Pärchen, gebt uns Bescheid. Wir packen es gerne in die Shownotes für alle und berichten dann gerne auch das nächste Sehr Mal. Sehr gerne, ganz, ganz gerne. Uns. Genau. Ja, wir gehen in die große Welt hinein. Wir sprachen schon davon. Klima haben wir schon hinter uns. Der 1. August war dieses Jahr der Weltüberlastungstag. Aber später als letztes Jahr, oder? War es das? War es ansonsten schon im Ende Juli? Also ich habe das jetzt gerade so ein Bauchgefühl. Ich möchte es aber nicht untermauern. Ich würde es auch nicht untermauern wollen, ehrlich gesagt. Man bringt ja manchmal auch den Erdüberlastungstag oder Weltüberlastungstag mit den Deutschen durcheinander. Aber da waren wir deutlich früher. Da waren wir glaube ich schon im ersten April Januar oder so. Am 1. Januar noch nicht, aber April kriegen wir schon hin. Für alle Zuhörlinge, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen, ganz kurz, der Erdüberlastungstag ist der Tag, an dem sämtliche Rohstoffe für eine Erde aufgebraucht sind. Danach leben wir von Die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren kann. Ja. Das Margot, ist der Punkt. Ja. Jetzt muss ich mal wieder was ganz typisch naiv Jurassica Dummes aber sagen. Aber die ganze Zeit, bitte. Und zwar, also als ich im Urlaub mal da so saß und dann guckte ich auf das Deck, auf diesem Schiff, auf dem ich war, ich guckte mir den Hafen an, ich guckte mir den Tisch an, ich guckte mir die Gläser an, die ich in der Hand hatte und dann ist mir aufgefallen, dass alles, was uns umgibt, ist ja aus natürlichen Ressourcen aus der Erde heraus hergestellt. Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich faszinierend, was wir alles für verschiedene Materialien herstellen können.
Ja, Margot, ich weiß, ich hätte es gar nicht sagen sollen. Ich komme schon wieder wahnsinnig dumm rüber, fällt mir gerade auf. Aber es hat mich in dem Moment so fasziniert, ja, dass ich das sofort auch mal Klaus kundtun musste. Hast du heute anderen Lidschatten als sonst? Nein. Okay, ich wollte nur ablenken. Ja. Lass uns einfach weitermachen mit einem. Ich bin dir dankbar für die Ablenkung. Mein Lidschatten übrigens. Ja. Okay, Findest du das nicht faszinierend? Überhaupt nicht. Warum denn nicht? Warum soll ich denn faszinieren? Was ist denn daran faszinierend? Naja, weil das ist ja alles, wenn du das hier anguckst, was hier rumsteht, das ist ja alles unfassbar künstlich. Das ist ja so gemacht, dass wir das gebrauchen können. Und in der Erde ist ja alles halt von der Natur geschaffen, ist unordentlich. Ich habe hier überraschend viel Holz, das meiste davon ist oberirdisch gewachsen, ja. Margot, ach, halt doch einfach dein Maul. Ist Natur. Mann, du gehst mir so auf die Nerven. Ich weiß. Aber also, ich bin diejenige, die den Podcast vorbereitet. Liebe Zuhörlinge, wenn ihr meiner Meinung seid, dass es wahnsinnig faszinierend ist, die vielen Materialien, die es auf ja, dieser dann Welt drei gibt. Leute auch schreiben. Das ja, ist natürlich. Ja auch, also bitte schreibt alle Jurassica, Jurassica, es ist total faszinierend, dass die Materialien um uns herum alle aus der Erde sind. Das ist ja unglaublich. Klaus fand es auch total albern, als ich ihm das erzählt habe. Ja, ich, Klaus hat recht. Mh. Ja. Ich verstehe euch nicht, ne? Ihr seid einfach so, wir ihr seid dich so auch nicht, abgestumpft, ja. Seid ihr. Nee, ihr seid so richtig satt. Wir sind halt einfach aufgeklärt, wir wissen Bescheid. Hm. Und wir sind halt nicht so saudumm. Wir gehen jetzt zu den wenigen Materialien, die nicht auf der Erde sind, nämlich ins Weltall. Ich liebe das Weltall. Wir lieben es auch, genau. Und es gibt eine, oh, ich habe dir das, glaube ich, gar nicht rausgedruckt, glaube ich. Bei dir steht es, glaube ich, nicht mehr drauf, steht nicht oder? Drauf, aber ja. Ich habe das ja eh nicht gelesen. Alles klar, von daher ist es eh wurscht, genau, richtig. Und zwar, es gibt eine kleine Panne. Zwei NASA-Astronauten sollten nach etwa 10 Tagen wieder die ISS verlassen. Das hat jetzt nicht geklappt, weil das Raumschiff oder diese Starliner-Rakete, die die abholen sollte, von der Boeing, ist defekt. Hm. Und jetzt können die da nicht runter. Jetzt ist es da oben ein bisschen eng, ein bisschen weil es sind zwei Leute zu viel darauf. Man kann die ja versorgen, ist alles kein Problem irgendwie. Aber die müssen jetzt ein bisschen länger draufbleiben als die 10 Tage, nämlich schätzungsweise 9 Monate. Oh Gott, ich würde ausrasten. 9 Monate? Ich würde auch eine Panikattacke kriegen, glaube ich. Ich liebe das Weltall, aber nach 9 Monaten, ich würde dann einen Kollaps kriegen. Ja, also wenn ich vorher wüsste, ja, es geht für 9 Monate hoch, dann richte ich mich drauf ein. Ja. Aber ich denke, hey, 10 Tage und dann... Das ist ja wirklich Horror. Das ist wirklich... Naja, also ich liebe ja auch das Weltall, aber die Umstände, in denen man da, also wie man da leben muss, ist halt auch schon richtig beschissen. Ne? Wahnsinnig beschissen. Deshalb verstehe ich ja auch nicht, warum die alle so begeistert sind, den Mars zu bereisen, weil du kannst dich auch nur in geschlossenen Räumen aufhalten. Erstmal ja. Das ist doch wahnsinnig beschissen. Mal ja. Aber irgendwer muss halt damit anfangen. Mm. Und dann machen wir Terraforming. Ja. Das ist dann irgendwann mal. Ja. Margot, ich habe jetzt... Na, sollten wir schneller mit Terraforming sein als mit Terra-Zerstöring, weil das kriegen wir hier unten schon ziemlich gut hin. Terra-Zerstöring. Hast du schön gesagt, Margot. Ja. Was glaubst du, weil ich sprach neulich mit Klaus darüber, dass der Star Trek unheimlich innovativ ist, wissen wir ja alle. Ja. Und dass viele Dinge, die in Star Trek in Next Generation... auch vorher schon benutzt haben, ja. Gibt es jetzt mittlerweile. Der so Kommunikator, Tablets, aus der, Kommunikator und. Aus der alten Serie ist er ja schon. Flache Bildschirme. Ja. Und Margot, jetzt, weil ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass es mal Tablets gibt oder sowas. Ja. Weil das ist, war in den 90ern war das völlig utopisch. Und 10 Jahre später gibt es die Dinger. Eben. So, und jetzt pass mal auf. Meinst du nicht, es gibt dann vielleicht mal wirklich bald Holodecks? Das wäre doch mal toll. Also oder? Die aber mit den Avataren arbeiten ja schon dran, ne? So ein bisschen was hat das ja schon was davon. Also das Holodeck war immer der feuchte Traum meiner Pubertät. Weil man hätte da einiges reinprogrammieren können. Da hätte können. Man da sehr ja viele Sachen erleben können. Ja. Als Teenager wäre ich da gar nicht rausgekommen. Ich hätte mir da auch reingezogen, ja. Tatsächlich. Ja. Feuchte Träume wären wahr geworden. Ach, Margot. Ah, wer macht das Holodeck sauber? Was ja, nee, aber das kann ja wirklich sein, dass das irgendwann mal sowas möglich ist. Wir können es uns einfach nur nicht vorstellen. Ne? Mal gucken, was passiert. Toll. Mal gucken, was passiert. So, schaust du gerne Nachrichten bei RTL? Nein. Nein. Das sind scheiß Nachrichten. Ach so. Ja, Entschuldigung. Was? RTL aktuell ist für wirklich eine beschissene Nachrichtensendung. Auch wenn Peter Klöppel und Ulrike von der Grünen die letzten 300 Jahre das moderiert haben. Ja, genau. Und jetzt einen großen Abschied gefeiert haben. Jetzt haben sie einen ganz großen Abschied gefeiert. Also man hat ihn ganz groß verabschiedet. Er hat bei Stern TV praktisch eine eigene Sendung bekommen nochmal. Mit Interview und dies und jenes. Und sie das. Nicht oder was? Sie durfte für die letzten 5 Minuten nochmal ins Bild reinhuschen. Wo ich denke so, boah, ist das fies. Das ist halt auch nur die scheiß Sportmoderatorin. Also, aber man hätte sie auch als
wenn sie als Team gehen, ja, voll, und ja, man klar, feiert sie natürlich als Team, dann hätte man sie als auch gleichwertig als Team auch feiern. Aber gut. Und naja, ich habe halt auch so einen kleinen Bericht darüber gesehen, Abschied, ja, und so. Und es wirkte so, die beiden haben sich wirklich sehr gut verstanden miteinander. Ich glaube, ja, die haben eine tolle Arbeitsbeziehung, ja, gehabt miteinander. Ich glaube, ne, das geht uns auch so eines Tages, dass man uns dann auch so nach 30 Jahren dann so in Rente schickt. Und so in Rente Podcast. Dann, ja, gibt es eine Sondersendung für mich. Du darfst die letzten 5 Minuten auch nochmal kurz rein. Ja, finde ich doch toll, ja. Finde ich doch ganz toll. Ja. Die haben aber auch etwas überreicht bekommen, weil sie sind damit ins Guinness-Buch der Rekorde reingekommen, die am längsten Nachrichten moderierenden Persönlichkeiten auf der Welt. Hast du sehr schön gesagt, Margot. Es war sehr konstruiert gerade. Ich finde ja, dieses Guinness-Buch der Rekorde ist ja auch absoluter Unsinn. Ja, völlig. Das ist so ein Scheiß. Also, keine Sau braucht das. Ne? Ja, und also früher war es interessant, wer ist der größte Mensch, wer war der älteste Mensch vielleicht. Irgendwie, das waren noch so Rekorde. Aber weiß ich, wer hat am längsten den kleinsten Kürbisbums? Ja, können? Genau. Das ist so ein Unsinn. Wirklich, die Kategorien, die braucht kein Mensch. Die braucht kein Mensch. Ich habe auch noch nie so ein Buch mal in der Hand gehabt. Doch, hatte ich mal. Ja? Ja. Hast du dir mal eins gekauft? In den 80er Jahren, nee, meine Schwester hatte eins. Die Manuela. Ja. Und die hatte eins und da habe ich dann öfter mal geblättert, aber ich weiß gar nicht, was ich da gelesen habe, ehrlich gesagt. Ja, aber früher in den 80ern hat man es auch noch gemacht, da habe ich mir auch mein Lexikon genommen und habe da mal gestöbert, so, ne? Da hat man ja früher, liebe Zuhörlinge, die das nicht mehr kennen, wenn man früher nicht wusste, wie Sachverhalte sind, dann hat man ein Buch nachgeschlagen, ein Lexikon, und wenn es da nicht drin stand, dann hatte man Pech gehabt. Dann gab es das nicht. Das war auch der Vorteil, weil Bücher werden halt von Verlagen rausgebracht und Verlage gehen nochmal durch, stimmt das alles auch? Und was sind unnütze Dinge und was ist vielleicht nicht verifiziert und streichen auch Dinge. Im Internet, da kannst du alles rausballern und dann findest du halt auch alles. Ja. Diana ist nicht gestorben, die ist von Außerirdischen entführt worden. Ach, habe so ich im Internet gelesen. Ja, stimmt. Punkt. Ich möchte mal zurück zu RTL Aktuell. Ja. Wissen wir denn jetzt, wer die eigentlich ersetzt? Jemand anders? Aber jetzt nicht dieser Scheintote, der früher im ersten Der war, hört oder? Auch auf. Jan Hofer hört, ach, der hört auch auf. Ja, ja, war mal eine kurze ja. RTL-Karriere mit ja, Jan Hofer. Ja, ich glaube, der hatte einfach noch Bock gehabt irgendwie, aber der hat eine junge Frau an seiner Seite und die hat ihm gesagt, pass auf, das hast du jetzt gemacht. Bei RTL hast du jetzt nochmal innerhalb von letzten 2 Jahren so viel Geld verdient wie 30 Jahre bei der ARD. Das reicht ja. Jetzt kannst du in Rente gehen. Na gut, okay. Ja. Besser ist, weil ja. Moderieren war nicht seine Kernkompetenz. Das war sehr. Nee. Aber komisch, die sind ja alle gescheitert, die öffentlich-rechtlichen ModeratorInnen, die jetzt so, ja. Privatfernsehen. Na, hier, Pina Atalay. Ja, ist die auch weg? Naja, die war doch. Die ist zu ProSieben, glaube ich, gegangen, ich oder? Ich frage mich nicht. Jedenfalls, dann hier die mit dem großen Mund, die mit den griechischen Wurzeln, die beim ZDF oder bei ja, ich weiß, wen du meinst. Ja, ja, genau. Die war, hat doch mit dem Optenhöftel da diese genau. News-Sendung Dingsbums gemacht. Und Optenhöftel, ja, genau. Genau. Dingsbums, die Dingensbums, genau. Auch abgesetzt, ja. Funktioniert einfach. Ach, das ist abgesetzt, nicht. Ja. Ja, ja. Ja, Mensch. Ja, ich glaube, heutzutage neue Sendungen zu etablieren, ist auch wirklich schwierig. Du kriegst heute keine Quote mehr. Die alte Sachen, die hat schon seit 10 Jahren oder länger laufen, die sind halt etabliert, die haben ihr Publikum, 60 plus, die gucken das noch, aber alles andere ist neu, das wollen die Leute nicht mehr. Naja, ja. Zum Glück haben wir keinen Fernsehsender, liebe Mario. Nein, ich als gerne ja. einen Fernsehsender. Ein eigener Fernsehsender, ja. Oh weia. Ja, da kommt den ganzen Tag nur Wasserspringen. Wasser. Und Travestie-Shows. Und Jurassica macht bitte keine Nachrichten, weil das muss alles korrigiert werden. Ja, nee, das geht gar nicht. Das soll ein anderer machen. Also alt ist jetzt auch geworden, zumindest alt genug, um in Rente zu gehen. Manuel Neuer. Ja, und der beendet seine Profikarriere. Ja, seine Fußballer-Profikarriere. Und ich finde, er kann sich jetzt endlich outen. Ja, ich warte täglich drauf. Jetzt wird's Zeit. Wie alt war der? Oder wie alt ist er? 36 oder irgendwie so? Ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Ja, zwischen 30 und 40 wird er sein. Ja. Wird Zeit, kann sich outen, ich finde. Und der sah ja, glaube ich, recht schnuckelig aus, wenn ich das richtig in Erinnerung also habe. Also auf Manuel Neuer habe ich immer gestanden. Echt? Ja. Okay. Weißt du gar nicht, wie der aussieht? Ja, nicht so wirklich, nee. Okay. Fußballer halt. Ja, aber. Sieht aus wie ein Fußballer vermutlich. Wie ein Fußballer. Nee, also warten wir mal ab, was da passiert. Und dann kommen wir zu Taylor Swift. Und da weiß ich, da hast du jetzt Expertise bestimmt. Du guckst mit ganz großen Augen an und sagst nein. Naja, also ich meine, also sagen wir mal so, Taylor Swift geht mir ziemlich am Arsch vorbei. Ja. Taylor Swift holt mich überhaupt nicht ab. Ein berühmter Song von Taylor Swift ist?
Ich kenne nur einen. Ja. Shake it off. Ja, genau. Das ist erschreckend, oder? Unsere Generation irgendwie, wir denken auch so, ja, ist nett, aber es bleibt halt bei uns irgendwie nichts hängen. Sind wir zu alt? Ja. Oder ist das jetzt einfach auch so eine Phase, wo man denkt, okay, ist so ein Insta-Wunder, sag ich jetzt mal irgendwie? Nee, also ich habe mit ganz vielen Swifties in der letzten Zeit durch Zufall gesprochen, so, aber es gibt so viele Swifties. Und die lieben die abgöttisch. Das können sie ja auch tun. Ja, aber auch so, und dass sie halt so tolle Texte schreibt und nah an ihren Fans dran ist und so. Ich glaube, die macht schon ganz, ganz viel richtig. Und, ja, definitiv. Aber, ne? Jedenfalls Konzert. Konzert in Wien. In Wien. 3 Konzerte abgesagt worden wegen Terrorwarnung. Was das wohl kostet, wenn du so ein Riesenkonzert absagen musst. Ich hoffe, die sind irgendwie versichert. Sollten sie sein? Ich bin der Meinung, ich habe gehört, dass keine Versicherung sowas übernimmt. Oder sowas gar nicht versichert. Ach. Aber vielleicht ist es gefährliches Halbwissen, das weiß ich jetzt nicht so. Das ist es garantiert, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ein gefährliches Halbwissen. Also. Jetzt gehen wir in eine andere ganz große Metropole. Wir gehen jetzt nach Paris. Mm. Und was war das große Ereignis in Paris? Die Olympischen Spiele, Margot. Olympia, mein Gott. Und ich, wie soll ich sagen, ich finde, dafür gibt es eine eigene Kategorie, weil der Inhalt ist sehr, sehr eindeutig, den wir es behandeln werden. Alte, weiße, notgeile Cis-Männer in Frauenkleidern geilen sich an jungen, heißen, sportlichen Cis-Männern auf. Und Celine Dion. Celine Dion müssen wir auch behandeln, das ist richtig. Ja. Komm, lass uns mal kurz mit Celine Dion anfangen. Ja. Also Eröffnungsfeier. Oh, das war toll. Oh, hast du alles gesehen? Ich habe nicht alles gesehen. Ja. Ich habe den Anfang verpasst, wollte ihn später nochmal nachgucken, bin nie dazu gekommen. Dauert ja auch Stunden und nimmt ja kein Ende. Keine Zeit dafür. Nein. Aber toll gemacht, spannend gemacht. Wirklich toll. Ne? Und Celine Dion auf der ersten Plattform vom Eiffelturm. Toll, ne? Und singt dort die Hymne an die Liebe, so heißt das Lied auf Deutsch. Edith Piaf, oder? Ja, ist von Edith Piaf, glaube ich. Ja, genau. Ich finde Edith Piaf auch wahnsinnig beschissen. Und nein, Edith Piaf ist toll. Ja. Aber hast du gesehen, dass Celine Dion angekettet war? Ja, guck's dir mal an. Da ist hinten unter ihrem Rock kommt da plötzlich so ein Stahlseil vor, dass sie auch nicht runterfallen kann. Also sie muss ein Stahlkorsett angehabt haben. Ich weiß nicht, was nach vorne abgesperrt oder halt nicht abgesperrt war. Und dann ist dann ein Pianist neben ihr und beide stehen sie im Regen und sie singt dieses Lied. Das war schon aber toll, sie hat's großartig gesungen, wirklich. Also tolle Stimme. Ganz krank ist sie, die Celine. Ja, die ist ja schwer krank. Ja. Schwer krank, es gibt jetzt auf. Man sieht's ihr auch an, muss man auch sagen. Findest du? Ich finde sie top aus. Na echt? Nein, ich finde die. Ist halt einfach nur alt geworden. Okay, aber ich dachte, die Augen waren schon sehr eingefallen und sowas. Ich finde, sie sieht ja eingefallen aus. Gut. Aber wenn du halt so schwer krank bist, auch kein Wunder. Trotzdem, sie stand da oben, singt auf dem Eiffelturm und ich meine, das ist ja, also das bleibt für die Ewigkeit. Ja, das stimmt. Das ist wirklich, das ist Geschichte. Und Lady Gaga ist auch aufgetreten. Da war für mich alles dann schon gelaufen. Ich hätte dann auch den Olympischen wieder beenden können. Das war für mich mein Highlight eigentlich schon, die zwei Sängerinnen zu sehen. So, und ansonsten habe ich tatsächlich durch Zufall doch sehr viel Wasser springen gesehen. Ja, komisch, Komisch, weiß auch nicht. Bin da so reingesäppt, reingestolpert. Und meine neue Passion ist ja Synchronspringen. Da hast du doppelten Genuss. Mhm, Und das hast du auch mal reingeguckt. Ja, immer. Wenn die eine Seite ein bisschen enttäuscht, die andere Seite hat dann vielleicht mehr zu bieten oder was auch immer. Also dann, oder es ist wirklich, wir ganz sind toll, schon. Ganz toll. Ja, es ist schon. Und ich hoffe, dass die Statuten der Olympischen Spiele es niemals ändern werden, dass sie so knapp bekleidet sein müssen. Weißt du was? Nö. Das machen die freiwillig. Da gibt es keine Vorschrift. Da gibt es keine Vorschrift. Im Gegensatz zum Frauenvolleyball, da gibt es Vorschriften. Da müssen die diese Bikinis tragen. Ja, praktisch, also alles, was dicker ist als Nylonfaden, ist verboten. Ich finde das schlimm. Das ist wirklich ganz schlimm. Aber jetzt ist die Frage, wir geilen uns an den Männern auf und finden es toll. Aber wenn sich an den Frauen, nein. Also bei den Männern, die tragen das wirklich freiwillig und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil sonst alles verrutschen würde und sie würden auch beim Eintauchen ins Becken gegebenenfalls die Badehose verlieren. Deshalb muss da etwas sehr, sehr eng Anliegendes angezogen werden. Ach so, gut, aber die könnten ja auch so einen Ganzkörperanzug tragen. Das könnten sie wahrscheinlich auch. Und aber dann habe ich viel Tischtennis durch Zufall tatsächlich gesehen. Ich habe noch nie vorher aktiv Tischtennis geguckt, sportlich. Ja. Hast du mal Tischtennis gespielt, weil du gerade so wissend guckst?
Na, ich nur hobbymäßig ein bisschen Tischtennis gespielt, aber nein, nicht wirklich. Kann ich dir gar nicht an so einer Tischtennisplatte vorstellen. Ich war früher mal auf einer Party im Schwutz, da wurde es gerne angeboten, ah, ja. Noch bevor da so ein billiger Transvestit die Party, das Hosting übernommen hat. Und da konnte man Tischtennis spielen. Ach, wir haben mal zusammen Tischtennis gespielt, das stimmt. Popkicker. Das war ja Popkicker. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war vor 2 Jahren oder so, ja. Vor einem Jahr. Es hat Spaß gemacht. Nee, aber Tischtennis... Ja, geht so. Jetzt sehr viel Spaß gemacht. Du bist ja auch vor mir rausgeflogen, meine Liebe. Ja, das weiß ich noch für heute. Ja. Und da tragen nämlich die Frauen beim Tischtennis tragen auch ganz kurze Röckchen nur. Also so kleine Falten, so Schulmädchen. Weißt du so? Das finde ich alles sehr merkwürdig. Naja. Okay. Ich habe noch ein paar andere Dinge. Ich wollte ganz kurz so, also kleiner Funfact erstmal. Kurz bevor Olympia startet, gab es in Frankreich ein ganz großes Bahnchaos, weil irgendwelche Linksterroristen offensichtlich einen Brandanschlag oder sowas gelegt haben und dann die Bahn halt zum Teil nicht pünktlich gefahren ist. Einige Athleten kamen dann auch nicht so ganz rechtzeitig so zur Eröffnungsfeier und sowas. Das war natürlich total doof. Was anderes, ein echter witziger Moment war, also ich fand das einfach, es war alles so toll, es war alles so super, es ist alles perfekt gelaufen und dann wird die olympische Flagge gehisst. Und da waren die 3 Ringe oben und die 2 die, unten, oder die was? 3 Ringe waren unten und die 2 oben. Sie war also falsch rum. Sie war falsch rum. Natürlich nicht so schön. War nicht so schön, aber ich musste auch, das macht es aber auch menschlich irgendwo. Und denke mir so, ja, es ist alles perfekt und irgendjemand hat an irgendeiner Stelle die Fahne einmal falsch gedreht und falsch angebracht. Der Mensch wird sich ein Leben lang in Grund und Boden dafür schämen und zugleich aber auch hoffentlich ganz viel darüber lachen können. Oder mit Absicht gemacht. Oder mit Absicht gemacht, um in die Geschichte einzugehen, man weiß es nicht, ja. Dann verschiedene Fackelträger bei der Eröffnungszeremonie. Da habe ich geheult, ein bisschen vorrührend tatsächlich. Das war ein sehr emotionaler Moment, oder? Wann genau? Naja, als sie dann auf diesen diesen Heißluftballon zugelaufen sind, wo dann zum Schluss halt dieser 100-Jährige da auch an seinem Rollstuhl, glaube ich. Ja, der älteste Olympionik, den Frankreich irgendwie noch gerade zu bieten hatte. Und der saß da mit seinem Rollstuhl. Der hatte die Fackel, dem wurde die Fackel angezündet und er bewegte sich jetzt mit dem Rollstuhl nicht weiter. Aber hat dann die Nächsten dann halt den weitergegeben. Und das waren dann ein Mann und eine Frau, beide Person of Color. Auch noch? Riesenskandal? Nein. War das ein Riesenskandal? Nein, überhaupt nicht. Gut. Überhaupt nicht. Ja, man hat den allen angesehen, wie stolz sie waren, das machen zu dürfen. Ja. Also die haben ja förmlich von innen heraus gestrahlt. Ja, also es war ganz toll mit anzusehen. Ich fand die Fackel halt ein bisschen merkwürdig. Ja. Die war so, die sah nicht bequem in der Hand aus. Nee, aber es ist ja so, seit 30, 40 Jahren gibt es ja immer jetzt diese Stäbe mit Fackeln irgendwie, die jedes Mal einzeln designt, also extra designt werden dafür. Ja. Das gab es ja früher so auch noch gar nicht. Das ist ja noch gar keine so alte Tradition. Ja. Aber eine lustige Tradition. Also ich finde, das ist ja dieser Fackel ist eine schöne Sache so in dieser Form. Und wenn Olympia eines Tages mal in Berlin sein sollte, ich melde mich an, um die Fackel. Ich mach das. Ach, können da auch so normale Menschen mitmachen oder müssen das immer Sportlerinnen sein? In London haben das auch zwei prominente Leute gemacht, nämlich Endina Monsoon und wie hieß sie gleich nochmal? Patsy Stone. Ja, stimmt, das habe ich gesehen. Und die haben das beide in ihren Rollenfummeln auch noch gemacht. Toll, das ist wirklich großartig. Ach, die liebe ich sehr. Ach, sie müssen mal wieder was machen. Ach, ja, sie wollen ja nicht mehr. Sie wollen ja nicht mehr. Nein. Und ich habe letztens auch mal ein paar Folgen gesehen, da dachte ich mir auch so, der Humor, das ist alles schon sehr, es ist doch gealtert. Es ist stark gealtert. So die ganz frühen Folgen kann man nicht mehr gucken. Ich wollte es dem Freund zeigen, wir waren dann doch sehr entsetzt eigentlich. Ja, wirklich, aber ja, nicht so schlimm wie eine schrecklich nette Familie. Ja. Das geht gar nicht mehr, oder? Das kann man überhaupt gar nicht mehr. Das ist ganz furchtbar. Ganz schlimm. Nein. Aber da haben wir früher sehr gelacht. Das olympische Feuer, wir waren gerade schon dran, das war ein Heißluftballon, eine Reminiszenz an diesen ersten Heißluftballon in Frankreich. Der hat einen speziellen Namen, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Gondolfier? Ja. So hieß der Mensch, der den gemacht hat. Genau. Und in Anlehnung an den war halt auch das olympische Feuer. Und das olympische Feuer war gar kein Feuer. Sondern was dann? Das war Licht, also elektrisches Licht und Wasserdampf. Nein. Ja. Das wusste ich nicht, aber das wäre mir auch nie aufgefallen. Und ich dachte, es sah täuschend echt aus. Toll. Und mein Mann sagt mir, das ist doch nicht echt. Ich so, doch, das ist echt. Guck, das sieht doch sehr gut aus. Doch. Ach. Und er sagte, nee, das ist nicht echt. Und er sagte auch, das ging also viel zu gleichmäßig auch gleich an und so. Also mein Mann hat das relativ schnell durchschaut. Der ist halt Feuerexperte. Er ist Feuerexperte. Also Feuerregen, da weiß er Bescheid. Und ich war doch sehr fasziniert und fand das doch sehr gut. Ja. Aber dann hat er es mir später auch gesagt, auch gezeigt, nee, wirklich ist Wasserdampf und sowas tolle Technik, also toll gemacht. Brauchen wir auch für die Bühne, Margot. Und
ist natürlich auch deutlich CO2-sparender, als da irgendwas zu verbrennen. Ja, aber komm bitte, bei so einer Öffnungsfeier, da darf man auch schon das mal brennt CO2. Ja die, ganz, die brennt ja die ganze Woche auch noch dann ja, durch, die ganzen 10 Tage. Güte. Was du einsparen kannst, kannst du einsparen. Ja, ja, und da kannst du einsparen. Also ich fand das schon süß. Zugleich dachte ich aber, schade eigentlich, dass das olympische Feuer dann als echtes Feuer auch nicht dann zu sehen ist. Weil es gibt ja keine Flamme, die dann brennt. Das fand ich halt schade irgendwo. Aber na gut, okay. Man kann nicht alles zugleich haben, liebe Margot. Genau. Aber dann, und jetzt möchte ich gerne, also es war ja unglaublich, liebst du. Da war ja viel heißes Zeug mit dabei und ich habe mich aber entschieden, der war es dann. Die geile Sau des Monats. Was war an dem noch besonders geil? Der hatte einfach eine geile Hackfresse, das kann man nicht anders sagen. Das sagst einfach, du ja gerne, mein Margot. Geile der, Hackfresse. Ja, ne? Der hatte ein schönes, kantiges, sportliches Gesicht, das war einfach mal, und hatte dann noch, ja, und durch sein Shirt sah man auch so, ach, der hat doch einen geilen Oberkörper. Und ich habe ja auch geschrieben, also falls irgendjemand die Telefonnummer von ihr haben sollte, schickt sie mir bitte. Ja, ja. Und ich habe sein Insta dann gefunden. Oh. Ich habe sein Instagram gefunden. Ja, wie heißt der denn? Habe ich das rausgefunden eigentlich? Habe ich es aufgeschrieben? Nein, doch nicht. Habe ich das? Was denn nun? Daniel Elmstrom. Ah. Daniel Elmstrom heißt er. Und der klettert an so Felswänden hoch. Das ist eine olympische Disziplin? Ich weiß nicht, ob es olympisch ist, aber der ist auch ein Sportler. Ah ja, okay. Und kommt auch nicht aus Frankreich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, Dänemark, Schweden, irgendwie sowas. Na, Elmstrom hört sich doch sehr skandinavisch an. Ja, ne? Genau. Und dann siehst du auch wirklich so seinen Muskelpack, also toller Körper. Ist schon sehr, war schon sehr, sehr lecker. Und was hat er dort Schwieriges gemacht bei der olympischen Eröffnungsfeier? Keine Ahnung. Er hat den Regenschirm gehalten, ja, damit Thomas Bach, der Präsident des IOC, nicht nass wird bei dem Regen. Bei der Eröffnung. Auch toll, ne? War die ganze Zeit im Hintergrund. Und der Kameramann hat ihn offensichtlich auch sehr geliebt. Oder die Kamerafrau. Natürlich auch sein. Ja, das Kameraling. Und dann müssen wir natürlich ganz klar über den Pimmelmann sprechen. Du meinst Anthony Ammirati. Ammirati. Ich habe das jetzt wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen, weil er ist eigentlich Franzose. Ja, ist ja auch egal. Ist ein Weltenbürger, Margot. Und der hat ja, der ist ja Hochspringer und hat mit seinem Pimmel die Latte gerissen. Hat mit der Latte die Latte gerissen, ja. Das war, das Bild ging um die Welt. Social Media war voll davon. Man kam nicht dran vorbei. Also wenn man genau hinguckt, sich das ganze Video anguckt, dann stellt man fest, ja, er kommt mit dem Knie schon ran. Ach so? Ja, mit dem Knie hat er die Latte auch schon wirklich berührt und sie war auch schon in Bewegung. Aber mit dem Pimmel hat er nochmal ordentlich nachgeschoben. Großen Penis auch. Das war wirklich. Riesiger Penis. Und er schrappte mit dem Penis an der Latte vorbei und unten drunter sagst du dann so bong, 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 wie es nochmal sich wieder in Form zurück schwankte. Sehr massig auch. Bong, 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 bong. Das ist ein neues Geräusch hier. Das hast du noch nie gemacht, das Geräusch, Margot. Jetzt geht's gerade wieder nicht. Jetzt geht aber nicht auf Zug. Den Griebsch machst du nachher aber noch. Ja, natürlich. Okay, dann bin ich beruhigt, dann kann ich nachher ins Bett gehen. Natürlich. Jedenfalls, und dann habe ich mal mein Instagram durchforstet und tatsächlich habe ich schon einen und in meinen gespeicherten Videos, der auch schon mal mit dem Pimmel die Latte gerissen Ach, hat. Mensch. Das gab es vorher schon. Ach. Wusste ich auch nicht mehr, aber fand ich ja auch schon toll. Musst du mal weiterleiten. Ja. Welcher Pimmel war denn jetzt der interessantere von beiden? Auf jeden Fall der Engels Immerstrom oder wie der heißt, also der neue jetzt. Ja, okay. Nee, der Elmstrom, und der hat bloß den Regenschirm gehalten. Ach so, nee, ja, dann Anthony Ammirati. Ammirati, ja. Alles klar. Ja. Und was gibt es sonst noch zu berichten aus der Olympiade? Also es sind beides unsere geilen Säue des Monats, haben wir uns dazu entschieden. Wir sind halt zwei alte geile Cis-Männer, die sich an jungen sportlichen Cis-Männern aufgeilen. Ja, und das machen wir sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Und sehr, sehr gut auch, Margot. Ja. Und das Lustige ist, jetzt der Anthony hat das Ganze auch sehr stark mit Humor genommen. Ja. Er hat es auch mittlerweile auch selber so persifliert auf seinen eigenen Kanälen auch und hat auch ein OnlyFans-Angebot bekommen. Natürlich. Für eine sechsstellige Summe. Er hat aber auch was angenommen. Hat, wissen wir nicht. Ja. Also es ist noch, aktuell noch nicht. Mal gucken, was da noch kommt. Warum kann ich jeden Tag Olympia sein? Weiß ich auch nicht. Ich muss ich wirklich sagen, also gerade im Vergleich zur EM war das, oder? Ja, ich glaube EM hatten wir dieses Jahr. Ich glaube, ja. Gerade im Vergleich zur EM, das war ein ganz anderes Sportfestival. Das hat mich, also ganz... Bei Olympia ist für jeden Geschmack was dabei. Da ist immer was dabei. Auch für jedes Geschlecht ist was dabei. Ja, stimmt, auch für jeden Geschmack, also auch da für jeden Geschmack was mit dabei. Ja, ja. Und dann Tom Daley müssen wir noch kurz besprechen. Ja. Der seine Karriere jetzt auch beendet hat. Ja, nach der
fünften Olympiateilnahme, hat es ja beendet, ja, ja. Ja, er hat wieder gestrickt im Publikum. Ja. Ich finde das immer so süß, wenn er strickt. Und dann hat, als er dann wieder nach Hause kam, hat die BBC ihn gleich am Flughafen interviewt und da hat er ein bisschen geweint, weil er da verkündet hat, dass er seine Karriere jetzt, beendet. Ja. Und den möchte man immer nur nehmen und streicheln. Und der ist ja noch gar nicht so alt eigentlich, ne? Der ist Ende 30. Ende 30? Meinst du nicht? Der ist ja noch jünger. Der sieht halt nur so jung aus, weil der so sportlich ist. Nee, nee, der ist auch wirklich noch, der ist Anfang 30 vielleicht, aber noch nicht viel älter. Ja, ja, ja. Die werden ja schon als Kinder da vom Turm runtergeschubst. Ja, würdest du von so einem 10-Meter-Turm runter? Nee, 10 Meter glaube ich wäre mir nicht. Nee, nee. Also 3 Meter habe ich hinbekommen, 5 habe ich glaube ich auch mal gemacht. Einmal. 5 im Olympiastadion natürlich. Olympiastadion. Im Olympiastadion. Es war nicht olympisch, es war einfach ein Freizeitbad. Ja. Aber also, da bin ich vom 5er runtergesprungen. Ja. Aber ansonsten, nein. Nee, ist auch nicht meins. Ich habe am Müggelsee habe ich das 5 Meter den Turm genommen. Müggelsee. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde da oben gestanden, bis ich mich getraut habe, da runter zu springen. Das war wirklich ganz schlimm. Ja, natürlich. Ja, ganz schlimm. Und du siehst ja, also bei Müggelsee, weißt du, da siehst du ja die Wasseroberfläche. Im Olympiastadion siehst du nicht die Wasseroberfläche, sondern du siehst den Grund des Bodens. Ja, stimmt, ja. Und das ist ja nochmal irgendwie zig Meter runter. Und von daher ist das nochmal viel, viel fieser gewesen. Ich habe auch oben eine Ewigkeit gestanden und habe gesagt, das mache ich nie wieder. Es war lustig, aber dachte mir auch so, nee, da war so aufgeregt, der Sprung selber war es dann aber gar nicht irgendwie. Nee, das gesagt, stimmt, hat jetzt Spaß gemacht? Ja. Nee, eigentlich nee, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Nee. Naja. Gut, ihr seht schon, wir sind sehr sportlich. Ja, aber jetzt lass uns dann, es gab natürlich auch Riesenskandale. Ja. Der Aufreger des Monats. Jetzt pass auf, die Katholiken mal wieder. Ja. Ja, es gab ja bei der Eröffnungsfeier, gab es ja auch die Nachempfindung des Abendmahls. Nee, gab es eben nicht. Gab es eben nicht. Das ist ja genau der Punkt. Es war kein, nein, es war ein völlig anderes Bild. Ach so. Es war ein Bild mit griechischen Göttern. Aber die katholische Kirche hat da drin das Abendmahl gesehen. Ach so. Und hat das als Riesenskandal gewittert und war der Drag Queens und das ist dann ganz schlimm. Ja, es ging um den griechischen Gott Bacchus und um Wein und sowas alles. Also ein völlig anderes historisches Bild eigentlich, was da genommen worden ist als Vorlage. Aber die katholische Kirche hat das Abendmahl drin gesehen und einige Kloppis auch in unserem Umfeld haben da aus dem deutschen Kloppi-Umfeld halt, haben da Leute halt das eine Verhunzung des Abendmahls gesehen und es gibt Leute, die wirklich, also ich meine, es war, ich wusste nicht, dass ein blauer Papa Schlumpf zum Abendmahl mitgehört irgendwie, der da vorne an Weintrauben labt und sowas. War da ein blauer Papa Schlumpf? Naja, da war ein blau angemalter, kräftiger Mann, der da an Weintrauben gelutscht hat. Ja, okay. Ich kenne kein Abendmahlbild, in dem das drin vorkommt. Nein. Spätestens da muss es alle aufrütteln und sagen, das kann nicht das Abendmahl sein. Und aber einige Leute sind halt sehr, sehr, ich sag mal so, wie soll ich sagen, die sehen dem alles auch immer gleich einen Angriff auf sich, selbst wenn es gar nicht gemeint ist. Und es ist weder gemeint, noch ist es wirklich dargestellt worden. Ja. Da muss man schon aktiv dagegen, also gegen die Fakten andenken, um da drin ein Abendmahl zu sehen. Und haben das als eine Verhunzung des Abendmahls gesehen und des katholischen Glaubens und es sei respektlos und weiß ich was nicht alles. Und also es war völliger Blödsinn auf jeden Fall. Hast du denn auch davon gehört, dass dem eines Ei aus der Hose gehangen ist? Das ist ja der nächste Skandal, richtig. Auch das ist kein, es war einfach nur ein Loch in der Strumpfhose. Ach Mann. Aber auch da musste man ein Ei sehen, was dann halt nicht. Und da wird dann ein kurzes Bild genommen, wo es halt ein bisschen ungünstig aussieht. Und da sagt, ja, aber das ist ja der Beleg. Man, du guckst dir wirklich als laufenden Film an, dann siehst du, dass das kein Ei ist, sondern dass das halt. Ich glaube, das eigentliche Problem an der ganzen Sache ist einfach, das war ihnen einfach alles zu schwul. Und deshalb. Zu bunt, zu queer, zu international, war alles. Und auch Riesenskandal war ja unser deutscher Fahnenträger, Dennis Schröder. Ist eine Person of Color, der war schwarz. Da haben sich auch Leute drüber aufgeregt. Naja, aber natürlich. Nur weil der einen deutschen Namen trägt, ist das ja noch lange kein Deutscher. Also ein Deutscher sieht schon anders aus, Jessica. Da musste mal, also ein das Deutscher kann sieht doch schon nicht wahr sein. Und da frage ich mich, was ist in diesem Land los? Wenn die Leute wirklich überall Dinge wirklich nur noch sehen, die sie sehen wollen und einen Hass, eine Antipathie haben. Aber jetzt, ich sag mal so, wer damit ein Problem hat, wenn eine Person of Color eine Deutschlandfahne trägt, was ja an sich auch schon ein Bild ist. Das hätte man 1936 machen sollen. Ja. Eine Person of Color, die eine deutsch
Reichsflagge, okay, Hakenkreuzflagge, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das so, aber nachhinein doch schwierig. Schwierig, ja. Aber ich meine, das ist ein Signal auch an die Welt, an alle da draußen. Und zum Donnerwetter nochmal, also ich meine, jetzt heißt der Mensch auch schon Dennis Schröder. Deutscher geht's eigentlich gar das nicht Das ist mehr. Schon ein sehr deutscher Name. Ja. Also, das ist fast Max Mustermann. Das ist wirklich, ja. Das ist sehr kurz vor Max Mustermann, ja. Das ist wirklich... Ja, aber wer hat sich da beschweren, wie die scheiß Neonazis oder natürlich, die alten Leute halt. Ja, ist ja klar, okay, das ist ja wirklich klar. Also, nein, jedenfalls, welches Team hat die meisten Goldmedaillen abgesahnt? USA. Fast. Aber bist du überrascht gerade? Ja, fast, ja. Weil in Wirklichkeit ein Team, was als Nation leider nicht antritt. Russland. Nein, das Team LGBTIQ. Ach so, stimmt. Ja, okay, Margot, das ist aber auch... Ich weiß, es ist, ja, ich also weiß, hatte ich natürlich, recht. Ja, natürlich. Ja, ich hatte recht. Ja, ja, klar. Und die finden jetzt ja dann in Los Angeles statt. Die nächsten sind in Los Angeles. In vier Jahren, ja. Eine Olympiade ist 4 Jahre. Ja. Wie fand es, Margot, Hals, ja. Maul, dieser belehrende Unterton, den habe ich gar nicht gerne, meine Liebe. Aber du brauchst ihn. Du brauchst ja, ihn. Ja, ja, ich habe es nötig. Margot, wie fandest du denn die Abschlussfeier? Die habe ich nicht gesehen. Ja, du hast auch nichts verpasst. Die war echt. Ach nee, warte mal, doch. Doch, ich habe die gesehen, die war im Stadion, genau richtig, im Stadion und Entschuldigung, da war der Pianist, der irgendwie so hing und dann so das so war spektakulär, aber das war es dann halt auch schon. Und dann war halt die Kontinente waren aufgemalt, ja, und bei der einen Band sind die Sportler versehentlich, vor lauter Stimmung sind die bei der ersten Band schon mit auf den Kontinent draufgesprungen, ja. Mussten alle wieder runtergescheucht werden, ja. jetzt noch nicht. Was war das für eine Band jetzt genau? Ich keine Ahnung, da waren diverse Bands und Musiker, die dann immer wieder dort eingeblendet worden ist, der nacheinander Musik dort gemacht haben. Nee, DJs, ich habe es ja auch gesehen. Ich habe es, keine Ahnung. Aber da ist eine Band sehr prominent aufgetreten, die haben bestimmt 7 Songs oder so gespielt. Ja. Ich kannte die alle so vom Hören, die Songs ein bisschen, aber ich hatte keine Ahnung. Nein, ich auch nicht. Dachte ich so, okay. Wen ich vermisst habe, war Mylène Farmer. Da dachte ich ehrlich gesagt, dass die, wenn die schon bei der Eröffnung nicht mit dabei ist, dass Mylène Farmer, das ist die Madonna von Frankreich. Auch Frankreich ist auch eine Madonna. Ja, praktisch eine Madonna, ja, genau. Richtig. Ich dachte immer, die Madonna von Frankreich ist Patricia Kaas. Nein! Wieso denn Patricia, nicht? Patricia Kaas hat die, Lieder von Mylène Farmer gecovert. Was wir von Patricia Kaas kennen, ist zu einem erheblichen Teil alles im Original Mylène Farmer. Patricia Kaas kennt in Frankreich auch kaum ein Mensch. Die ist in Deutschland bekannt. Ja. So wie in Nana Mouskouri? So ungefähr. Okay, gut. Also ist Patricia Kaas die Nana Mouskouri von Frankreich. Ja, ja. Gut. Ja. Oder, okay, oder Mireille Mathieu. Ne? Mireille Mathieu. Die in Frankreich auch so gut wie keiner kennt. Ist das so? Ja, ist auch. Dich kennt in Deutschland auch kaum jemand, Margot. Ne? Ja, aber in Frankreich bin ich ein großer Star. Ich komme direkt nach Mylène Farmer. Und sie haben mich gefragt, sag mal, möchtest du auf dem Eiffelturm singen? Aber ich habe gesagt, ich habe Höhenangst, geht nicht. Keine Zeit auch gar nicht. Auch keine Zeit. Ist ja gebucht. Also ich bin ja gebucht, ja. Und ganz ehrlich, also da muss man schon ein bisschen früher bei die anfangen, Margot, und noch einen Termin zu bekommen. Die haben sich vor 7 Jahren gemeldet und dachte, was glaubt ihr eigentlich? Spinnen doch, oder? Wirklich. Ja, ich bin schon längst gebucht für den Sommer. So, wir haben noch Fake News, Margot. Ja, die haben wir auch noch. Dann täuschen wir da mal rein. Fake News des Monats. Oh, das ist aber auch ein sehr sperriges Thema. Also da habe ich mich wieder sehr geärgert. Ja. Über die ganze Sache. Also es geht um die Boxerin. Imane Khelif. Ja. Das war so der Beatrix-Storch-Moment mit dem Missgendern von Tessa Ganserer, finde ich, im Bundestag. Ja. So, das ist genau dasselbe Geschmäckle. Ja, 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 genau. Diese arme Frau wurde besonders von den Rechnern sowas von gedisst, weil sie angeblich in deren Augen ein Mann ist. Also es gibt einen russischen Boxverband. Ja. Und dieser Boxverband ist vom IOC ausgeschlossen worden. Das erste Mal, dass überhaupt ein Sportverband vom IOC ausgeschlossen worden ist, weil es dort Korruption, Betrug und was ich weiß nicht, das ist wirklich ordentlich. Surprise, die haben wirklich alles aufgefahren, dass das IOC, ich meine, wir reden hier von Herrn Bach und so, die, ich sag mal, in Sachen Korruption sind hier bestimmt auch nicht unbedingt unbeschriebene Blätter. Doch nicht so was. Bei aller Liebe, also das IOC ist auch nicht gerade, aber egal. Aber wenn es selbst denen zu bunt wird, dann ist wirklich schon ordentlich die Kacke am Dampfen. Und die haben, dieser russische Boxverband hat jetzt die Fake News in die Welt gesetzt, dass Imane Khelif eine in Wirklichkeit
Wirklichkeit ein Mann sei, als Mann geboren wäre. Mhm. Und das haben sie so aktiv verbreitet. Und natürlich haben das bei uns unsere, ich sag mal, es gibt ja in Deutschland eine kleine Gruppe an Fake News Opfern, die auch auf sowas jedes Mal reinfallen, ja, und wirklich alles mitnehmen. Die haben das natürlich auch mitgeteilt. Und ja, und dann wird hier angebliches Material gezeigt, was es nicht gibt übrigens, dass sie halt als Junge angeblich geboren worden sei. Und diese Boxerin hat immerhin es geschafft, sie hat im Boxen ihrer Klasse hat sie die Goldmedaille immerhin bekommen. Mhm. Und so viele Leute haben da geschrieben, ja, wenn jetzt beim olympischen Boxen schon Männer hier Frauen schlagen dürfen, so, und so weiter. Genau. Es ging also in so eine Trans-Geschichte rein. Jetzt muss man wissen, die Gute kommt ja nun aus, lass mich kurz nachgucken, aus welchem Land kommt sie eigentlich? Oh, das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Im Zweifel immer Lampugesam, aber nee, das war immer auf der sicheren Seite. Genau, richtig, ja. Genau, also es ist ein afrikanisches Land und ich sag mal nicht unbedingt gerade ein sonderlich progressives afrikanisches Land. Gambia. Nee, ich komme aber noch drauf. Ich komme noch drauf, sobald ich es irgendwann mal finde. Das nützt nichts, wenn du was reinrufst. So, und sie hat jedenfalls... Also es ist ein höchst transfeindliches Land auch noch. Und glaubst du wirklich, dass ein transfeindliches Land eine Transboxerin zu Olympia schickt? Es ist doch relativ unwahrscheinlich. Nee, alleine da hätte man schon mal nachdenken können. Es geht ja ums Rausbrüllen. Da sind wir wieder beim selben da Thema. Da steht jetzt klar, einfach nur Rausbrüllen. Ja, genau, richtig. Naja, ist also meine Meinung. Meine Meinung. Ja, also ganz, ganz furchtbar. Und wer hat ordentlich mitgemischt? Elon Musk. Ja, und... Wer ist noch so als transfeindlich weltweit bekannt? Schreibt gerne mal Harry Potter Bücher. Ach, hat die ja. J.K. Rowling. Ach, hat die was dazu in Senf abgegeben? Natürlich. Ach, auch sie hat ordentlich transfeindliche Dinge abgelassen. Was ist mit der passiert, ne? Es ist unglaublich. Aber ich glaube, die ist wirklich falsch abgebogen irgendwann. Ja, die hat schon, diesen AfD-Knick in ihrem Gehirn irgendwo drin. Der heißt in England bestimmt anders. AfD-Knick. Ja, und dann ist die irgendwann mal, hat die irgendwie die falsche Kurve genommen. Ja, irgendwie schon. Und, Imane Khelif hat Strafanzeige gegen beide gestellt. Richtig so. Und jetzt kommt's, J.K. Rowling hat 23 Tweets gelöscht. Alle aus diesem Zeitraum. Mhm. Und hat seither, wir wissen nicht, wie es zu dem Zeitpunkt ist, wenn wir das Ganze hier seht oder hört, nichts mehr getwittert. Was für sie sehr untypisch ist, weil so sie Twitter-Eule, ja. Sie ist so eine kleine Twitter-Eule und sie ist seitdem total still. Ist auch mal vielleicht ganz gut, man soll einfach auch mal schweigen. Ja, und vielleicht ist das ja auch so ein Moment, wo sie jetzt vielleicht verstanden hat, von wegen, ist vielleicht nicht so gut gewesen und vielleicht muss ich jetzt nochmal ganz kurz in mich gehen und rekapituliere ein bisschen über mein Leben. War vielleicht ein bisschen scheiße, was ich in mancher Sache... Ich möchte ja an das Gute noch glauben. Ach, du bist ein bisschen so ein herzensguter Mensch, mein Gott. Ne? Ja. So, auf wen ich übrigens bei Olympia gut hätte verzichten können, bei der Abschlusskundgebung war der Schauspieler, der da vom Dach runtergesprungen ist. Ach, Tom Cruise. Also das fand ich sowas von albern. Das war peinlich. Das war wirklich peinlich. Und Tom Cruise ist ja sowieso schon an sich eine sehr peinliche Person. Er ist eine sehr, sehr peinliche Person. Und vor allen Dingen, er sprang runter und dann zuppelte er mal mit der rechten Hand an irgendeinem Faden, weil er irgendwas am Bein offensichtlich dran hat. Da war irgendwie was Größeres dran. Mhm. Und ich dachte mir so, wahrscheinlich hätte da jetzt eine Fahne oder sowas aufgehen sollen und es klappte nicht. Ach so. Aber er zuppelt die ganze Zeit. Naja, das wird keine Bremse sein, die er da drin hat. Er ist zwar am Seil runtergelassen worden. Man weiß nie bei Tom Cruise. Was hat er da auch bei den Olympischen Spielen zu suchen? Na, er hat die Olympiaflagge genommen und hat sie dann nach L.A. rübergebracht. Oh Gott, und ist er dann mit dem Fallschirm aus dem Flieger gesprungen und in L.A. gelandet? Oder? Ja, genau so. Und da muss man einfach mal sagen, das hat die Queen einfach deutlich besser gemacht und cooler gemacht. Die Queen ist ja bei der Olympiade, bei der Eröffnungsfeier der Olympiade in London auch aus dem Hubschrauber rausgesprungen. Die arme alte Frau? Hast du es nicht gesehen? Wann? Guck es dir bitte an. Ach. Die Queen ist im Palast abgeholt worden von 007. Ach ja doch, das habe ich doch gesehen, ja klar. Und sie sind wirklich beide, der Schauspieler Daniel Craig und die echte Queen, sind dann in den Hubschrauber, also sind durch den Palast durchgelaufen, mit den Hunden noch an der Seite und dann ist sie halt in den Hubschrauber eingestiegen und ich glaube, ab der Hubschrauber-Szene wurde sie gedoubelt, aber ich glaube, vielleicht ist sie doch selbst gesprungen, man weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die aus dem Flugzeug springen. Und dann ist da halt ein Fallschirmspringer in ihrem Kleid im Stadion gelandet, ist dann zur Seite gerannt auch noch natürlich und dann ist sie und dann tauchte sie plötzlich auf ihrem Balkon da oben in diesem Kleid auf einmal dann auf und das fand ich halt sehr, sehr lustig und die Idee soll sie angeblich selbst gehabt haben. Ach.
war immer schon eine gewitzte kleine Maus, die Queen. Die ist eine gewiefte. Die soll eine sehr, sehr lustige Frau gewesen sein auch. Ja, naja, ich meine, gut, lass uns noch über das Wichsen sprechen. Wir müssen über Elon Musk sprechen. Ja, und dann würde ich vorschlagen, dann kriegt er auch seinen eigenen Jingle, weil der hat viel verzapft in der letzten. Der Wichser des Monats. Auch ein furchtbarer Mann, dieser Elon Musk. Ein furchtbarer, richtig. Immer schlimmer. Ja. Wir waren früher nur gruselig, aber ja, jetzt wird auch gefährlich. Lass es uns runterrattern, was hat er alles verbockt? Also zum einen hat er auf seiner Plattform X mit Trump ein Gespräch geführt, was gehackt worden ist und ist dann abgebrochen worden. Nein. Wo bist du? Hast du jetzt gerade ausgedacht? Hast du was gehört in der Richtung? Oder? Das wurde so berichtet. Also, nein, kleiner Tipp, das nächste Mal erst die Unterlagen durchlesen. Nein, sie hatten technische Probleme gehabt und konnten erstmal gar nicht, live gehen für 40 Minuten, weil kam Fahrstuhlmusik zu hören. Das habe ich jetzt gerade verwechselt. Ja. Was wurde denn gehackt? Irgendwas wurde doch auch gehackt. Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht. Wir machen bei Musk einfach mal weiter, weil sonst dauert das zu lange. Und Trump und die haben schlimme Sachen auch schon wieder gesagt. Trump hat wieder, Trump sagt nur schlimme Sachen. Und Musk war eigentlich nur Stichwortgeber und das war's. Er ist halt auch kein Journalist, das muss man einfach mal sagen. Dann, Musk hat jetzt bekannt gegeben, er wird bis zum Ende des Wahlkampfes jetzt jeden Monat 45 Millionen Dollar für die Wahlkampagne von Donald Trump spenden. Ja, das sagt schon sehr viel aus. Leute, solltet ihr noch irgendwie ein Twitter-Profil, ich sage es einfach, Twitter-Profil noch haben. X, ich weiß, trotzdem Twitter-Profil. Twitter. Bitte, also kein Geld reingeben und eigentlich auch bitte löschen. Ich muss meins auch löschen jetzt. Dann hat er jetzt seinen abtrünnigen Werbekunden gedroht. Du erinnerst dich, vor ungefähr einem Jahr hat er ja noch den Leuten gesagt, die Werbekunden haben ja einige storniert dann, die Anzeigenkunden, Anzeigenverträge bei ihm. Und den hat er irgendwie auch noch so, beschimpft, als sie gegangen sind. Ach, sollen sie doch Arschlöcher, euch brauche ich nicht. Jetzt möchte er die gleichen verklagen, weil sie ja keine Werbung mehr bei ihm machen. Oh, ich bin gespannt auf welche Rechtsgrundlage. Aber ich auch nicht. Nee. Ich glaube, man könnte es doch selbst entscheiden dürfen, wo man seine Werbung aber schaltet. Aber er glaubt halt, er sei irgendwie wichtig, man muss mit ihm und das, Der wird langsam verrückt, wird er. Der ist definitiv verrückt. Der ist geistig, glaube ich, wirklich zutiefst gestört. Naja. Dann, es gab Ausschreitungen in Großbritannien von Rechtsextremen, die sind da aufgrund von Fake-Informationen sind die als Pöbel wirklich durch die Straßen gezogen und haben da geplündert und so weiter. Diese Ausschreitung hat er jedenfalls gut geheißen. Auf die Ausschreitung wollen wir nicht weiter inhaltlich eingehen, das wird zu kompliziert. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die Firma Rossmann, die kennen wir beide ja sehr gut. Ja, da gehen wir gute Freundinnen. So Strumpfhosen einkaufen. Oder wie ich immer sage, Rossmange. Genau. Die Firma hat jetzt gesagt, dass sie für ihren Fuhrpark, den sie gerade elektrifizieren, jetzt keine weiteren Teslas mehr kaufen werden. Sie steigen auf andere Marken um, aber sie kaufen keinen Tesla mehr nach dem ganzen Kram, Elon Musk da verzapft hat. Ach ja, und weitere Unternehmungen folgen dem gerade. Ja. Das finde ich. Finde ich natürlich, finde ich eine gute Sache, ehrlich gesagt. Das ist doch jetzt wieder so, in 5 Monaten kriegt er keine Sau mehr nach. Mal gucken. Ich glaube, Musk hält sich weiterhin noch ordentlich lange im Gespräch und ich wünsche ihm jetzt eigentlich nichts Größeres, als dass er seine einzelnen Sparten langsam alle verkaufen muss. Und E-Autos sollte er als allererstes verkaufen, weil dann kann man die Dinger wieder fahren, denn die sind an sich gut, wie ich so mitbekommen habe. Ich saß mal in einem drin und war angetan. Sind schon schöne Autos, aber ich möchte halt nicht, dass man diesen Menschen dafür Geld dafür gibt, weil der macht mit dem Geld einfach nur Scheiße. Das kann man nicht anders sagen. So. Ist es. So, es gibt gute Nachrichten. Es gibt gute. Kommen wir jetzt auf Britney Spears zu sprechen. Es gibt gute Nachrichten über Britney Spears. Auch das ist fast schon ein eigener Jingle wert. Es gibt ja bald ein Biopic über Britney Spears und ich habe von dieser Schauspielerin, die Britney verkörpern wird, noch nie vorher gehört. Sydney Sweeney. Hat dir der Name was gesagt? Ja, mir hat er was gesagt. Ach, du lügst mich doch gerade richtig an. Das ist richtig. Ich habe diese Info zugespickt bekommen mit dem Hinweis, hier, dann kannst du Parker mal sprachlos machen, dass du was über Britney weißt. Ich habe dann aber gegoogelt und ich kenne die Schauspielerin tatsächlich doch vom Sehen, aber ich weiß nicht, das ist auch ein Scheißname. Ich freue mich schon sehr über das Biopic, du wirst da wahrscheinlich einen großen Bogen drum machen und dir das nicht angucken. Was gucke ich mir immer mal an, dann weiß ich wenigstens, welche Person ist das eigentlich da. Apropos. Welche Person, ja. Melanie Müller. Oh ja, auch eine. Um die machst du jetzt einen großen Bogen immer drum. Melanie Müller und ich haben ja eine jahrelange lose Bekanntschaft. Ja. Und ich fand die ja schon mal ein bisschen verrückt. Ja.
Und jetzt ist ja diese ganze mit dem Hitlergruß und so, das sie haben ja bestimmt alle mitbekommen. Ja, sie hat einen Hitlergruß mehrmals gezeigt. Und das ist ja schon jetzt 1-2 Jahre her, dass das da aufgekommen ist und das ist jetzt ja immer abgestritten, glaube ich. Ja, wir können den Begriff vermeintlich übrigens jetzt weglassen. Jetzt, wir hätten immer früher sagen müssen, vermeintlich einen Hitlergruß gezeigt. Ja. Jetzt gibt es einen Urteil, demnach hat sie ihn gezeigt und damit dürfen wir es auch ohne vermeintlich jetzt sagen. Gut, also hat sie. Hat sie gezeigt, gerichtlich bestätigt. Sie kriegt eine Geldstrafe jetzt dafür. 80.000 Euro. Ja, 160 Tagessätze, was viel ist, im Wert von 500 Euro. Das ist wirklich viel, ja. Das ist wirklich, das ist ordentlich. Ja. Jessica, wie viel bleibt auf deinem Konto noch übrig, wenn du jetzt 80.000 Euro zahlen müsst? Ich möchte mit dir nicht über meine privaten Finanzen sprechen. Da wird die Bank das Konto kündigen. Könnte ich natürlich nicht stemmen, leider. Aber so Tagessätze werden ja auch danach berechnet, wie viel man auch verdient. Ja, das ist also richtig. Das ist aber 160 so Tagessätze, muss man auch mal sagen, das ist mehr als ein Quartal. Muss man erstmal zusammenbekommen, ja. Habe ich eine lustige Nachricht für dich. Ein Mann aus Litauen. Der wollte auch ein bisschen zu Geld kommen, hat er auch gemacht und das macht man am besten, indem man Rechnungen schreibt. Rechnungen für Hardware und diese Rechnung hat er an Google und Facebook geschrieben und geschickt und die Konzerte haben diese auch bezahlt. Rechnungen waren alle frei erfunden und somit hat der Betrüger rund 122 Millionen Euro bekommen. Also ich meine, ich finde, das ist natürlich eine absolut dreiste Aktion. Ja. Muss man sich ja erstmal trauen. Man muss auf die Idee erstmal kommen. Naja, ich finde, das ist jetzt schon keine besonders raffinierte Idee, muss ich sagen. Bist du jemals auf die Idee gekommen, jemand eine Rechnung zu stellen, den du gar nicht kennst und für den du noch nie etwas gemacht hast? Lass für etwas, gucken. Was du nie geleistet hast? Vielleicht, ganz, ich weiß nicht. Stellst du mir öfter Rechnungen für Dinge, die du nicht geleistet hast? Ah gut, ich wollte das ja eigentlich in einer ruhigen Minute finden mal... Finden die Kiez-Tour mit dir eigentlich noch statt? Könnt ihr mir ganz kurz bestätigen, dass die Kiez-Tour mit Jessica stattfinden? Ich war da noch nie mal. Ich betrüge dich seit einem Jahr, ne? Okay, ich habe ein Problem. Ja, alles klar. Das ist ein Problem. Ja. Naja, okay. Und dann aber, wie saudum muss man sein, als Unternehmen das auch zu bezahlen? Ich meine, das ist ja... Was ist das für eine Buchhaltung? Also, entschuldige mal. Aber es müssen auch nicht glaubwürdige Rechnungen gewesen sein. Na, jetzt steht der Mann auf jeden Fall vor Gericht. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich würde mich an der Stelle ehrlich gesagt über einen Freispruch nicht wundern, weil man sagt, wenn ihr zu blöd seid, das zu kontrollieren als Unternehmen. Total. Selbst schuld, bei aller Liebe. Ja. Dann müssen wir jetzt nach Mordor reisen kurz und über die Orks sprechen. Dein Lieblingsjingle jetzt. Neues aus Mordor. Und wir reden gleich über das Werbeplakat der Orks. Ja. Hast du das auch gesehen? Ich habe das auch gesehen, ja. Und das war ja Stockfotografie. Das war ja nicht geshootet extra. Ja, nein. Ich frage mich aber auch, was für ein Fotograf macht denn so ein Foto und bietet das so Stockplattformen an, wo... Also, weißt du, also es ist eine das sehr deutsche Foto Familie. Das zeigt eine deutsche Familie. Ja. Außen blond. Sitzen Vater und Mutter, die beide die Hände schützend vermeintlich hochhalten über die Kinder, damit ein Dach praktisch bilden. Das beinhaltet allerdings auch, dass sie damit automatisch mindestens einen Hitlergruß zeigen. Und das ist zur Anzeige gebracht worden, und zwar in Frankfurt-Oder. Und daraufhin hat die Polizei in Frankfurt-Oder diese Plakate abgehängt. Sehr schön. Finde ich sehr gut. Ehrlich gesagt hätte ich mir jetzt ein Gerichtsverfahren da noch gewünscht, weil Plakate abhängen ist ja bloß die Schlagzeile für die Orks. Wir haben wieder Aufmerksamkeit, darum geht es ja im Endeffekt. Ja. Die wollen ja bloß Aufmerksamkeit. Und das machen sie halt mit Tabubrüchen. Man kann es immer wiederholen, sie machen immer nur Tabubrüche. Ja, ein Tabubuch nach dem anderen und immer weiter und immer weiter. Und immer schlimmere Tabubrüche. Immer schlimmere Tabubrüche. Das ist ja. Genau. Der Oberorg, Herr Höcke, auf einer Veranstaltung hat er gesagt, die AfD-Wähler, er hat es männlich ausgesprochen. Natürlich. Ja, das sind, sollen bitte zusammen mit ihren pflegebedürftigen alten Menschen Briefwahl machen. Oh. Und dort die alten Menschen davon überzeugen, AfD anzukreuzen. Das ist doch illegal sowas, oder? Meiner Meinung nach ist das verboten. Ja. Die alten Leute sollen einem sagen, was sie wählen möchten. Und ich habe ja mal in einer Demenz-WG gearbeitet und da waren alle. Hast du eigentlich noch nicht gemacht in deinem ich Leben? Ich habe gar nicht so viel. Demenz-WG habe ich gearbeitet, also Altenpflege habe ich gemacht. Biotechnologie habe ich gemacht. Verlagswesen habe ich gelernt. Ja, Gesang und Tanz habe ich gemacht. Ja, Margot. Es reicht. Ich kann ja nichts dafür, dass du so unterausgebildet bist. Ich bin gar nicht ausgebildet. Das Einzige, was du machst, ist Sport. Professionelle Quereinsteigerin bin das ich. Ja, das Einzige, was du machst, ist Sport, aber davon bleibt ja nichts hängen.
So, Margot, jetzt ist die Freundschaft auch endgültig vorbei. Ich bin wirklich wieder enttäuscht von dir. Ich hab's geschafft. Ich bin sehr, sehr glücklich. So, wollen wir die Orks jetzt mal auch beiseite lassen? Ja, es gibt. Der Schock des Monats. Das ist natürlich für dich ganz schlimm jetzt. Das ist jetzt wirklich, ich kann das, also ich bin da sehr emotional bei dem. Brauchst du ein Taschentuch? Nee, das musst du vorlesen, Jurassic, das traue ich das nicht, weil das ist wirklich, macht mich. Alles klar, mach ich gerne, Margot. Also pass auf, Cola wird ab September teurer. Insider sprechen von 9%. Auch Fanta, Sprite, Wasser, Eistee, Schorlen, Energydrinks sind davon betroffen. Ja, und zwar aus dem Coca-Cola-Konzern nur die. Ne? Ja, klar. Da müssen alle ganz stark sein jetzt. Ja. Ja, aber die gute Nachricht habe ich dir vorenthalten. Die Sonderangebote werden weiterhin bestehen bleiben. Die wird es ab und zu immer wieder geben. Wenn sich eine einfache Frau freut, dann macht auch der Tag wieder Spaß. Aber könnt ihr verstehen, dass ich da völlig fertig bin, wenn ich sowas lesen muss? Aber du trinkst auch nur Coca-Cola, keine anderen Sorten? Nein, ich trinke auch. Du trinkst auch Fritz-Cola und sowas, ne? Fritz-Cola zum Beispiel. Aber ist schon deine liebste Coca-Cola, Ich hatte gestern einen Dreh gehabt, da gab es so aus einem Zapfautomaten eine Cola, so eine Ersatz-Cola. Ja. Die war sehr lecker. Ach was. Die war sehr, sehr lecker. Und es war ein absolut No-Name-Produkt. Ich weiß nicht, was es war. River-Cola. Nein, auch was völlig anderes. Auch die anderen daneben, das waren absolute No-Name-Produkte. Ich glaube, damit werden allerdings Filmproduktionen sowas ausgestattet. Von wegen hier, das ist das richtig leckere Zeug. Das kriegst. Ja. Was war das denn gerade? Aufgestoßen gerade. Achso, ich dachte, du hast ja eine Fliege gefangen. Okay, weil du ein kleines Hüngerchen hast, passiert ja gerne mal. Ich bin ja auch ein kleines Fröschlein. Ja. So, Margot, also da bist du dann, da bist du mehrseitig bespielbar, was Cola so anbelangt. Ja, was anbelangt, Cola angeht, ja. Ich nehme nicht alle, nicht jede, aber einige definitiv. Weil es gibt gibt ja welche, die schwören ja dann nur auf so eine Sorte und so. Ja, also was. Für mich schmeckt das alles gleich. Was ich nicht kann wahrhaftig ist Pepsi, das muss ich gestehen, das ist nicht meins. Komisch, und weil die dann sehr zu süß ist oder was schmeckt dir daran? Ja, nee, Pepsi ist geschmacklich allgemein, ist nicht meins. Bei Coca-Cola kann ich sagen, ich trinke gerne Coca-Cola Zero. Was ich nicht trinke, ist Light. Ich finde, die schmeckt widerlich. Ach, schmecken die unterschiedlich? Ja, die schmecken sehr unterschiedlich. Definitiv. Ach was. Ja, Coca-Cola Zero ist für mich geschmacklich sehr nah am Original dran. Und Coca-Cola Light hat wirklich so, die hat so diesen natrinsüße Geschmack irgendwie mit dabei. Du schmeckst diesen Kunstsüßstoff irgendwie raus. Ich habe gedacht, es gibt nur Zero und Light, weil das eine Produkt für Männer, das andere für Frauen gemacht ist im Marketing. Ja, wahrhaftig haben sie auch Light war wirklich für Frauen gedacht und Zero eher für Männer gedacht, ja. Aber es ist, glaube ich, auch ein geschmacklichen Unterschied. Also wieder was gelernt, Margot Schönske, wieder ein Quell der Information, meine Liebe, ganz, ganz toll. Ich hab's halt drauf. Dann, wir wissen nicht, wie alt Coca-Cola ist, aber bei folgenden Leuten und Dingen wissen wir, dass sie Geburtstag hatten. Das Geburtstagskind des Monats. So, 15.000... War ich gerade so elanvoll, dass ich mich am Mikrofon gestoßen habe. Ja, 15.000 Sendungen Tagesthemen. Tagesthemen gucke ich ja wirklich fast jeden Tag. Ich habe fast alle Folgen geguckt. Ja, genau. 20 Jahre Dong Swan Center. Da war ich noch nie. Warst du noch nie gewesen? Warst du da mal? Ja. Wir müssen kurz erklären, was das ist. Das ist bei uns in Berlin ein Einkaufszentrum. Sehr, sehr schredderig, sehr schäbig. Es ist primär das ist ein asiatischer Markt, möchte ich mal sagen. Da gibt es halt Ramsch. Da gibt es Ramsch. Da gibt es Ramsch aus China. In allen Klassifikationen. Ja. Da gibt es Markenramsch auch wirklich. Und Schmuck, Strassschmuck ohne Ende. Ein Paradies für Transvestiten. Das ist wirklich ein Paradies für Transvestiten. Da gibt es auch andere Dinge wahnsinnig günstig. Also wenn du irgendwie Technik brauchst und das wahnsinnig günstig brauchst, kannst du da hinfahren. Ich würde es nicht kaufen wollen. Es gibt Schuhe, es gibt Klamotten, alles in sehr, sehr günstig. Möchte ich auch nichts davon kaufen und anziehen, weil wenn du es anfäst, dann sagst du, das möchte ich nicht auf der Haut haben. Ach, warte mal, waren deine Badeschuhe nicht aus dem Dong Swan Center, die du nicht im Wasser tragen durftest? Nein. Nee, haben wir im Internet bestellt. Aber wahrhaftig ein bisschen Schmuck. Und das ist halt der wirklich gute Tuntenschmuck. Der Tuntenschmuck, der immer so einen blau-grauen Schatten am Hals sonst und so. Sonst ist das kein echter Tuntenschmuck. Sonst ist kein echter Tuntenschmuck. Erkennt ihr wirklich den guten Schmuck auch. Hast du vollkommen recht. Genau. Also das ist 20 Jahre alt geworden. Das ist eine Sensation. Aber ist auch schon mehrmals abgebrannt, oder? Nee, es hat immer dabei gebrannt. Nie auf dem Sensor selbst. Aber man denkt immer vom Weg, wenn es da brennt, das würden wir hier hören. Das gibt eine riesige Verpuffung. Da kannst du sicher sein. Aber leckere asiatische Restaurants dort.
wirklich. Und das schmeckt, das ist wirklich original. Alles klar. Ich werde da nie hingehen, Margot. Wahrscheinlich nicht. Niemals. Aber ich möchte auch nicht in den Osten fahren. Dann du. Ich bin heute schlimm, ich weiß, Mama. Ja, ja. Nicht vorbereitet, aber Ossi-feindlich. Ja. Okay, erzähl weiter. Ja, was? 30 Jahre Olympia-Boykott der DDR, meine Liebe. 1984 fanden nämlich die Olympischen Spiele in Los Angeles statt. Ja, genau. Und hat nicht nur die DDR, sondern auch Russland, der gesamte Ostblock hat damals halt nicht mitgemacht. Ne? Mhm. Umgekehrt hingegen hat der komplette Westen 1980 in Moskau nicht mitgemacht. Also das war der Höhepunkt der Eskalation. So. Maro, du bist schon ein bisschen Olympia-Fanin, oder? Naja, ich habe ich habe 1984 die olympische Eröffnungsfeier gesehen, in Los Angeles war das übrigens. Oh. Witzig, Los Angeles, wie in 4 Jahren wieder. Und war so fasziniert von dieser Eröffnungsfeier mit den 84 weißen Flügeln dort in diesem Stadion, was du auch ganz kurz in dem Einspieler dann gesehen hast bei der Abschlusskundgebung. Und wie dann dort ein Feuer an einer Wand hochging und auf einmal die Olympischen Ringe nachzeichnete. Das war ganz, das fand ich so total faszinierend. Ja. Da war ich hin und weg und dachte, wow. Da war für mich klar, ich werde eines Tages mal Feuerwerkerin. Mhm. Habe ich nicht gemacht. Ich habe mich schon mal informiert. Die Ausbildung kostet ungefähr 15.000 Euro. Muss das privat finanzieren, ja. Oh. Die habe ich leider zurzeit nicht so auf meinem Konto. Aber für eine Show, wenn ihr das Budget, also ich mache das auf eurer Hochzeit oder sowas. Ich lerne dann Feuerwerkerin und dann liefere ich das mit. Ihr müsst halt nur die Ausbildung für mich bezahlen, dann mache ich das auch für euch. Ja. Gut, wissen wir da jetzt auch Bescheid, liebe Margot, vielen, vielen Dank. 70 Jahre Herr der Ringe. Oh ja. Mhm. 75 Jahre Bundestagswahlen. 80 Jahre Ian McDiarmid. Ian McDiarmid, du kennst ihn. Du kennst ihn garantiert. Nein, sag, wer ist das? Das ist ein Schauspieler. Ja. Und er ist berühmt geworden für eine Rolle, die er seit dem ersten Film 1977 bis heute immer gespielt hat. Einer von Star Wars. Welcher Charakter zieht sich durch alle Filme praktisch durch? Obi-Wan Kenobi? Der Imperator. Ach, der Imperator. Der ist doch tot, der Schauspieler. Nein. Richtig. Ach, der echt? Lebt immer noch. Aber wurde er doch mal ersetzt? Nein. Damals haben sie eine Maske genommen, um ihn alt zu machen. Oh. Und mittlerweile ist er wirklich selber alt. Und dann ist der gleiche Schauspieler. Ach, schau an. Dann, ja. Na gut, okay. Nein. Ja, schau an. Siehst du mal. Sehr, sehr schön. Kommen wir jetzt zu den Menschen, die Platz gemacht haben. Nein, 100 Jahre S-Bahn haben wir noch vergessen. Oh Gott. Mann. Ja, Berliner S-Bahn, das muss sein. 8. August. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt, wer hat einen Platz gemacht? Guck mal, Jessica, lies mal vor, wer ist denn der Erste? Der schwule Pinguin. Ach, wie alt ist denn der geworden? 12 Jahre. Ach Mensch. Ja, hab ich doch von Anfang an gesagt, dass er 12 Jahre alt geworden ist. Sag mal, aber du hörst ja nicht auf mich. Könnt ihr bitte mal zurückspulen, nochmal überprüfen? Die ist so dumm. Dann, ich hab's ganz kurz eingeschoben, weil das ist heute erst reingekommen, Christoph Daum. Ach. Ja. Gut, ich meine, der hat mich ja auch noch nie interessiert. Man kennt ihn von dem Kokainskandal. Man kennt ihn eigentlich nur von dem, dass ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Stimmt. Sagte er, gab die Haarprobe ab und dann sagte, huch, da war ja doch Koks drin. Verdammt nochmal. Ja. Ja, aber das ist Koks. Die Leute glauben halt, dass sie allein durch ihre Geisteswesen solche Tests beeinflussen können. Ja, okay. Ja, gut, also ich meine, ne, also der Bill Clinton, der hat ja auch geschworen, dass er nie mit Monika Lewinsky geschlafen hat. Na, weil der hat er mit ihr und der hat nur Oralverkehr gehabt. Stimmt. Er hatte keinen Sex mit ihr, weil Oralverkehr zählt für ihn nicht unter Sex. Diese Bigotterie. Das hat er halt anders definiert, ne? Aber gut, ja. Dann. Gut, Richard Rogler kenne ich nicht, 74 Jahre alt. Doch, kennst du auch Kabarettist, hast du garantiert in diversen Kabarettsendungen auch gesehen, aber du kennst den Namen halt leider nicht, das eine, aber es war ein toller Kabarettist auf jeden Fall. Dann Horst Lattenmeier, 82, Schauspieler und ihr kennt ihn alle, wenn euch da der Name überhaupt nichts sagt, seine berühmteste Rolle ist, ich sag mal, der berühmteste Augenaufschlag, beziehungsweise Aufschlag noch nicht mal, die berühmtesten Augen im deutschen Fernsehen, nämlich jeden Sonntagabend im Tatort-Vorspann. Ja. Das sind seine Augen. Das sind seine Augen. Ich habe eigentlich mal gedacht, das sind Frauenaugen, ehrlich gesagt. Das war mir, also ich habe also noch nie so drauf geachtet. Seit über 50 Jahren. Ja, ich finde diesen Tatort-Vorspann unerträglich. Also ich gucke eh nie Tatort. Aber ich bin ja ein absoluter Vorspann- Nerd, ich liebe Vorspänne. Vorspänne müssen toll sein. Ja. Und der ist, ich meine, den gibt es seit 50 Jahren. Den gibt es seit 50 Jahren. Das ist ganz schlimm. Also, und das finde ich ganz furchtbar. Das kann ich nicht ertragen. Aber ich glaube, wenn die den neu machen würden, es gibt eine Revolte. Es gibt eine Revolte. Regen sich also, alle auf. Noch mehr Stimmen für die AfD. Oh. Weil die haben jetzt wollen sie den Vorspann noch verbieten vom Tatort. Ja. Alles wird uns weggenommen. Ja, und auch weggenommen worden ist uns Alain Delon.
Ja, 88 Jahre alt geworden. Ich habe keine Ahnung, was für Filme er mitgespielt hat. Darüber sprachen wir schon mal, dass er ein berühmter Schauspieler ist und wir aber beide keinen einzigen Film offensichtlich mit ihm gesehen haben. Wir wissen es vielleicht auch nicht. Wir sind halt sehr ahnungslos. Ach, der Richard Lugner. Der Lugner. 91 ist er geworden. Ja. Bauunternehmer aus Wien. Und seine vielen Ex-Frauen trauern jetzt alle um ihn. Ja, ganz ja, die Maus hier. Die Maus hier. Der ist halt irgendwie bekannt geworden, dadurch, dass er immer irgendwelche Prominente auf dem Wiener Opernball an seiner Seite hatte. Ja, und die ihn so mal gehasst haben eigentlich. Ja. Er hat sie für viel Geld gebucht. Ja. Und irgendein Management hat halt doch gefunden, was wieder irgendwie eine Lady Gaga oder eine Sophia Loren oder sonst wen irgendwie an die Seite gepackt hat. Und sie haben es wirklich gehasst. Ja, der war auch ein peinlicher Typ. Na, natürlich. Und also, ein Walzer steht in meinem Vertrag mit drin. Ne? Also man muss mit dem einen Walzer tanzen. Dann gestorben ist auch Maria Branjas. Kenne ich nicht. Ach Mensch, schade. Hättest du kennenlernen können. Sie ist im Alter von 117 Jahren und 168 Tagen gestorben und war damit der älteste Mensch der Welt. Aber man muss auch sagen, sie hat sich vor 4 Jahren mit Covid-19 infiziert. Da war sie 113 und dann war natürlich klar, wenn sie Covid-19 hatte, dann ist sie jetzt ist ja tot. Ne? Also sie war auch geimpft, muss man dazu sagen. Sie war geimpft. Und deshalb ist sie wahrscheinlich gestorben. Stell dir doch mal vor, du wirst 113 Jahre alt. Ja. Das ist eine Horrorvorstellung. Es kommt drauf, also in deinem Körper auf jeden Fall. Ja, in deinem möchte ich auch nicht stecken. Nee, meine, wieso? Hier ist genügend Platz für 117 Jahre. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, aber weißt du, ich meine, wenn ich meine Eltern schon angucke mit ihren Zipperleinen, die werden alt und dann nee, 113 ist dann nochmal 40 Jahre weiter. Du kannst sicher sein, wenn deine Eltern in ihrem Alter schon solche Zipperleinen haben, dann werden die Kunden keine 117 Jahre. Also nee, ich möchte das nicht. Nein, musst du auch nicht. Musst du auch nicht. So, ich finde, jetzt haben wir über alte Leute genug gesprochen. Jetzt müssen die alten Leute mal aufeinander und rüber und rein und jetzt gehen wir bumsen. Oh Margot! Bett, Bad und Bumsgeschichten. Ich bin nicht darauf vorbereitet, Margot, auf den Griebsch. Richtig schön. Und ich habe ihn heute extra eingepackt gelassen, weil es ja eine Kamera mit dabei, ne? Heute. Ja. Und fällt dir das jetzt eigentlich schwer, den Griebsch nicht auszupacken, während wir... Ich bin ein bisschen, also ich sag mal so, ich habe ja aufgrund der Tatsache, weil ich Kostüme anhabe, habe ich ja auch noch Strumpfhosen, 2 Strumpfhosen, dann ein Bauchwegschlüpfer und ein Po-Rausschlüpfer an, eine echte Unterhose noch an und dieses Kostüm noch oben drüber. Das heißt, er hat gerade wirklich schwer gegen Stoff anzukämpfen. So, ja. Hat gerade ganz schwer. Oh, er hat keine gute Zeit gerade. Ja, aber ich merke auch schon, wir müssen jetzt langsam auch wirklich fortmachen, weil die Nähte reißen schon. Also es knirscht schon und hier und da ist der Stoff auch schon recht dünn. Ist nicht zu bändigen, dein Gerät. Ist nicht zu bändigen, aber was soll man machen? 34 Zentimeter Lebensfreude. Margot, irgendwann, wir müssen irgendwie mal Merchandise rausbringen mit dem Griebsch. Mit dem Griebsch machen wir. Ja. Was willst du denn gerne? Eine Griebsch-Tasse ist ja eigentlich langweilig, ja, oder? Ja, nee, es muss irgendwie was, weiß ich noch nicht. Müssen wir uns mal überlegen. Wir schreiben so ein T-Shirt, zeig mir deinen Griebsch. Okay, gut. Also, Margot, ich würde nur wirklich ganz kurz AIDA umreißen. Bitte, ja, du warst ja im Urlaub, ja. Aber wer alle Anekdoten erfahren möchte, geht einfach auf mein Threads-Profil und gibt den Hashtag Hargitta ein. Das, die Mixtur aus Harald und Margitta sind auch in meinem Telefon als Hargitta eingetragen. Was meine Mutter sehr verstört hat, tatsächlich. Hargitta oder Hargitta? Hargitta. Hargitta. Harald und Margitta. H-A-R und dann Gitter. Hargitta. Genau. Da sind alle Geschichten da und ansonsten, ich war 14 Tage auf einer AIDA. Mit ganz vielen deutschen Touristen, mit 4000 deutschen unzufriedenen Urlaubern und Urlauberinnen und 1000 sklavischen Angestellten mal wieder. Das war ganz süß schon wieder. Und das alles Menschen, für die Mindestlohn ein Fremdwort ist. Ja, natürlich. Toll, ja, oder? Und aber wir waren in Norwegen, das war ganz schön. Und ich habe das Stonehenge gesehen, das fand ich ganz toll. Aber tatsächlich, mein altes Viertel, süß, ja. Ja, Margot, da hast du so Kulttänze gemacht, du hast die Sonne angebetet. Ja. Also ich muss genau sagen, ich bin da weggezogen, als es aufgezogen war, diese Neubauten fand ich nicht. Ja, verstehe ich total. Das war mir nicht so. Verstehe ich total. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe mich total auf das Stonehenge gefreut. Aber kennst du das? Du warst dann da
Und danach, es ändert sich in deinem Leben ja nichts, nur weil du Stonehenge gesehen hast. Nein. Und es ist einfach dann gar nicht so spektakulär, wie man sich das vorstellt. Nein, man hat dann ein reelleres Gefühl dazu. Ja. Man hat das einfach mal wirklich ganz direkt gesehen. Ja. Ach ja, okay. Gut. Sind halt Steine, die da rumstehen. Ja, genau. Weil bei den meisten Dingen ist es auch so, dass es dann doch deutlich kleiner ist, als man sich das vorgestellt hat. Und so ist es auch bei Stonehenge. Eine der wenigen Sachen, die wirklich größer sind, die ich mir vorgestellt habe, ist der Eiffelturm wirklich. Der ist wirklich gigantisch. Ach so? Ja. Ach. Na, ich denke halt immer so an so unseren Berliner Funkturm irgendwie, da ist ein bisschen noch was oben drauf. Ja. Aber der ist ja irgendwie dreimal so groß. Klar. Der ist ja wirklich riesig. Ich habe den noch nie in echt gesehen, den Elfenbeinturm. Den Elfenbeinturm. Der, das ist das, wo du wohnst, meine Liebe. Meine Liebe, und das sehr gerne, meine Liebe. Ja, du in deinem Elfenbeinturm in der Potsdamer Straße. Elfenbeinturm. Neben den Junkies und Nutten gibt es meinen Elfenbeinturm. Ja. Du bist ja auch noch die Funkantenne da von dem Elfenbeinturm in deinem Leben. Bitteschön, ja. Ja, und mehr gibt es eigentlich jetzt. Ich werde nach und nach Anekdötchen noch erzählen, aber meine Lieben, Klaus und ich haben diesmal definitiv vertraglich imaginär festgehalten, dass wir nie wieder eine Kreuzfahrt machen werden mit meinen Eltern. Das nie wieder. Möchte ich auch wirklich. Nie wieder. Das, nein. Und gar nicht, weil das mit meinen Eltern so doof war, versteht ihr mich nicht falsch, ich ertrage einfach diese Art der Reiserei einfach überhaupt nicht mehr. Nein, du bist ja auch wirklich gefangen auf einem Schiff, dann geht es zum nächsten Hafen, da hast du dann irgendwie einen halben Tag Zeit, kannst alles angucken, alles in einem halben Tag, muss dann sofort wieder pünktlich zum Abendbrot an Bord sein. Naja, die meisten gehen ja schon zum Mittag wieder zurück an Bord, weil die wollen ja kein Geld in der Stadt ausgeben, weil sie sonst auf dem Schiff gehen. Das stimmt. Ja, das ist doch klar. Außerdem hat man schon wieder Hunger. Alles klar. Ja. Das ist ganz schlimm, alles ganz schlimm. Und es waren Sommerferien, es waren wahnsinnig viele Kinder an Bord. Oh! Und das war das Schlimmste eigentlich. Und du hast kein Boot mit Kinderverbot gehabt. Nee, sowas gibt es ja gar nicht. Es gibt keine Boote auf den Kindern. Also nicht, dass ich wüsste. Ja. Ach Mensch. Aber wer Kinder hat und sich so eine Kreuzfahrt leisten kann, der muss ja echt schon gut Schotter haben. Ne? Allerdings, das ist beides sehr teuer. Ja. Ja. Und das ist süß. Mit dem einen sorgt man für die Zukunft, mit dem anderen zerstört man die Zukunft. Süß, oder? Süß eigentlich, ja. Okay, dann, aber so, mehr möchte ich gar nicht davon erzählen Nein. Ne? Weil es auch sehr übertrieben. Also, pass auf. Ich war ja beim CSD gewesen, habe ich schon erzählt. Ja. Auf dem Wagen der Ministerien mit Lisa Paus. Ja, du hast es schon erwähnt, deine ganzen Politfreunde. Und das Schöne ist, also es war ja der Wagen praktisch der Ampelregierung, kann man sagen. Und dieser Wagen, der Fahrer, der uns dort gefahren hat, der hat offensichtlich noch nie zuvor einen CSD gefahren. Weil man weiß normalerweise, wenn man so auf so eine Kreuzung zusteuert, muss man so ein bisschen die Spur wechseln, weil wir haben diese Bogenampeln und da hängt dann so eine 3-Lichtampel runter und das ist so genau auf der Kopfebene, wo dann, wenn du oben auf dem Wagen drauf stehst, alle die Köpfe abgesäbelt werden. Und das war wahnsinnig toll, wenn dann auf dem Wagen der Ampelregierung alle schreien, Köpfe runter, Achtung, Ampel. Das war so mein Comedy-Faktor. Oh, toll, das Achtung, Ampel. War lustig, Margot. Ich finde es faszinierend, dass du, was für ein Wort hast du benutzt? Bogenampel, keine Ahnung. Nicht Bogenampel, aber dass du weißt, dass man, ich weiß das nicht, ich habe das so gezeichnet. Fachsimpelei schon wieder, ne? Ich muss das ja unseren Zuhörlingen auch ganz genau ganz beschreiben, genau. Weil die haben da ja nichts im Kopf. Unsere Zuschaulinge, die haben ja den Bogen gesehen, den ich gemacht habe. Ja, 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 ja. Aber unsere Zuhörlinge, wir haben jetzt ja zwei. Ich habe es verstanden, gib doch Ruhe. Wir müssen jetzt ja sehen und hören, beides gleichzeitig bedienen. TV sehen und hören, meine Lieben. TV sehen und hören, auch sehr schön, ja. So, dann gibt es einen wunderbaren Moment. Stell dir vor, es klingelt bei dir an der Haustüre und Margot Schlönske steht unten bei dir und überrascht dich. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ja, hast du mich denn überrascht? Nein, dich nicht. Ach so, okay. Aber unsere Stimme, Andreas Brenner, habe ich in Augsburg überrascht. Ach ja, stimmt, du warst in Augsburg. Ja, ja. Genau. Hat er sich gefreut. Ne? Gefreut. Er war sehr irritiert. Wir klingelten bei ihm und dann guckte er oben aus der ersten Etage runter, sah uns, so viel ihr kommt rein. Das war sein Fehler. Da haben wir den ganzen Tag mit ihm verbracht. Es war wunderbar. Es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir waren nur einen Tag da. Wir waren nur einen Tag da. Wir sind am gleichen Abend wieder zurückgereist. Nein, das wir war sportlich. Ja, mit der Bahn geht das ja. Von der Bahnreise könnt ihr auch noch was erzählen, aber das wäre ein eigener Podcast. Natürlich muss ich nicht erzählen, oder? Bahnreise und Podcast. Nee, das ist super toll. Also von Zügen, die entfallen sind und die dann aber doch fuhren und dass wir dann plötzlich an Station, dass wir plötzlich eine andere Strecke gefahren sind. Und dann allerdings hieß von wegen, ja, wir fahren eine andere Strecke, aber steigen Sie doch bitte hier aus und fahren Sie direkt nach München und fahren Sie über München dann zurück nach Augsburg.
gut, das machen wir, steigen den anderen Zug ein. Der Zug sagt dann freundlicherweise, wir machen jetzt einen außerplanmäßigen Halt da und dort. Da steigen bitte alle, die nach Augsburg wollen, bitte wieder aus und fahren dann mit dem Regio. Super. Das hast du mir doch ge-WhatsAppt. Ich hab's dir, es war großartig. Es war sensationell und die Rückfahrt war nicht minder unterhaltsam. Da hat man halt immer was zu erleben. Wir hatten immer was zu erleben. Wir sind angekommen auf jeden Fall und ich muss es gestehen, wir haben uns den Spaß gegönnt, erster Klasse zu fahren. Oh, du Hochwertiger. Aber wir haben ja schon sehr, sehr früh gebucht und da ist der Unterschied irgendwie nur 5 Euro. Das ist ja wirklich dann, also wenn ihr es könnt, bucht erster Klasse. Ist wirklich, wenn rechtzeitig. Sonst nicht erste Klasse? Doch. Ich empfehle das immer. Ja, bucht erster Klasse für euch. Das ist, wenn ihr rechtzeitig bucht, wirklich kaum ein Unterschied. Und diese paar Euro, ich kann es wirklich nur sagen, auch wenn das Geld wirklich knapp ist und ich weiß Bescheid, was das bedeutet. Ach, Margot, jetzt dann, es ist es wert. So, gut. Er war auf jeden Fall sehr begeistert und er war wirklich begeistert. Das fällt in die Kategorie Margot überrascht Andreas und Andreas ist überrascht. Süß, Margot, dass du den Podcast jetzt schon dein tägliches Leben mit hineinbringst. Immer. Toll. Am nächsten Morgen bekam ich eine WhatsApp von Andreas, nur für meine Planung, wann kommt ihr heute? Das war toll, jetzt, achso, was ich noch fragen wollte, ja. Augsburg, warum eigentlich mit Weil sich das so ausspricht. Das wird so ausgesprochen. Meinst in Augsburg spricht wirklich? Man, nein, ich meine das nicht, ich weiß das. Ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel Marietta Slomka zum Beispiel, wenn man heute schon sagt, nicht Augsburg. Weil sie es wahrscheinlich auf Hochdeutsch spricht, aber in Augsburg sagt man Augsburg. Aber wir sind ja nicht in Augsburg. Wir sind nein, ja aber ich möchte ja die Sachen richtig aussprechen. Hm. Wenn ich zum Beispiel andere Länder, andere New York zum Beispiel, sage ich auch nicht New York oder New York. Ja, nein, also alles klar. Möglichst in der Sprache dessen, ne, die es namengebend sind. Alles klar, mir fällt schon wieder eine Brust raus. Ja, schon wieder. Ja. Weißt du, ich bewege mich überhaupt nicht, trotzdem fällt die Brust aus dem BH. Also, wirklich. Ich brauche wirklich einen neuen BH. Ja, wie lange trägst du diesen BH jetzt eigentlich schon mittlerweile? Du meinst jetzt... Jahren, nicht heute, sondern in Jahren. Nicht nach dem letzten Waschen. Ist auch in Jahren gemessen, das weiß ich. Jahren gemessen. Ich kenne Margot, ich muss schätzen, ich glaube, der ist aber relativ neu. Ich dürfte ihn so 2 Jahre vielleicht haben. Der ist erst 2 Jahre. Ja, der ist sehr stark beansprucht natürlich, weil ich ja so viele Jobs habe. Sehr viel gebucht. Bin sehr viel gebucht. Und das sieht man immer am BH, an der Abnutzung des BHs. Ja. Bist du eigentlich auch schon so prominent und berühmt und wichtig, natürlich, dass man bei Facebook mittlerweile schon Fake-Accounts hergestellt hat? Mit deinen Bildern? Du bist auch rausgegangen. Entschuldigung, Margot. Jetzt ist die Brust auch noch. Lass sie draußen, ja. Ja. Nee. Von mir gab es jetzt letzte Woche 2 Fake-Accounts. Wer hat denn so viel Zeit im Leben von Margot Schlinski, einen Fake-Account zu erstellen? Keine Ahnung. Auf Facebook. Auf Facebook wurden mit Bildern von mir wurden 2 Fake-Accounts erstellt. Es gibt noch einen dritten, da ist noch kein Bild. Das ist bestimmt jemand, der dich hasst. Ja, aber da ist ja nichts drin. Aber es gibt ja nun mal auch diese Accounts von Prominenten, die geklaut werden praktisch. Das stimmt, wo dann Originalbilder und sowas verwendet werden. Aber ja, also es war schon sehr... Margot, du hast es geschafft. Ne? Ich habe es geschafft. Ich werde bei Facebook kopiert. Ja. Und dann ein schönes anderes Highlight war noch, dass ich gestern, ich darf das jetzt erzählen, einen Dreh hatte. Ach, jetzt darfst du es doch erzählen. Nachdem ich gesehen habe, was Julian schon gepostet hat, darf ich das auch machen. Genau. Du hast dich gestern fürs Privatfernsehen prostituiert. Ja, genau, für eine aber schöne Produktion. Ja. Und zwar gibt es eine Sommeredition oder eine Sonderedition von Grill den Hänsler. Mhm. Und da war ich dabei. Ja. Ich habe nicht gegrillt, allerdings, ich war praktisch nur so Sidekick und Schmuck für die Stöckel an der Stelle. Aber hatte auch so meinen kleinen, ich sag mal, Solo-Moment irgendwo gehabt, der hoffentlich nicht rausgeschnitten wird irgendwie. Ja. Und es war wirklich eine faszinierende, tolle Produktion. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ist halt nicht so ein Reality-Scheiß, muss ich gestehen, was ich ja so gar nicht mag. Ja, und sowas. Nö, aber das war eine tolle Sache. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mit Publikum und auch. Ne? Mit Publikum. 1000 Leute im Publikum. Open-Air-Bühne in Magdeburg war das gewesen. Ja, für Seebühne Magdeburg heißt das. Und ist wirklich sensationell, was die dann Technik aufgefahren haben. Also es ist wirklich, also ganz großes Kino. Das hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und du konntest dich nicht verlaufen. Du bist ich hatte meine eigene Garderobe in so einem Trolley da drin gehabt. Das kennst du auch vom Filmset. Natürlich mit dem eigenen Schild dran. Margot Schlönske hier. Nicht? Und, in Comic Sans. In Comic Sans, das ist das Einzige, was man dann halt schlucken muss. Ja. Das werde ich dann nochmal als Kritik anmerken. Nicht in Comic Sans. So was passieren kann. Genau, ja. Und dann über die anderen Promis darf ich jetzt nichts sagen.
sagen, weil das ist geheim, die noch da waren. Ja, darf ich noch nichts sagen, aber da die Stöckel das ja schon gepostet hat, dann kann ich das auch sagen, dass die Stöckel schon mal da war. Mhm. Genau, aber andere halt auch noch. Wir haben die Hensler halt kennengelernt. Und, ja, wie ist denn der so, der Steffen Hensler? Der ist sehr ehrgeizig. Sehr ehrgeizig. Ja, es war ein Spiel, ne? Und da geht es natürlich um Sieg und Niederlage, alles oder nichts. Und wenn er gewonnen hat, das hat er schon gefeiert, nicht? Und wenn er verloren hat, das hat er so gar nicht gefeiert. Er versuchte das dann auch immer so ein bisschen zu überspielen. Und also ist sehr ehrgeizig. Mhm. Es nimmt das, glaube ich, der ist so, also mit dem möchte ich nicht Mensch, ärgere dich nicht spielen. Ich glaube, das ist nicht seins. Mensch, ärgere dich nicht, stimmt, das kannst so, ja, ja, so schätze ich den ein. Ich fand ihn ja immer super unsympathisch. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich mochte den noch nie so besonders. Ja, ich habe den jetzt auch nicht größer. Also mit allen anderen konnte ich mich deutlich mehr unterhalten als mit ihm. Ja, ja. Da war wirklich aufregend, Margot. Ja. Ne? Du, also tolle. Du bei Vox, ich meine, du wirst jetzt bald ein Vox-Gesicht. Ich bin das Vox-Gesicht. Ja. Margot, das Vox-Gesicht. Gesicht. Und dann aber nie, aber warte mal, wenn du ja jetzt machen, naja, ich will ja immer mal mit einer Drag-Kombo, also meinetwegen vielleicht sogar mit dir, mein Gott, bei den Alles-Testern mitmachen. Ach, das bei ist Vox. Auch toll. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Und da hätte ich so, so einen Bock drauf. Das ist auch und toll. Sowas macht mir auch. So eine Vierer-Tunden-Kombo, die so Produkte testen, das macht bestimmt total viel Spaß. Vielleicht gibt es ja mal eine Grillian-Hensler-Drag-Version. Auch gerne. Dann muss er sich vielen Drags stellen. Oh. Ich fände es spannend. Dann machen wir gemeinsam deine Königsberger Klopse. Schon wieder? Ach, nehme ich mal was anderes kochen. Na, es geben die ja, glaube ich, vor, was die Mann kochen muss, oder? Ja, ich glaube, die geben das vor. Damit nicht alle mit dem gleichen Gericht ankommen, glaube ich, geben die das schon vor. Vermute ich jetzt mal. Ich weiß es nicht. Ist keine Ahnung. Ist ja auch scheißegal. Ja. Huch. Also jedenfalls, sie haben es richtig krachen lassen. Und was meinst du, wie viele Leute an so einem Set irgendwie arbeiten? Ganz, waren ganz, ganz viele. 150 oder noch mehr. Da sind ja ständig Leute lang gewuselt. Und du bist wirklich, von deiner Garderobe wurdest du abgeholt, wurde wieder hingebracht und sowas. Und wurdest, hier ging der Eingang rein, an der anderen Stelle stand schon jemand, hat dich wieder abgeholt. Ja. Irgendwie hat die Dinge in die Hand gedrückt, hat sie wieder abgenommen und sowas. Du musstest praktisch nichts machen, außer laufen. Das und dein Gesicht und halt. Und es gibt wirklich für den allerkleinsten Pupsjob gibt es eine Person, die den macht. Ne? Ja, also wirklich, wo ich so denke, das ist jetzt deine Jobbezeichnung. Nicht bei allen Produktionsfirmen, aber bei der Produktionsfirma ist es wirklich. Die haben das sehr Geld, Margot. Die haben sehr einen hohen Anspruch. Das habe ich wirklich gemerkt. Also das habe ich wirklich lieben gelernt und dachte, sowas, das mache ich gerne. Man kann sich daran gewöhnen. Den absurdesten Job beim Fernsehen, den ich mal erlebt habe, ist der Wolkengucker gewesen. Der hat weil wir draußen gedreht haben, hat der den ganzen Tag die Wolken angeguckt und hat, Entschuldigung, und hat dann immer in Minuten angesagt, wie lange die Sonne scheinen wird. Ah. Weißt du, dann hat man gedreht, wenn Sonnenschein. Ja, natürlich, wenn man Sonnenschein, um nicht plötzlich Schatten, Sonne, Sonne, Schatten. Ja, so, genau. Ich glaube, für so einen Anschluss ist das wichtig. Aber das ist halt, habe ich vorher noch nie von gehört. Nein. Das stimmt, wahnsinnig. Wolkengucker. Er hat bestimmte professionellere Bezeichnungen. Ja, ich glaube auch. Was muss man dafür studieren? Wolkerie. Wolkerie. Natürlich, internationale Wolkerie. Ich möchte ja nicht nur in Deutschland arbeiten. Natürlich, Wolkerie. Genau. Toller Job. Ja, nee, spannend. Also, solche Produktionen, da bin ich sehr gerne wieder für. Na dann, mach weiter. Ich bin da auf jeden Fall dafür zu haben. Ich mach weiter. Wo sieht man dich denn jetzt im nächsten Monat? Ach, darf ich ganz kurz sagen, diese Sendung, das darf ich schon sagen, mit mir könnt ihr am 17. November sehen. Das darf ich schon sagen. Darfst du das schon sagen? Darf ich schon sagen. Auf Vox. Ja. Um 20:15 Uhr. Ja. Du bist eine Primetime, Margot. Ich bin eine Primetime. Liebe Margot, Konkurrenz zum Tatort. Also überlegt euch selbst, welche Augen wollt ihr lieber sehen? Sonntag? Die von einem Toten oder die von mir? Naja, deine Augen sind manchmal auch tot, Margot. Jedenfalls, liebe Margot, du wirst lachen. Ja, ich habe die Produktion gefragt, ob sie es nicht auf den Geburtstag meines Mannes ausstrahlen können. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gar kein Problem, können wir machen. Wann ist das? Ich so, ja, 17. November. Ja, super, so machen wir das, ja. Mein Mann hat am 17. November Geburtstag und deshalb kriegt er als Geburtstagsgeschenk. Du bist ja verheiratet. Ich überlege, von wem redet die denn die ganze Zeit? Ich war gerade ganz woanders. Habe ich dir meinen Mann noch nie vorgestellt? Ich war gedanklich gerade beim Tat. Ich war mein Mann, der uns diese schönen Kostüme für den Podcast gemacht hat. Ich war gerade verwirrt, Margot. Du bist die ganze Zeit verwirrt. Furchtbar verwirrt heute. Ich bin verheiratet. Du bist, hast auch irgendwie sowas an der Backe. Also bist verpartnert. Ich bin verpartnert, ja. Verpartnerschaftlich, ja, bist du, ja. So, Margot, jetzt du wirst lachen. Ja, ich lache schon jetzt. Da ich ja heute sehr gut vorbereitet war. Hast du keine Termine bereit? Natürlich nicht. Also ich habe keine Ahnung, wo ich auftrete und ich kann auch nicht nachgucken, weil wir ja mit meinem Handy gerade filmen und da stehen meine Termine drin. Also lass mich raten, du hast wahrscheinlich am 7. September hast du eine Paillette geht immer.
Ja, 7. und wahrscheinlich 21. 21. Das vermute ich auch ganz, ganz stark. 14. September. Richtig, das sind die wichtigsten Termine, mehr brauchst du eigentlich auch nicht. Süß und deftig ist am 1. September. Wir haben Clemens Sonntag. Schick zu Gast, da freue ich mich sehr drauf. Den du wieder nicht kennst wahrscheinlich. Och, ja? Egal, ja, mach weiter. Und mehr weiß ich jetzt nicht. Ja. Für diejenigen, die jetzt gerade in der Kamera uns sehen, wir gucken gerade nach oben, weil mein Kalender hängt ein bisschen über der Kamera. Ja. Das ist der Masterkalender. Der ist mit Klebchen und das und dies und Hand und dies und sowas. Das ist die Essenz von Margot Schlenske. Und unterschiedlichen Farben, weil ich wissen, die Farbe heißt, ich trete im BKA auf, die Farbe heißt, ich trete in Berlin auf, die Farbe heißt, ich trete außerhalb auf, die Farbe heißt Podcast, die Farbe heißt Kiez-Tour. Apropos, ich habe ja wahnsinnig viele Termine, die habe ich gerade aufgeschrieben. Guck mal, am 8.9. zum Beispiel trete ich im BKA-Theater auf. Das Schattenkabinett. Und zu Gast, als Gästin habe ich dort Jasmin Efiloglu. Ich wollte es eigentlich dann noch vorher mal üben. Jasmin Efiloglu. Wer ist das denn? Das ist ja, da denkt man sich auch, das ist die Parteivorsitzende von der Volt Berlin. Ach so, das hat jetzt geklappt mit Volt, ja? Ja. Ich war bei eurem, Meeting belauscht, sehr aktiv. Ja. Und genau. Genau, die Volt kommt dann zu uns zu Gast. Und dann, ich springe ein bisschen weiter, 16.10. trete ich dann im BKA-Theater auf. Da mache ich dann The Golden Milfs. An meiner Seite ganz viele berühmte Stars, aber auch Jurassic Park. Ja, und das ist wirklich schlimm, das ist bitter. Und das ist wirklich bitter, dass du da, aber ich ertrage das nämlich, ich sag mal so, je schlechter das Ensemble, umso besser kann ich strahlen. Und du bist ein Garant, dass ich immer... Du strahlst. Ja, du bist halt einfach die Mireille Mathieu. Gott, bin ich scheiße. Du bist heute unerträglich, Margot. Aber ich kann es heute unerträglich. Ich liebe es. Und ich habe noch zwei Ankündigungen noch zu machen. Und zwar 29.11. in der Wabe, beziehungsweise am 6.12. im Café-Theater Charlotte. Oh! Du Fröhliche mit Tilly Kreuzfeld von Jakob und meiner Wenigkeit. Unser Weihnachtsprogramm, wir haben es zusammengestellt. Und es wartet seit Monaten drauf. Das wird ganz, ganz zauberhaft. Es wird sehr süß. Wir haben schon sehr gelacht jetzt bei den Besprechungen und Proben schon. Das wird ganz, ganz zauberhaft. Ich werde wieder mal nicht vorbeikommen. Aber ja, du das kennst mich. Ja, natürlich. Und natürlich kurz vor Weihnachten, am 20.12., das wisst ihr, gibt es wieder Parker und Schlönske live im BKA-Theater und... Wir sind aus dem Foyer. Weil wir so gut verkauft sind. Wir müssen ins Große. Wir müssen in den großen Saal. Das heißt, solltet ihr jetzt vor kurzem die Zeit erlebt haben, wo wir ausverkauft waren, es gibt jetzt wieder Tickets. Wir haben es jetzt in den großen Saal verschoben. Ein paar Restkarten sozusagen. Ein paar Restkarten haben wir jetzt, genau. Also, das haben wir jetzt für euch freigeschaltet. Da freuen wir uns so. Und ansonsten, falls ihr Lust habt, uns zwischendurch irgendwie nochmal zu begegnen, Jessica und ich machen ja. Eine Kiez-Tour. Also ich mache die Kiez-Tour, bei Jessica weiß ich ja nicht, ob sie da anwesend ist und ob sie über sinnlos die Rechnung schreibt. Nein, habe ich ja schon gesagt, ich betrüge dich ja. www.kieztour.net. Bucht doch mal und prüft, ob Jessica wirklich vorbeikommt oder nicht und gebt mir eine kleine Rückmeldung und dann freue ich mich drauf. Auf was jetzt genau? Auf alles? Auf euch, auf die Rückmeldung, auf euch, auf die Kiez-Tour freue ich mich ohnehin wahnsinnig. Ja, ich freue mich auch auf alles ganz stark und Margot, das war sehr... Schön mit dir, aber es reicht jetzt auch wirklich. Reicht mir völlig. Ist mein Wahnsinn. Aber darf ich mal sagen? Was denn? Du bist heute gar nicht gut geschminkt. Findest du? Ja. Ich habe mich extra schön geschminkt. Das soll schön sein. Ja. Da ist aber, wir definieren schön sehr unterschiedlich. Kann das sein? Aber, Margot, aber du hast dich hier im Dunkeln geschminkt. Also, vorhin hat... Ich habe kein Licht. Ich musste alles Licht aufspannen für die Podcast-Videoaufnahme hier. Die Batterie ist jetzt auch gleich aus und dann plöpp. Margot hat nämlich immer gerne so, so mit so Kreide gezogene, rosafarbene Blöcke auf den Wangen. Zack, zack. Ja, aber bei deiner Kamera, die du ja hast, da muss man auch wirklich, man muss ja was bieten, damit auch noch zur Geltung zu kommen. Du bietest schon genug, Margot, da musst du nicht noch mehr. Also, wir sind sehr schön geschminkt. Ja. Und es reicht jetzt. Den nächsten Podcast hört ihr dann, bekommt ihr dann am 30. September. Oh, da freue ich mich auch schon drauf und ich bin wahnsinnig gespannt auf die Videoaufnahme. Ich auch und wie die dann auch das erzählen wir nächste Mal, weil das ist ja noch alles. Es ist ja alles noch sehr experimentell. Alles aufregend. Ja. Eine Sache habe ich noch vergessen. Was denn? Das wollte ich unbedingt noch zeigen. Der war gar nicht gut. Ja gut, der war schon besser, aber der erste war so schlecht. Der war ja so schlecht wie gerade nie. Was war das denn gerade? Aber was war denn das, Margot? Ich weiß es nicht, ich hatte zu viel Luft drin gehabt. Wenn zu viel Luft im Geriebsch ist, dann... Was war nochmal das andere neue Geräusch, was du heute erfunden hast für mich? Weiß ich nicht mehr. Das war, werden wir dann sehen. Ja. Gehabt euch wohl und tschüss und alles Gute und Baba.
Das war's mit dem Podcast von Jessica und Margot für dieses Mal. Ab sofort keine Ausgabe mehr verpassen. Jetzt abonnieren.